Hallo, kann ich hören? Hallöchen, Pascal, grüß dich. Hallo. Okay, sprechet los. Hört, hört. Was kann ich für euch tun? Auch mal eine Frage, die viele bestimmt dann auch ja, nicht gefallen wird. Was hältst du eigentlich von Menschen, die jetzt glauben, dass wir demnächst in die fünfte Dimension aufsteigen und deshalb alles gut wird und deshalb brauchen wir auch nichts machen? Findest du das gut oder was hältst du von diesen Gedanken? Denkst du auch, dass wir bald aufsteigen oder ist das totaler Nonsens? Oh, ich würde eher sagen, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Also, so sehr, wie ich mich jetzt in spirituellen Kreisen rumtreibe und so vielen viertel, halb und vollständig aufgewachten Menschen, wie ich begegnet bin, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschheit bewusster wird, ist schon da. Aber dass die alle jetzt aufwachen durch totale Nichthandlung und sofort in eine weitere Dimension eintreten, das halte ich für übertrieben. Ich Das denke ist. mal, Entschuldigung. Nee, sprich. Ich wollte nur mal ergänzen. Ich denke mal, wenn man darüber nachdenkt, dann sollte man vor allem aufhören, sich das wie in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen vorzustellen. Das gab ja nicht wenige. Die haben vor 2012 in dieser Szene, da habe ich auch mit einigen geredet, die haben ja tatsächlich gedacht, es ändert sich wirklich faktisch physisch sichtbar so richtig viel. So irgendwie plötzlich werden ein Großteil der Menschheit wird auf einmal hypersensibel und diese Dimension, die wird anders aussehen und so, also richtig verrücktes Zeug teilweise. Also ich schließe das nicht aus, aber wenn, dann beziehe ich das auch nur auf die Bewusstseinswahrnehmung, so auf der, ich Ja. sag mal, auf der emotionellen, vielleicht auch intellektuellen Ebene, wer weiß, aber nicht Ja. so in so einem Science-Fiction-Film, also Ich dass sehe das jetzt ähnlich, plötzlich hier ja. alles anders aussieht oder so ein Kram. Ich sehe das ähnlich. Also wenn das Universum mit uns irgendwas vorhat, dann findet das subtil statt. Aber gar nicht mehr handeln ist nicht so gesund. Ich würde jetzt auch nicht den Kampf empfehlen, aber intensives Nichtstun auch nicht. Obwohl ich dazu sagen muss, dass wenn ein bewusster Mensch alleine für sich lebt, und nicht physisch mit Menschen in Berührung kommt, dann hat das, laut Eckhart Tolle, trotzdem Einfluss, positiven Einfluss aufs gesamte kollektive Bewusstsein der Menschheit. Also selbst wenn man physisch nicht mit anderen interagiert. Aber wenn man sich jetzt zwingt, gar nichts zu tun und anderen aus dem Weg zu gehen, ist es auch nicht gerade sinnvoll. Dazu gibt es viel zu viele Menschen wie mich, die gerne auf anderen zugehen und sagen, hey du, da stimmt was nicht, das könntest du anders machen. Das wäre heilsamer für die Menschheit und für dich. Also, solange es Menschen gibt wie mich, die so einen extremen Drang haben, andere aufzuklären, und es gibt ein paar Menschen, habe ich schon kennengelernt, die haben denselben intensiven einen Drang in mir, den ich überhaupt nicht erklären kann. Solange es Menschen gibt wie mich, die den Drang haben, andere aufzuklären, ist es vom Universum nicht bestimmt, nicht nichts zu tun. Ne? Aber ich empfehle natürlich nicht den Kampf, um mit Waffen auf die Matrix loszugehen. Das würde ich nicht tun. Ja, sehe ich ähnlich, ja. Also, Das wird auch nicht funktionieren. ich hab auch diesen Drang, aber es ist auch, also auch Leute, die jetzt schon den Kampf in Erwägung ziehen würden, sind aber auch so vernünftig, also was ich da einiges gehört habe heute erst wieder, die aber gesagt haben, lass das, so bleib friedlich, weil das ist völlig sinnlos, das wollen die ja auch nur. Allein jetzt nicht nur von der philosophischen Sicht, ob das Sinn machen würde, mit Gewalt dagegen anzugehen, sondern aus der faktischen Sicht. Ja, ich meine, die meisten folgen denen ja, und gehorchen den Befehlen und so, das wird nur ein Massaker geben. Also, und das wollen sie ja, dann können sie danach ja auch ihren Überwachungsstaat rechtfertigen und ne, brauche ich halt wohl nicht weiter ausführen. Also, für was die das alles nutzen würden, wenn wir jetzt mit Gewalt gegen die vorgehen würden. Mehr du aus Angst handelst, umso mehr gibst du Kontrolle ab. So einfach ist das. Und ja, je mehr du nach Sicherheit schreist, auch ja, natürlich. Es ist schön, wenn das manche Menschen schon erkannt haben, dass Gewalt nicht funktioniert. Sehe genauso, ja. Das engt den Käfig nur noch mehr ein. Ja, also es ist unglaublich, was ich für positive Menschen kennengelernt habe, seitdem ich nicht mehr zu viel Hass empfinde. Ich kann nicht sagen, dass ich der Matrix alles verzeihen kann, was mir körperlich und physikalisch angetan wurde, aber je weniger mein Hass wird, umso mehr positive und aufgeklärte Menschen treffe ich. Das halte ich nicht für einen Zufall. Ja, nee, ich glaube auch an diese Anziehungsgesetze so, aber ich vertrete zwar nicht völlig in dieser Welt hier. Ich meine, wie gesagt, wir hatten ja letztes Mal schon die Diskussion, wo ich sage, es gibt einfach viele Extreme auch. Das ist zu schlimm, so, da kann ich nicht friedlich bleiben oder so. Da hatten wir ja letztes Mal schon alles, aber Okay.
Ich will dazu noch was sagen. Gesetze funktionieren. Ich habe die Erfahrung auch schon gemacht mit der Aggressivität und mit dem Friedlichen. Ich habe darüber nachgedacht, über diese eine Sache. Ich will dazu noch was sagen. Weil Tom hat das letzte Mal gesagt, dass er sogar einem brutalen Schläger sagt, er darf auf ihn eintreten. Und wer sich mit Spiritualität auskennt, der weiß, warum das nicht, warum er dann ablassen wird. Aber ich habe mir überlegt, ich kann das sogar, für Leute, die noch nicht so hochspirituell sind, ich kann das sogar erklären, auf rein physischer Ebene kann ich das sogar erklären, warum er ablassen muss. Und da habe ich mir eine schöne Erklärung einfallen lassen, die würde ich euch jetzt gerne vortragen. Okay. Weil der Mensch, der will einen anderen verprügeln, manchmal aus Angst, und weil sich das Ego klein fühlt. Das heißt, wenn er einen anderen verprügelt, dann ist das für sein Ego eine Methode, sich im Wert zu erhöhen. Da kommt sich dann Mehrwert und Überlegen vor. Das ist der ganze Sinn, warum jemand anderen, einen anderen verprügeln will. Wenn dann aber jemand kommt und sagt, ja mach doch, verprügel mich doch, ist mir scheißegal, dann tritt genau das Gegenteil ein. Das heißt, dann kann sein Ego sich nicht im Wert erhöhen. Im Gegenteil, das Ego weiß, dass es sich sogar im Wert senken würde. Und deshalb muss er ablassen, weil dem Ego nur die Erhöhung wichtig ist und nicht die Situation drumherum. Das ist jetzt so meine physische Erklärung dafür. Das heißt, sein Ego muss ablassen, weil es sich sonst selber klein macht, wenn er auf jemand Hilflosen, der das anbietet, einschlägt. Weil dann hat er keine Überlegenheit, weil der andere hat sich ja freiwillig verprügeln lassen. Und dann kann er sich nicht überlegen fühlen. Und das ist jetzt sogar eine ganz simple psychologische Erklärung, wo man das herleiten kann, dass er ihn ja ablassen muss, so oder so. Ja, klingt eigentlich vollkommen logisch, aber bei dieser, wie habe ich das jetzt immer noch genannt, bei diesem menschlichen Faktor, diesem theoretischen freien Willen, kann auch sein, dass jemand sich sagt, cool, kann ich meine Aggression rauslassen, da verprügelt er dich trotzdem. Aber ich glaube sogar, dass in den meisten Fällen, dass du recht damit hast, dass das klappen könnte, ja. Hast du recht. Ich kann nicht hundertprozentig die Aussage treffen, dass es zu 100% immer funktioniert. Ja, das stimmt natürlich auch. Wenn die Emotion zu stark ist, dann findet dieser Denkprozess nicht mehr statt des Egos im Hintergrund, wo es sich erhöhen oder erniedrigen wird. Ab einem gewissen emotionalen Rage, dazu bitte auch mein Schmerzkörper-Video gucken, kann es dann sein, dass trotz aller Hingabe es nicht funktioniert. Aber ich habe jemanden getroffen, der hat behauptet, dass jemand auf ihn eingeschlagen hat. Und während er auf ihn eingeschlagen hat, hat er gesagt, schlag immer weiter. Und der andere hat auch bis zu einem gewissen Grad noch weiter geschlagen. Aber er hat trotzdem gesagt, schlag immer weiter. Und irgendwann hat er dann tatsächlich auch losgelassen. Also es funktioniert, wenn auch nachträglich, wenn man schon eine fahrende Fresse bekommen hat. Irgendwann hat er dann losgelassen und dann für immer. So war die Geschichte von jemandem. Ob es war, das kann ich nicht sagen, aber es war auch jemand, der so halb erleuchtet ist, der hat auch mal eine Nahtoderfahrung. Und der hat das dann so angegangen. Er hat einfach gesagt, schlag weiter. Und irgendwann hat er dann aufgehört. Irgendwann hat sich sein Ego dann nicht mehr befriedigt gefühlt und nicht mehr überlegen, und dann hat er dann aufgehört. Weil irgendwann muss sich das Ego unterlegen fühlen. Weil es kann sich ja nicht stark machen, weil er hat ja dann nicht die Kontrolle über den anderen. Wenn der andere es freiwillig zulässt, ist da keine Kontrolle mehr. Und dann kann sich das Ego nicht mehr aufwerten. Ja, das wollte ich jetzt nochmal mein Selbst dazu geben. Das fand ich ganz interessant, noch zum letzten Mal als Anhang. Erstaunlich, dass er dann sowas noch gesagt hat, obwohl er ein Nahtoderlebnis hatte. Weil wenn er sowas gehabt hätte, dann hätte er eigentlich ganz still liegen bleiben müssen nach dem ersten Schlag, und dann ist gut. Weil er weiß doch, dass der Körper hier nicht wichtig ist. Und dass dann auch viel mehr kommt. Es kann sich auch ins Gegenteilig umschlagen. Das heißt, sein Ego hat wieder ein Selbstvertrauen gemacht. Das heißt, er hat gerade durch diese Nahtoderfahrung auch andere interessante Fähigkeiten bekommen. Und auf die ist sein Ego stolz. Und da fühlt er sich auch überlegen, weil er gewisse Dinge wahrnehmen kann, die andere nicht wahrnehmen kann. Und hat sein Ego wieder ein Selbstbild rausgeformt. Das heißt, dieser Mensch ist leider nicht egofrei. Schade, schade, schade. Deswegen konnte er mir bei meinem Problem auch nur halb helfen. Er hat mir auch geholfen, gewisse Dinge sehen zu können, die ich vorher nicht gesehen habe. Aber immer wenn sein Ego zu stark wird, dann macht mein Ego sofort dazu und macht eine Schutzmauer, und dann kann ich nicht mehr mit ihm interagieren. Ja. Also er hat ein hohes, also diese über natürlichen Fähigkeiten, die können auch für ein hohes Ego sorgen. Das kann sich auch ins Gegenteil umschlagen. Aber er ist jetzt kein böser Mensch oder so. Er ist schon noch sehr weise. Ja. Ja, das ist halt die Gefahr immer davon, ja. Gerade wenn man dann so eine Sachen kann wie Hellsehen oder Chakren sehen oder irgendwie sowas, oder Telepathie, Telekinese, wenn man sowas kann und das den Freunden vorführt, dann ist man natürlich der King, ja. Genau. Und das hat sogar der Buddha erkannt.
selbst wenn du erleuchtet bist, nutzt das Falsche selbst noch, um da draußen Selbstbild zu basteln. Dann kann er sagen, ich bin erleuchtet, ich bin wer. Ja, und genau. Das hat selbst der Buddha erkannt. Selbst den Erleuchteten kann es noch erwischen, dass er der Verstand wieder zuschlägt und ein falsches Selbst baut. Das ist auch vom Buddha klar, dass das passieren kann und wird. Ich sag mal, gerade wenn du dann auch so eine Superman-Filme guckst oder so eine Superhelden-Filme, dann kannst du sowieso nie ablassen, den anderen zu zeigen. Weißt du, dass du besonders bist? Ja. Das motiviert dann noch. Ich mache noch mal mein Mikro aus, ich muss mich räuspern, Mensch. Unglaublich. Nee, Sascha, du kannst ja auch mal erzählen, warum du diese Superman-Filme nicht so gut findest. Ja, das ist einfach... die Darstellung, ich meine, die haben alle Superkräfte, wir werden alle niemals die Superkräfte von denen haben. Ja, ich meine, okay, wenn man jetzt Thema Quantentheorie und so ein Kram, dann wäre theoretisch vieles möglich, aber ich will jetzt halt sagen... Ja, trotzdem niemals nie. Nie ist ein absoluter Begriff. Ich bin kein Fan von Abschied. Stimmt. Aber wenn man alleine halt sieht, dass das oft nur Leute sind, die, also diese sogenannten Superhelden, die halt einfach nur... ich sag mal, diese Klischee-Sachen machen oder die nur die Sachen machen, die auch vom System konform sind, ja, wie zum Beispiel der Spider-Man, der jetzt, ich stand früher voll auf Spider-Man, aber ich kann jetzt mit all dem Kram nichts mehr anfangen, der Spider-Man, der zum Beispiel so einen bösen Bankräuber auffällt, ich meine, der hält jemanden, ich meine, es ist zwar nicht okay, wenn er Leute erschießt, der Bankräuber, aber im Prinzip, der hält jemanden auf, der Geld von jemandem klauen will, der noch eine Million mal schlimmer als der Typ selber ist, so. Richtig. Das ist so, als wenn man einen Schwerverbrecher von einem Kleinkriminellen beschützt, so ungefähr. Schon bevor ich mich mit tiefen spirituellen Lehren und generell tiefen Psychologie befasst habe, hat sich das schon falsch angefühlt. Also ich habe in so einem kleinen Verbrecher, der so ein paar Mark, der so ein paar Scheine klaut, noch nie einen Bösewicht gesehen, den man fangen muss und jahrelang hinter Gitter schmeißen. Nein, das war nie meine Wahrnehmung. Ich habe immer empfunden, hat er eigentlich auch nichts gemacht, was ist ja los? Also das ist ja, das fand ich schon immer lächerlich. Das war für mich schon vor Jahren ein Klischee. Das ist nicht ganz schlimm. Menschen wegen nichts wegschwärmen. Ich muss zugeben, ich bin damals voll darauf reingefallen, aber das ist auch schon. Ja, ich war auch noch in der Jugend und so. Da hatten wir, die wissen ja genau, wie man solche Leute hypnotisiert, ne? In diesem Alter so. Ich habe auch immer mal wieder, wo man mein Ego in diese Richtung gedrückt hat, teilweise. In meiner Jugend, in meiner Schulzeit war das ganz doll schlimm. Da hatte mich die Matrix fast in ihrer Hand, fast zu 80%. Aber ich bin immer wieder rausgekommen, mein Bewusstsein war immer stärker. Ja, bei mir ähnliche. Genau, da will ich dich jetzt mal fragen, Pascal. Wie sieht denn das aus? Nehmen wir mal, du hast eine Freundin und die hat jetzt eine Handtasche und jetzt kommt ein Räuber und klaut ihr die Handtasche. Da würdest du ja nicht hinterherwetzen, wa? Weil dann würdest du sie beruhigen. Ja, was soll ich mit materiellen Dingen? Ja, das denke ich mir. Soll ich mich und meine Partnerin noch in Gefahr bringen, indem ich mich mit diesen Typen anlege? Ich bin ja nicht verrückt. Ja. Für mich zählt das Leben und das Überleben ist das allerhöchste Gut und alles andere drumherum ist unwichtig. Ja, das war ich eingeschätzt, ja. Naja, es sei denn, es geht dann wirklich direkt ums Überleben. So, das ist dann nochmal eine andere Situation. Das ist nicht klar. Ja, klar. Dann würde ich auch körperlich eingreifen, um mein Leben zu schützen, natürlich. Ja. Und mit deiner Freundin natürlich auch vermutlich machen. Natürlich. Ja. Wie hätte sein können, das ist ihr Part, muss sie machen, du möchtest da nicht ein. Weil die gehört dir ja nicht. Generell, das ist richtig. Ich habe das auch schon bei Freunden überlebt. Wie würde ich jetzt zum Beispiel eingreifen, wenn jetzt so 15 Leute auf einen Kumpel von mir einschlagen? Habe ich schon mal überlegt, die Situation. Es wäre nicht sehr weise, da einzugreifen, weil da werde ich einfach nur mitverdroschen. Ja. Es wäre sinnvoller, sich rauszuhalten und wenn möglich Hilfe holen, als mich selber auch noch. Also das kommt sehr stark auf die Situation an. Ich werde immer nur dann kämpfen um mein Leben, wenn die Gefahr kleiner ist, mein Leben zu verlieren. Das heißt, wenn ich sehe, oh, wenn ich da jetzt eingreife, ist die Gefahr groß, dass ich mein Leben verliere, dann lasse ich es lieber. Dann versuche ich auf andere Weise zu helfen. Genau, muss man abschätzen, ob man eine reale Chance hat. Extrem situationsabhängig. Kann man keine pauschale Antwort geben bei solchen Fragen. Stimmt, ja, so ist auch das Leben. Ne? Das ist... Es passieren immer Dinge, auch mit denen man nicht rechnet und so. Und dann, man hat ja ein... eine Intuition und ein Gehirn gekriegt, um immer so zu reagieren, wie die Situation das von einem gefordert hat. Und wenn man nicht nur auf die Intuition hört und nicht nur aufs Gehirn, ist man sogar gut beraten. Wenn man auch beides hört, dann funktioniert das meistens. Genau, wenn man die Polarität, die man zur Verfügung gestellt bekommen hat, auch nutzt, ne, und nicht nur einlastig. Mhm. Nur die Intuition kann man falsch deuten.
und dann anders handeln als die Intuition. Und nur der Verstand, der denkt zu logisch, der kann ich, das kann ich nicht empfinden. Und beides könnte wenig gut funktionieren. Genau. Wenn man die Intuition wahrnimmt und dann noch logisch kombiniert, dann kann was Gutes herauskommen. Ja, die eine Seite funktioniert immer, das hat mal jemand so schön gesagt, auch als Filter für die andere Seite. So. Genau, genau. Und ich versuche das, auch wenn ich noch ein sehr verstandeslastiger Mensch bin, versuche ich trotzdem meine Mitte zu finden. Okay. Oh, also, Frage ist jetzt, ich war mal in einer Videothek 7 Jahre und der ist mir halt über Jahre aufgefallen, dass besonders Mädchen, also im Teenageralter, mit ihren Eltern zu uns kamen und die haben sich dann Horrorfilme ausgeliehen mit der Erlaubnis der Eltern und die haben dann die Filme abgegeben. Abgegeben können sie ja alleine machen und dann haben sie immer so geschwärmt von dem Horrorfilm. Der war so spannend und so brutal und so blutig und ich habe nie verstanden, wie Frauen so eine Filme abfeiern können, wo teilweise auch, da gab es ganz schlimme Filme, wo eine Frau eine Viertelstunde vergewaltigt wurde und alles sowas. Und die feiern sowas ab, ja, auch wenn Jugendliche dann zerstückelt werden und so und sie können sich dann fürchten, ich begreife es nicht. Kannst du mir eventuell erklären, warum gerade Mädels so eine bestialischen Filme mögen? Ja, kann ich. Mädchen, generell Frauen, und ich muss dazu sagen, das, was ich jetzt sage, ist nicht zu pauschalisieren. Aber generell scheint es so meiner Wahrnehmung zu sein, so wie ich das kennengelernt habe und auch andere Psychologen darüber geredet habe. Mädchen werden in der westlichen Gesellschaft ja anders erzogen als Männer. Und sie sind auch weniger verstandeslastig von Natur aus. Aber wie schon gesagt, nicht zu pauschalisieren. Und von daher haben sie generell von Natur aus eine geringere Trotzhaltung. Das heißt, sie wehren sich etwas weniger gegen Unterdrückung, sage ich mal. Somit ist dieses sich Dinge nicht trauen bei Mädchen noch größer verankert als bei Männern. Das heißt nicht, dass beide nicht extrem schüchtern sein können, aber das ist bei Frauen sehr häufig, also ich habe es selber beobachtet, ich kann es nicht pauschalisieren, aber im Grunde genommen, das ist unglaublich, bei manchen Dingen, da wundert man sich regelrecht, dass sich das Frauen trauen, einfach so, als wäre nichts. Und bei anderen Dingen denke ich mir, oh Gott, diese Kleinigkeit traust du dir nicht. Und da gibt es so ganz fest verankerte Punkte bei Frauen, die sie sich extrem nie trauen und ein Leben lang nicht. Das heißt, im Grunde genommen sind sie noch eingeschüchterter als Männer. Ich will es echt nicht pauschalisieren, aber im Grunde genommen, dieses ganze Verhalten, wie sich eine Frau zu benehmen hat und wer das voll mitgekriegt hat, da traut sich dann gewisse Dinge gar nicht. Dadurch ist die emotionale Unterdrückung noch einen Tacken stärker, weil kein Trotzverhalten. Wenn der Junge in der Jugend rebelliert und dann sagt, leck mich an am Arsch, dann hat er einen Tacken weniger Einfluss darauf. Und da ein Mädchen immer lieb zu sein hat und sich immer rosa und sauber anziehen muss und all die ganzen Matrix, ich hole jetzt die ganzen Klischees raus, eine Frau immer super lieb zu sein hat, werden die Emotionen noch stärker unterdrückt. Im Grunde genommen haben die Frauen einen stärkeren Schmerzkörper und die Männer ein stärkeres Ego. Im Grunde genommen, das ist aber nicht nur meine Wahrnehmung, das bestätigt sogar Eckhart Tolle, das muss ich mal dazu sagen. Also ist der Schmerzkörper der Frauen größer, die Emotionen sind stärker verdrängt und es sind mehr Emotionen verdrängt. Und wenn man sich extremen Gräueltaten und Gewalttaten aussetzt, dann tut einem das gut, weil die negativen Emotionen dann wieder hochkommen und man die ausleben kann. Das ist dasselbe wie bei SM, wo wir das letzte Mal drüber gesprochen haben. Ja. Durch diese Horrorfilme kommen diese ganzen unterdrückten Emotionen aus der Kindheit wieder hoch und dann kann man die ausleben und das ist extrem befreiend. Und ja, die fühlen sich dann klein und niedrig, die ganzen negativen Emotionen kommen hoch, wenn man eine Vergewaltigung zuschaut und dadurch ist das befreiend, weil man halt diese Emotion endlich mal in sich sieht und auslebt. Deswegen schwärmen die so davon, weil es eine Krückenmethode ist, Ungesehenes in sich wieder zu sehen. Krass. Heftig. Unfassbar. Das ist alles, was mit dem Schmerzkörper zu tun. Eckhart Tolle, jetzt die Kraft der Gegenwart, Kapitel 2 lesen oder mein Schmerzkörper-Video gucken. Schmerzkörper ist die Erklärung für vieles. Nur dann, wenn es keine Ego-Erklärung gibt, ist der Schmerzkörper da. Aber wie schon gesagt, das ist nicht zu pauschalisieren. Es gibt immer auch gewisse Fälle, wo es genau umgedreht ist. Genau. Wo Frauen relativ trotz Verhalten an den Tag legen, wie Punk rumlaufen und mehr am Ego sind als im Schmerzkörper. Das gibt es natürlich. Das ist nicht zu pauschalisieren, aber ich sage mal, bei Mainstream ist es so, wie ich es gerade erklärt habe. Ich muss sagen, ich habe damals viel Horrorfilme geguckt, heute nur noch selten, aber ich habe noch nie habe ich Horrorfilme in irgendeiner Art und Weise ansprechend gefühlt, die extrem brutal waren oder die schon, ich sag mal, so brutal waren, wie man das heute als normal schon empfindet. Also ich konnte nicht verstehen,
einen gesagt, sicherlich diese sowas wie Hostel oder Saw, so diese ganz Folter-Horrorfilme da. Ich konnte nicht verstehen, wie man sowas gruselig oder unheimlich finden kann. Also für mich hat das nichts mit Horror im Sinne von, ich meine, um mal zu vergleichen, wie Horrorfilme vor 50, 40, 30 Jahren noch waren, da war das meistens so düstere Musik, Dunkelheit, so, da ist etwas in der Dunkelheit, mit den natürlichen Ängsten wurde gespielt, es wurde langsam aufgebaut, mysteriöse Musik, so, man kam einer Sache auf die Spur, so in der Richtung, aber heute ist halt nur noch abgeschnitten und gefoltert und also das sind für mich nur noch keine Horrorfilme im klassischen Sinne, sondern das sind für mich einfach Sadistenfilme. Also als wenn man, keine Ahnung, als wenn man irgendwie sich von irgendwelchen Geisteskranken, die sich dann Regisseure nennen, die eigentlich in die Psychiatrie gehören, genau, obwohl ich von der Psychiatrie nicht viel halte, aber egal, das ist ein anderes Thema, die eigentlich da reingehören und man guckt sich einfach nur Filme von Perversen an. So. Also, ja, das hat einen Grund. Ich hab immer auf alles die Antwort. Nachdem ich den Verstand vollständig verstanden hatte und das ist den Schwarzkörper, habe ich immer auf alles eine Antwort. Das ist jetzt... weil Eckhart Tolle hatte sich auch schon zu Filmen geäußert, das muss ich dazu sagen. Das liegt daran, dass der Verstand immer mehr will. Für den gibt es keinen. So wie er etwas gesehen hat, fühlt er sich im nächsten Moment schon wieder gelangweilt. Der Verstand, der kann nie das Jetzt wahrnehmen und das Jetzt genießen und den Seinszustand genießen. Also sucht der Verstand sein Heil immer in der Zukunft, immer im nächsten Moment. Stimmt, das wird. Wenn der eine Moment vorbei ist, muss der nächste Moment mehr sein als der Moment davor. Und deswegen werden die Probleme immer, die Filme immer brutaler. Und irgendwann ist es nicht mehr möglich. Da wird ein Mensch sogar in seine Atome gepumpt und überall klebt Blut an der Wand und Scheiße, weiß der Geier. Und irgendwann richtet sich das Ego sogar auf, dass es nicht noch mehr Matsch machen kann. Und weil das Ego aber den eben vergangenen Moment, immer als langweilig empfindet und der nächste immer besser werden muss, fühlt es sich durch die neuen extremen Splatter sogar schon wieder gelangweilt. Das nehmen die Menschen gar nicht mehr wahr, weil es reizt nicht mehr, weil das Ego schon wieder noch mehr sucht. Von daher, die empfinden das gar nicht als krank, psychopathisch oder extrem aufregend und splattermäßig, sondern als langweilig. Und die suchen jetzt schon längst nach dem nächsten mehr. Weil der Verstand, der braucht immer mehr, weil er Fülle nicht fühlen kann. Deswegen braucht der Verstand immer mehr. Und deswegen wird das immer übertrieben. Das wird nie aufhören. Die suchen immer mehr am Außen. Und das ist es auch beim Schönheits ist es auch so, beim Schönheitsideal. Da gibt es immer noch mehr OPs und immer noch mehr. Oder immer noch neuere Klamotten und immer noch schöneren Glitzer und immer noch stärkere Autos und immer noch schönere Formen und immer alles im Außen, im Außen, im Außen, im Außen. Der Verstand sucht immer mehr im Außen in Form, weil er die Fülle im Inneren nicht fühlen kann. Ja, das mit dieser Abgestumpftheit, dass die Leute immer mehr brauchen, das ist auch immer für mich die Haupterklärung gewesen. Es geht mir und meinem Ego auch nicht anders. Das heißt, als ich Gears of War, eines meiner absoluten Lieblingsspiele, 2006 zum ersten Mal gespielt habe, hat es mich geschockt. Da konnte man Menschen zersägen und Granaten in den Hals stecken und die Menschen zerfetzen und die Därme überall rum. Mein Ego fand es sehr interessant. Also mein Ego fand das cool. Heutzutage, also ich... Nach ein, zwei Jahren war ich das so gewöhnt, dass ich es nicht mehr wahrgenommen habe. Da war das eine Standardtötungsaktion für mich. Und heutzutage, jetzt 10 Jahre später, also 11 Jahre später, wo der vierte Teil jetzt rausgekommen ist, wenn ich den Leuten gesagt habe, guck da nicht hin, das ist so brutal, haben die mir gesagt, das ist ja langweilig, wir haben schon 4 Schlimmeres gesehen. Ich habe mich geschmissen vor Lachen. Also 2006 hat mich das geschockt. Heutzutage nehme ich es nicht mehr wahr, weil ich schon 1000 Stunden gespielt habe, tausende Stunden. Und die anderen sagen mir, bist du verrückt, das ist ja ein langweiliges Kindergarten-Game. Die Welt ist Wahnsinn. Ich dachte, guck dir da hin. Ich empfinde das heute selber nicht mehr als schlimm, aber guck dir da wirklich hin. Das ist immer noch genauso brutal wie vor 10 Jahren. Nö, wir haben schon mal Schlimmeres gesehen. Da gibt es viel brutalere Spiele. Hör auf mit dem Scheiß. Wurde mir deine Streams gesagt. Ja, also ich habe damals auch viel mehr gespielt. Ich spiele heute auch nur noch wenig. Aber was ich auch durch Freunde so mitbekomme, ich habe das gelegentlich auch, dass mir jemand dann einen Trailer schickt, so hier, zieh dir das mal rein oder so. Das ist völlig normal geworden. Was damals noch einen Skandal ausgelöst hätte, ist heute ganz normal, also was auch in Spielen ist. Also, da wird dann ganz normal Gedärme rausgerissen und so. Und kommt natürlich auf das Spiel an. So nicht in jedem Spiel natürlich, aber Horrorspielen ist das Standard geworden, schon ziemlich zum In Spielen finde ich es gar nicht so als schlimm. Es wirkt nach wie vor nicht real. Es wirkt immer noch wie Grafik. Das heißt, ich kann verdammt gut geworden ist, muss ich sagen, die Grafik mittlerweile. Also, ja, das wirkt trotzdem noch unecht. Das wird auch immer unecht. Irgendein Psychologe hat mal erklärt, warum das für alle Zeiten unecht wirken wird. Weil gewisse Bewegungsabläufe und Gesamtmechanismen nicht nachbildbar sind aufs Atom genau. Heutzutage würde ich sagen, das wird nie echt wirken, weil da in diesen Figuren kein Bewusstsein drin ist. So würde ich es heute ausdrücken.
Aber es wirkt für mich wie Trickfilm. Wenn ich jetzt richtige Gedärme sehe, sehr häufig vor allen Dingen, wenn Tiere geschlachtet werden, dann finde ich das richtig, richtig, richtig eklig. Und in einem Spiel, wenn ich dort Gedärme sehe, empfinde ich es nicht als Gedärme. Es wirkt nicht real. Ja, stimmt Das ist schon nicht, weil ich irgendwo. abgestumpft bin, sondern generell habe ich eine andere Wahrnehmung von Grafik. Egal wie gut die wird. Ich empfinde das immer irgendwie als Schauspiel oder als Comic. Also ein Freund, mit dem ich darüber geredet habe, weil der so eine Spiele gespielt hat, so eine brutalen, der hat eine ziemlich ähnliche Erklärung abgegeben. Er hat gesagt, für ihn ist das gar nicht so. Also Wird er nie sieht das real halt sein. auch nicht als real und so. Und ich habe ihm immer gesagt, ja, aber das geht ja alles auch ins Unterbewusstsein, wenn man dieses ganze Brutale die ganze Zeit aufnimmt. So. Und das Unterbewusstsein wird dann ja auch mit so einem negativen, brutalen Scheiß gefüttert. Also selbst wenn man das jetzt nicht als so real empfindet. Also. Ja, es dient auf jeden Fall zur Gesamtabstumpfung mit. Das heißt, die Wahrnehmung fürs Feinsensible und für Liebe sind dann etwas abgestumpft. Auch bei mir. Aber ich bin ganz Hobby dadurch geworden, weil ich habe generell ein anderes Bewusstsein. Das heißt, ich empfinde pure Liebe und Mitgefühl allen Leben gegenüber. Und deswegen hat mich das jetzt nicht extrem abgestumpft. Auch wenn man eh diese Wahrnehmung nicht hat und eh schon nur im Ego ist, dann kann so ein Spiel natürlich für eine totale Mauer und eine Blockade am Ende sorgen. Also empfehlen kann ich es niemandem. Aber ich habe für mich meinen Frieden damit geschlossen. Ich komme damit klar. Aber einige Wissenschaftler, weil ich mal im Fernsehen gehört habe oder auch bei Dokus, die haben halt gesagt, dass der Verstand eben nicht unterscheiden kann zwischen dem, was er im Fernsehen sieht, im Videospiel oder draußen in der realen Welt. Weil man hat ja teilweise auch die gleichen Emotionen, ja. Der Also man so Verstand eine. kann eventuell nicht dein Bewusstsein volle Kanne. Dein Bewusstsein unterscheidet das. Das kannst du nicht nur aus rein fest physischer manifestieren. Also das ist immer witzig, wenn westliche Psychologen darüber reden und das immer nur am Außen ausmachen. Also ich kann es wahrnehmen. Ich merke da dreimal Unterschied. Ganz intensiv. Auf allen möglichen Wahrnehmungsebenen. Aber ja, es kann durchaus sein, dass der Verstand nicht unterscheidet. Aber das habe ich an mir noch nicht geprüft. Das ist auch ein ganz junges Forschungsfeld. Ich weiß nur, dass der Verstand eine Verneinung nicht erfassen kann. Wenn ich sage, denk nicht an rosa Elefanten, dann hast du wahrscheinlich das Bild von einem rosa Elefanten im Kopf. Und Ja. ich hab jetzt auch ein Video dazu gedreht, wo es um Fernsehwerbung geht, wenn da ein Bild eingeblendet ist und du irgendwo abgespeichert im Unterbewusstsein ein Muster zu diesem Bild hast, zum Beispiel eine Colaflasche, die 40 Sekunden, 40 Millisekunden eingeblendet wird, die du gar nicht siehst, dein Unterbewusstsein reagiert drauf und du hast dann die Emotion, lecker, trink Cola. Und das funktioniert tatsächlich. Also das Unterbewusstsein, das nimmt schon die kleinsten Dinge auf und gibt sie als gegeben hin, weil das Unterbewusstsein legt kein Wahrheitsgehalt drüber, ein richtig oder ein falsch. Das Unterbewusstsein nimmt nur das Bild an in und verknüpft, nimmt nur das Bild hin und verknüpft es dann mit Emotionen. Von daher empfehle ich mich Medien keine Nanosekunde auszusetzen. Aber ich habe in einem Video, wo es um Werbung geht und um Unterbewusstseinsmanipulation auch gedreht. Das wurde in ein paar Tagen hochgeladen und da habe ich das nochmal ganz genau im Detail erklärt, wie es wirklich empfehlenswert ist, sich keinen Ton auszusetzen. Hatten wir ja beim letzten Mal das mit dieser Kaufland-Dinge-Geschichte da, wo wir den Lautsprecher da. Ja. Ich war einkaufen am Freitag danach und ich habe mir die Ohren zugehalten. Ich hatte mir zwar Sporenstöpsel reingesteckt, dann habe ich mir die Ohren noch zusätzlich zugehalten und la 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 gemacht. Und dieser Lautsprecher ist aber 10-mal so laut, wenn die Durchsage kommt, als wie wenn Musik ist. Es kam immer noch ein paar Prozent davon an. Das hat mich angekotzt. Aber ich konnte zumindest Teile dieses nervigen Jingle-Satzes rausfiltern. Aber es ist wirklich sehr laut, weil wenn die Werbung durch Lautsprecher gackt, da ist die Musik leise eben. Hast du irgendwelche dummen Reaktionen von Leuten gekriegt, wenn die, als sie gesehen haben, dass du irgendwie die Ohren zugehalten hast oder so? Ich wollte mich psychologisch nicht davon beeinflussen lassen. Das heißt, ich wollte die Aktion ja auch nicht beobachten. Ich habe Okay. also weggeguckt. Aber es ist tatsächlich jemand hinter mir lang gegangen. Ich habe da gerade hockend vorm Toastbrot gesessen und der Einkaufswagen vor mir. Es war fast schon sowas wie versteckt. Ich habe mich nicht beobachtet gefühlt, aber eine Person ging halt hinter mir lang und die könnte eventuell von einer Nanosekunde gedacht haben, warum hätte er sich jetzt da die Ohren zu. Aber ansonsten war ich eigentlich relativ allein, als ich das Okay. gemacht habe. Relativ abgeschottet. Sagen wir maximal, also zweimal kam diese Durchsage über Lautsprecher, zweimal habe ich mir die Ohren zugehalten. Ich habe mich maximal zwei Personen gesehen. Ja. Die sind auch nicht stundenlang gaffend neben mir stehen geblieben, weil das Ego sucht immer hastend den nächsten Moment. Die sind mit sich beschäftigt und ich brauche noch dies und das, ich muss schnell raus hier und hoffentlich dauert es nicht so lange an der Kasse, ich will noch das und das machen zu Hause.
ich muss noch staubsaugen, ich muss meine Kinder abholen irgendwo, ich wollte 15 Uhr was im Fernsehen gucken, ich muss immer den nächsten Moment hasten, 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 hasten. Das Ego ist meistens mit sich selbst und den nächsten Moment hasten beschäftigt. Von daher interessieren die sich für mich null. Die stocken vielleicht mal kurz und gucken verwundert Licht und dann muss das Ego schon wieder den nächsten Moment hasten. Das ist ganz schrecklich. Ja. Ja, so eine Kette, so eine Aufgabe mit 30 Stück auf der Liste. Und ich weiß nicht, wer hatte das mal geschrieben? Einer meiner Abnehmenden hat das, glaube ich, mal geschrieben in irgendwo, dass quasi die Leute eine Liste haben, die sie erfüllen müssen am Tag. Da stehen so 30 Punkte drauf. Und am Abend, dann meckern sie sich voll. Dann geißeln sie sich selber, wenn sie auch nur einen Punkt von dieser Liste nicht abgehakt haben. Das heißt, sie stellen sich dann selbst als schlecht hin, wenn sie das nicht machen und gehen dann da ganz deprimiert schlafen, wenn sie nur 29 von 30 Punkten von dieser Hetzliste abgearbeitet haben. Also wenn ich früh aufstehe, ich habe einen Punkt auf meiner Liste, da ist Video drehen. Und der Rest des Tages, na, mal gucken, was mich erwartet. Und selbst den muss ich noch nicht mal erfüllen. Wenn ich auch noch aufstehen sage, ich bin heute schlecht drauf, mache ich nicht, dann mache ich es halt nicht. Na, gibt's auch nichts, wofür ich mich dann abends im Bett geißeln müsste. Ja, wie gesagt, man ist ja auch nur ein Mensch, ne? Also. Ja, selbst wenn man produktiv sein möchte, man möchte ja gewisse Erfahrungen im Leben machen. Und da gibt es auch Phasen, wo man effizienter vorgehen möchte und das ist auch alles okay. Aber wenn man mehr als 3 Punkte am Tag auf die To-Do-Liste setzt, ist man verrückt, aus meiner Sicht. 3 große Punkte, das reicht schon. Damit sind jetzt nicht so Kleinigkeiten mit sauber machen. Das mache ich ab und an so nebenbei im Vorbeilaufen, irgendwo langwischen. Aber so 3 große Punkte, mehr sollten es nicht sein. Und tausende kleine Mini-Sachen, die man sowieso nebenbei tut. Ja, es kann auch diesen Effekt haben, das habe ich auch schon erlebt, dass man sich zu viel vornimmt und dass das dann auch dafür sorgen kann, dass man gar nichts davon angeht. Weil man gemerkt hat, das ist zu viel und dann schiebt man es hinaus und dann, man sollte sich immer nicht zu viel setzen, damit man Schritt für Schritt vorwärts kommt. Genau. Bloß nicht 15 Jahre in die Zukunft planen. Das ist sowieso spekulativ. Je weiter du in die Zukunft planst, je geringer wird deine Kontrolle und dein Einfluss darauf und je höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nie so eintreten wird. Ich plane immer noch eine Woche oder einen Monat voraus. Alles. Und ich nehme mir auch nicht zu viel vor an einem Tag. Wenn ich etwas mache, was körperlich und psychisch, ist jetzt kein Leistungssport, aber was halt ein körperlich anstrengender ist, etwas und psychisch anstrengender, ein Kauf kann schon dazu dienen, dass der körperliche und physisch sehr anstrengend ist. Vor allem, wenn man, wie ich, immer ganze Monatsvorräte kauft und der Einkaufskorb überquackert, damit ich bloß nicht so oft in diesen Laden muss und dann noch die ganze Zeit psychologisch Bescheid werde und dann 3 Stunden unterwegs bin, bis ich diese Monatseinkäufe in das Auto geladen habe und wieder raus, da bin ich 3 bis 5 Stunden unterwegs, wenn ich einmal einkaufe. Dafür habe ich dann auch Monate wieder meine Ruhe. Dann ist das so ein Hardcore-Tag für mich, dass ich an diesem Tag zum Beispiel jetzt keine Gespräche mit Leuten noch führe, dass ich dann andere Aufgaben nicht mache an diesem Tag, um mich an dem Tag nicht zu überlassen. Oder wenn ich mit einem Freund was vorhabe und unterwegs bin, dann auch keine Skype-Gespräche noch zusätzlich vereinbaren mit Leuten, die gecoacht werden wollen oder sowas. Sondern immer nur Leistbares, damit ich immer für denjenigen, für den ich da bin, immer voll fit bin. Das ist vollkommen richtig so, auf jeden Fall, ja. Und ich merke aber jetzt, dass du ganz schön Widerstand drauf gibst, wenn du zum Beispiel in Kaufland bist, dir die Ohrenstöpsel reindingst und danach die Ohren zuhältst. Warum gibst du so einen Widerstand darauf? Das brauchst du doch gar nicht, ist doch gar nicht nötig. Ja, also mich tangiert das überhaupt nicht, was die da quatschen. Es hat mich auch tangiert, als ich den Jingle das dritte Mal gehört habe und dann zu Hause, der den ganzen Tag in meinen Kopf gespukt hat. Auch dann war ich sauer, weil ich wusste, dass ich mein Unterbewusstsein nicht dagegen wehren konnte und ich hatte quasi einen gesprochenen Ohrwurm im Kopf und der hat mich dann sauer gemacht, bei dem bin ich Wochen und Monate lang nicht mehr losgeworden. Und dann ist dieser Hass entstanden. Ich kann es nicht durch mich hindurchziehen lassen, das funktioniert noch nicht. Und deswegen bin ich so sauer und deswegen halte ich mir die Ohren zu, weil ich weiß, habe ich den ganzen Tag was im Kopf, was da nicht reingehört. Man kann es unbewusst natürlich mit Meditation aufräumen, aber dazu bin ich noch zu faul. Aber auch da wird es in Zukunft noch eine Menge folgen. Ja, also da kann ich nur aus Erfahrung sagen, ab raus in den Wald, ab in die Natur, in die Parks, hör den Vögeln beim Zwitschern zu, den Grillen und Oh dann ja, wirst du so ein stimmt. Ding ganz schnell los. Oh ja, Vogelgesang, das ist eine gute Idee. Wenn ich mal einen Baum finde in meiner Nähe, mache ich das. Ja, ich Ja, ich weiß. habe schon gedacht, dass jetzt so eine Antwort kommt. Ja, also Ich habe ich schon gesagt, ich müsste habe mir 100 das Kilometer echt schön fahren. vorgestellt. Ich muss 100 Kilometer fahren. Ich habe nicht unendlich Sprit und nicht unendlich Geld dafür. Aber ich werde es auf jeden Fall tun. Immer dann, wenn ich dazu komme. Wie zum Beispiel, als ich meinen
Freund Herrn Däniken besucht habe, da war ich im Bayerischen Wald, habe da übernachtet und das war eigentlich inzwischen schon mein lieber Scholli, da war noch Natur, das war wunderschön. Ja, die Glorie. Komm mal zum nächsten. Ich mag die Vögel, aber ich liebe die Klänge trotzdem. Okay. Ja, jetzt über den Spannenden, was hältst du denn von sogenannten Geistheilern, dass man sich die Chakren reinigen soll von denen und dann auch von Channeling, mit dann Wesenheiten kommunizieren? Hältst du denn alles für möglich oder glaubst du, das ist alles nur so eine Sache, die im Verstand abläuft? Nein, ich halte es alles für möglich. Tom Campbell hat es ja sogar wissenschaftlich erklärt. Chakren und so, das sind, da zitiere ich ihn jetzt mal wörtlich, das sind Metaphern für uns, wie wir höhere Phänomene, die alle nur auf Energieebene stattfinden, beschreiben, damit wir überhaupt miteinander kommunizieren können, das erklären. In Wirklichkeit finden da Prozesse statt, die wir nicht in Gänze wahrnehmen. Aber wenn Leute Zugriff auf diese Energieform haben und damit arbeiten können, können die tatsächlich Leute Chakren, die verschlossen sind, das hat alles auch was mit Emotionenunterdrückung zu tun, die können die dann tatsächlich öffnen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich nie weiß bei diesen Geistheilern, wer wirkliche Fähigkeiten hat im metaphysischen Bereich und wer das wirklich nur macht, um Kohle zu verdünnen. Oder wer glaubt, Fähigkeiten zu haben und sie gar nicht zu haben, aber selber fest davon überzeugt ist, das kann da alles mit reinspielen. Ja. Und deswegen wird es in der Matrix vollständig als Humbug abgetan. Ich glaube aber, dass da schon was dran ist. Okay. Und ich habe mir den einen Tag, das ist glaube ich 2 Tage her oder so, da habe ich mir das erste Mal Channeling angehört. Da war eine hohe spirituelle Lehrerin, die hat angeblich sich mit Außerirdischen verbunden und die hat über die Menschheit gesprochen. Ich glaube daran, dass das funktioniert, aber ob die Fähigkeit hat, das würde ich nie sagen, ja, das stimmt oder so. Da versuche ich nicht zu werten. Da gehe ich in die Beobachterperspektive und höre mir 100 Leute an, die das 100 verschiedene Mal machen und dann bilde ich mir ein Urteil irgendwann mal und sage, oh, bei den einen, da könnte was dran gewesen sein. Okay. Aber da muss ich noch Jahre in die Beobachterperspektive gehen. Aber ich halte es nicht für unmöglich, da ich ja sowieso von dem Metaraum überzeugt bin. Ja. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Die ist sehr, sehr heftig. Die Aussage habe ich wirklich von einer netten Dame mal bekommen, die auch hellsichtig war. Ich habe sie nämlich gefragt, wie kommt es denn dazu, dass halt Kinder in Afrika verhungern oder vergewaltigt werden? Und dann sagte sie, dass sich die Seelen aussuchen, im nächsten Leben vergewaltigt zu werden oder zu verhungern, oder dass sich eine Seele aussucht, dass sie gerne mal einen Menschen töten oder vergewaltigen möchte. Kannst du dazu irgendwas sagen? Hab ich von gehört. Hm. Wenn man davon ausgeht, auch ich war auf der Konferenz da in Bayern, da hat auch eine Frau über Reinkarnation gesprochen. Und es klingt plausibel. Das heißt, wenn das Universum, das große Bewusstsein tatsächlich alles erfahren möchte, dann möchte die Seele tatsächlich in den einen Leben das erfahren, im nächsten Leben dann das Gegenteil davon. Das funktioniert auch nicht so ganz. Das ist nicht unbedingt frei entschieden. Weil wenn du jetzt zum Beispiel noch einen Widerstand aus dem ersten Leben mit dir hast und den nicht loslassen kannst, dann nimmst du den ins nächste Leben mit, dann machst du nicht das komplette Gegenteil davon. Es kann tatsächlich so sein, aber ich kann es nicht bestätigen. Aber ich kann auch nicht sagen, ich glaube daran. Ich kann nur sagen, es klingt für meinen Verstand plausibel. Dass wenn man vergewaltigt wird oder wenn man als Kind von seiner Mutter verlassen wurde, dass man dann im nächsten Leben eine Mutter wird, die das Kind verlässt und dass man sich dann selber mal in die Lage versetzt, um dann Mitgefühl für die Mutter empfinden zu können, warum die das gemacht hat. So ist das eher gedacht. Ob man jetzt wahnsinnig noch schlechter werden möchte, das weiß ich natürlich nicht. Also, wenn das, wie du eben gesagt hast, das Universum sich selbst erfahren will und man das mit dem Intellekt angeht, so wie du das euch eben gut erklärt hast, das ist dann die eine Seite. Ja. Machen wir mal was Polares draus. Gehen wir von der emotionalen Seite mal ran und überlegen uns mal, was wäre das denn für eine Folge, so eine Lehre? Also, wenn alle Menschen diesen Glauben jetzt annehmen würden und sagen würden, jeder bekommt nur das, was er verdient. Ich meine, es passiert, ich meine, da könnte ja, man könnte, keine Ahnung, also die Herrschenden jetzt, ich meine, die machen sowieso, was sie wollen, das ist ganz klar, aber die könnten sich dann auch selbst, es gibt sogar die Theorien, dass es Freimaurer des 33. Grades gibt, ich sage hier, da gibt es Theorien, ich kann das jetzt nicht sicher bestätigen, aber es gibt Theorien, da gibt es auch ein Video zu, wo angeblich ein Freimaurer das auch erzählt, das heißt, er erzählt es da, aber man kann halt nicht sicher sagen, ist das auch Freimaurer, und der sagt, es wird in den oberen Graden gelehrt, dass nur jeder das bekommt, was er auch verdient. So, das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel einen Krieg macht irgendwo, man werft Bomben ab, dann trifft es nur die, die es eh verdient, weil das Karma es so wollte. Das heißt, wenn da jetzt Kinder zerbombt werden zum Beispiel, so voll schrecklich, aber
es trifft nur den, den es verdient. Das ist diese Karma-Sache. Nein. So funktioniert das nicht. So funktioniert das nicht. Nee. Das ist vom Verstand ausgelegtes Karma. Nee, so funktioniert das nicht. Weil das Universum, weil du einen freien Willen hast. Das heißt, das Universum sorgt nicht dafür, dass alles vorherbestimmt ausläuft und jeder das erhält. Nein, gar nicht. Das widerspräche vollständig dem freien Willen. Nein, das funktioniert so nicht. Denke ich auch nicht. Ich meine nur, das könnte man als Rechtfertigungsthese nehmen, wenn man davon ausgeht. Herrschende Menschen mit Ego nehmen alles, um sich zu rechtfertigen. Der Verstand will sich immer erst vor sich selbst und dann vor anderen rechtfertigen. Das ist auch ganz normaler Verstandesautomatismus. Also wie er es erzählt hat, nein. Hört ihr lieber die Geschichten an von Menschen, die angeblich schon in der Metawelt waren, die ihren Körper schon verlassen haben. Wenn die wiederkommen, die erzählen was ganz was anderes. Dieses ganze Schwachsinn, dieses du musst dann bestraft werden, so funktioniert das nicht. Das wird auch im Buddhismus schon halbwegs plausibel erklärt. Das heißt, das Karma-Gesetz ist nicht dazu da, um Rache an sich zu üben, sondern wenn du eine Tat tust, dann wird das eine kausale Kette in Gang setzen, die irgendwann wieder auf dich zurücktrifft und mit dir irgendetwas Bestimmtes macht. Das bedeutet aber nicht, dass du das am Ende der Kette, der Kausalkette, wenn es wieder auf dich zurückgeschnippt kommt wie ein Bumerang, das bedeutet nicht, dass das genau das Gegenteil von dem ist, was du ausgesendet hast. Das heißt, wenn du jemanden mit einem Messer in dein Herz stichst, wird das dann nicht am Ende der Kausalkette so sein, dass jemand mit einem Messer in dein Herz sticht. Auf gar keinen Fall. Weil alles miteinander reinspielt. 7 Milliarden Menschen, die alle gleichzeitig Handlung machen. Das ist so ein kausales Netz. Ja. Das heißt, im Grunde genommen kann man davon ausgehen, dass dir etwas widerfährt, was dir nicht gut tun wird. Aber es wird auf keinen Fall das komplette Gegenteil von dem sein, was du ursprünglich selbst gemacht hast. So funktioniert Karma nicht. Bei so vielen Seelen und so vielen Handlungen ist das eigentlich für den Verstand unerfassbar, würde ich sagen, was am Ende dabei rauskommt. Das ist ein für den Verstand nicht erfahrbares Netz. Hier ist dein Körper raus, lauf ein bisschen in der Metawelt rum. Ganz lässig. Da ist kein Ego, kein gar nichts mehr. Und was du da erlebst, und wenn du dann zurückkommst, dann kannst du es mir von der emotionalen Ebene erklären. Und solange ich das nicht kann, kann ich nur sagen, aha, für meinen Verstand klingt das plausibel, für meinen Verstand klingt das nicht plausibel und so. Mehr kann ich dazu aktuell null sagen. Wie gesagt, hatte ich schon mal so ein Erlebnis, aber nicht so, dass ich jetzt den Haufen Zeug aus dem Universum berichten kann oder sowas. In den ersten Ebenen target man noch ziemlich dumm rum. Da muss man noch, das muss man verdammt oft machen, um auch mal Bruchstück vom Universum zu erfahren, ja. Das machen ja manche Menschen seit 40 Jahren und selbst die können auch nicht von allem berichten. Selbst die haben nicht alles, die kommen nicht mit allem Wissen zurück. Das funktioniert nicht, weil das ganze Wissen kann sich in dem menschlichen Gehirn gar nicht manifestieren. Tom Campbell beschreibt das menschliche Gehirn immer in der Festplatte. Und die kann immer nur eine gewisse Daten vom Universum kurz draufspielen. Ja, also es war schon sehr wundervolles und intensives Ereignis, aber das hat sich dann halt eher das, was ich davon mitgenommen habe, auf mein eigenes Leben bezogen. So, wo ich gemerkt habe, von einem Moment auf den anderen, beziehungsweise als ich wieder zurück war, was in meinem Leben eigentlich alles schief läuft und dass ich auf dem Weg bin, den ich gar nicht wollte und so. Ist doch wunderbar. Ist auch wunderbar, ja. Also das kam auch auf jeden Fall nicht aus Zufall. Also ich habe ja letztens schon erwähnt, mehrmals, dass ich, wie gesagt, in der Gegend aufgewachsen bin, die vom Bewusstsein her, sage ich mal, extrem weit unten war, wenn man das mal so beurteilen möchte. Ne? Also alle waren nur auf Saufen, Party, Sex aus und alles, was irgendwie tiefsinnig war, da hat man drüber gelacht. So. Und ich war halt nicht so drauf, so, aber ich ging immer mehr in die Richtung, weil ich halt immer verzweifelter wurde, habe mich teilweise angepasst, habe mich, ich sag mal, künstlich dümmer gemacht, so um dazugehören zu können. Und dann kam irgendwas, dann das Erlebnis, was bei mir diese Notbremse, aber im guten Sinne, also nicht im Sinne von Nahtoderfahrung oder so, sondern wie gesagt, es war wirklich so eine Astralreise. Ich weiß nicht, wie man das sonst nennen kann. Aber naja, will jetzt auch nicht zu sehr vertiefen. Ich meine nur, kam auf jeden Fall, ich denke, es gibt Menschen, bei denen kommt sowas, weil die sich selbst halt wie ich das eben schon beschrieben habe. Ich meine, es gibt viele Menschen, die gehen einen ziemlich schrecklichen Weg. Aber bei manchen Menschen scheint das dann doch so zu sein, dass dieser Weg unbedingt, dass da jemand unbedingt gestoppt werden muss, bevor er zu tief nach unten geht, weil er eigentlich für was ganz anderes vorgesehen ist vielleicht, wer weiß. Kann ich auch nur spekulieren, ja. Vielleicht, wer weiß, vielleicht leben das ja sogar alle, aber die meisten sind dafür nicht empfänglich und vergessen es wieder oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja, wenn ich meinen Bewusstheitscoach zitiere, da die meisten schlafwandeln nachts in ihrem Astralkörper und kriegen nichts davon mit.
Ja, das könnte ich mir gut vorstellen, dass das So kann ist. das gut sein, ja, dass das jeder macht, jeden Tag, sonst keiner alles mitbekommt, weil das Bewusstsein nicht mit einschlafen darf. Ja, und wenn du das regelmäßig kannst und weißt, wie das geht mit Techniken, dann bringst du mir das bitte bei. Ja, leider nicht. Das, wie Und bis gesagt, dahin ja, ganz kann selten und ich ohne, nicht dass ich das weiter. irgendwie auslösen kann. Aber Ja, kann ja. ich. Es gibt ja Typen, die können das, aber an die komme ich nicht ran oder die verlangen viel Geld dafür und dann kann ich sie schon wieder nicht ernst nehmen. Ja, ich habe mich da auch schon mal schlau gemacht und bin zum selben Ergebnis gekommen. Und wer Weiß, dass dafür es so viel Geld Geld verlangt, verdienen das ist soll. nicht meine Welt. Das ist mir zu viel Widerstand im Matrix und das möchte ich nicht mitmachen. Aber wenn das jemand mal kostenlos kann und mir erklären will, dann mache ich gerne mit. Und bis dahin kann ich mich leider, leider nicht weiter zu auslassen. Ich kann immer nur mit Verstand sagen, ha, klingt plausibel, klingt nicht plausibel. Vielleicht kann man auch mal einen geistigen Tauschhandel machen. Ich meine, du bist so tief in die Psychologie eingetaucht. Ich, jetzt wo hier Frühling ist, ich habe letztens erst wieder heute auch viele Stunden. Ich lerne immer mehr neue Wildkräuter dazu, die ich finde und so. Vielleicht ist ja jemand daran irgendwann mal interessiert und dann kann man einen geistigen Tauschhandel machen. Geistiger Tauschhandel. Ja, das ist jetzt extra so materiell ausgedrückt, weil ich es witzig fand. Aber das heißt, da verlangt halt jemand Geld. Du willst es unbedingt aber wissen, wie sowas geht, aber du bist nicht bereit, hier irgendwelche 5.000 Euro zu zahlen. Und das stellt sich zufällig heraus, ne? Vielleicht seid ihr euch nicht zufällig begegnet, ne? Und zufällig will derjenige auch das wissen, was du dir mühevoll erarbeitet hast. Und dann sagt man Ja, sich, bringen wir uns das doch gegenseitig bei. das kann man auf dieses Verstandesmuster runterbrechen. Ja. So sehe ich das auch. Wenn jemand dir hilft, dann hast du, weil das Universum immer auf Energieausgleich aus ist, hast du sofort den Drang, für den anderen was Gutes tun zu wollen. Stimmt, Das heißt, ja. du wirst ihm auf jeden Fall irgendetwas geben und etwas bieten kann. Du wirst auch etwas haben, was der andere braucht. Und wenn es nur Energie ist. Du wirst irgendetwas haben, was der andere nützt. Das Problem ist, dass wenn dann der andere zu seinem Verstand ist, er das nicht sehen und wahrnehmen kann. Ich habe auch Menschen viel zu bieten, wenn sie es sehen und wahrnehmen können. Aber wenn Leute es immer sagen, nee, das nützt mir auf höheren Ebene nicht, das nützt mir auf alltäglichen Ebene nicht. Ich brauche hier Geld, um mir was zu essen zu kaufen, nervt mich, gib mir Geld. Ich finde das ganz, ganz schrecklich. Ja, ich auch, ja. Jetzt meine Frage zu dir: Wie denkst du über diese Copyright-Scheiße? Würdest du jemanden verklagen, der deine Videos hochlädt? Hast du mein Video Copyright nicht gesehen? Doch, also ich glaube, du scheißt drauf. Natürlich. Ja, Das ich dachte schon. Matrix-Bullshit, wo Leute mit irgendwas denken, dass man ihm wegnimmt. Also das ist generell, Leute denken, die müssen Geld haben zum Überleben, da müssen sie wieder ihre Copyright-Scheiße schützen. Ich halte davon nichts. Ich würde alles, was ich kreativ schaffe, den Menschen kostenlos zur Verfügung stellen. Wenn das in diesem System möglich wäre und ich dabei nicht sehr verhungere. Aber es ist ein Ja. zweischneidiges Schwert im Moment. Die Auswirkungen davon sind ja auch schlimm. Ich meine, Copyright ist Bullshit. ich hab damals mal vor langer Zeit, da habe ich so billig mit der Kamera, das war noch eine schlechtere Kamera, richtig mit schlechter Qualität, da habe ich kurz mal so 10 Sekunden aus einer Simpsons-Folge aufgenommen, weil eine Stelle war, die ich witzig fand. Hab die auf meinen Kanal hochgeladen, wurde gleich mein Kanal gesperrt erstmal. Da musste ich mir erstmal so eine Richtlinie nochmal durchlesen und was bestätigen und so. Absolut lächerlich. So schlechter Qualität, 10-Sekunden-Ausschnitt, als wenn die dadurch jetzt Verluste machen. Das ist einfach erbärmlich. Also. Richtig, richtig, richtig. YouTube, das ist das Ego, was Angst hat. Oh, ich kann zu wenig haben, ich werde wenig, ich werde sterben. Das ist Standard. Das geht generell, wenn es um Geld geht. Und das fand ich auch bei mir lächerlich. Ich habe auch schon meinen Strike auf YouTube weg. Mein Kanal wurde auch noch nicht gesperrt, zum Glück. Natürlich ist YouTube die totale Matrix. Was mich allerdings an YouTube immer wieder wundert, dass tatsächlich Menschen relativ frei ihre Meinung sagen können. Also das ist schon beeindruckend. Eventuell nicht in allen Themen, aber schon mehr, als ich es von der Matrix gewohnt bin. Also in YouTube herrscht mehr Freiheit, als ich es mir von der Matrix überhaupt vorstellen kann. Das stimmt, aber ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Alternative Kanäle, die werden jetzt zuhauf mittlerweile, werden die jetzt entfernt. Also selbst wenn die, was heißt hier selbst so, die meisten, die da entfernt werden, meiner Erfahrung nach, die sagen auch gar nichts Radikales oder so. Die zeigen einfach nur die Lügen der Medien auf, ganz sachlich so. Und dafür werden sie halt schon dann gleich schon gelöscht und dann auch ohne Begründung. Also einfach zack, ohne Begründung da. Ja, da hat irgendwo Medienhaien die Geld aufgeschüttet bei YouTube. So hat es Lars von Rohe Energie mal ausgedrückt. Wenn wir zu viel Veganismus verbreiten, dann legt irgendein Heini von irgendeiner Firma 10.000 Euro aus dem Tisch, da sind wir weg, hat er gesagt. Das wundert mich aber nicht. Und ich muss sagen, ich erkläre es. Ob Ego-Unbewusstheit oder nicht, das ist die Tatsache, die logische Konsequenz, dass eine Kraft immer eine Gegenkraft folgt. Das ist ganz normal. Ich finde es gar nicht schlimm, dass diese Kanäle verschwinden, weil sie aus innerem Widerstand gehandelt haben.
Und da haben sie doch Widerstand bei denen, wo sie die Lügen aufgeklärt haben, erzeugt, und die haben sich dann wieder gerecht. Das ist typisches Kämpfen und Wettrüsten. Natürlich. Die haben nicht einfach nur neutral aufgeklärt, die haben gekämpft. Die haben eine ganz spezielle Lüge von einer ganz speziellen individuellen Person aufgelöst. Die hat sich dann gewehrt und dann, das ist ganz normal. Das ist Krieg. Das ist Wettrüsten. Es liegt die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Menschen, die mit Liebe agieren, deren Kanäle nicht gebannt werden. Dass das passiert, ist natürlich voraussehbar, weil ganz logisch, die wollen natürlich ihr System verteidigen, aber wenn die über, wenn die über Massenmord und so aufklären, also ich finde das natürlich scheiße, dass die weg sind, ja, weil viele Leute, die sollten wissen, was die sie hier für die Guten halten, was die eigentlich fabrizieren. Stopp! Man kommt nicht zu Wort. Du willst was wissen? Oder willst du nur deine Meinung wiedergeben und gar nichts wissen? Nee, also vielleicht soll man deine ist jetzt nicht aggressiv gemeint, sondern deine Selbstwahrnehmung, habe ich das Gefühl, dass manchmal auch ein bisschen verundingst ist, weil ich meine, du redest viel, viel mehr als ich. Also. Das ist richtig. Ich habe ein extremes Mitteilungsbedürfnis, das ist mir bewusst. Ich habe nicht gesagt, dass ich weniger rede als du. Nee. Ich habe nur gesagt, dass es schwer dann auch den Ausgleich. Keine Missverständnisse entstehen. So. Ja, ja, immer mit der Ruhe, alles gut. Ja, ich rede die ganze Zeit ruhig und sachlich. Diese Kanäle haben das gemacht, was die Matrix Ost hat entstehen lassen. Angst und innerer Widerstand. Damit nährt sich die Matrix. Wenn die Angst und innerer Widerstand von sich geben und mit Angst und innerer Widerstand aufklären, wird der Angst und innerer Widerstand der Matrix noch größer. Die Matrix wehrt sich und mäht die nieder. Dadurch werden die Kanäle gelöscht. Aber du kannst nicht etwas auflösen, womit sie überhaupt erst erschaffen wurde. Das heißt, es ist eine logische Konsequenz, dass die Kanäle verschwinden, und B, ist es nicht schlimm, dass die Kanäle verschwinden, weil sie ja selber die Matrix erzeugt haben. Ups. Noch da? Ja. Gut, mein Kühlschrank ist angesprungen, da geht mein Monitorbild immer weg. Okay. Weil der hat nur ganz viel Schwachstrom und hängt an derselben Strippe. Ja, wenn du ohne inneren Widerstand gegen die Matrix vorgehst, wobei man das Wort gegen vorgehen nicht mehr verwenden kann, wenn du ohne inneren Widerstand aufklärst, wird dich die Matrix nicht bekämpfen, nicht beseitigen, nicht vernichten. So wie jemand dafür gesorgt hat, dass du weg vom Fenster bist, hast du aus eigenem inneren Widerstand gehandelt und damit die Matrix selber erst verstärkt und überhaupt erst erschaffen. Du wirst den Kanal Buddhas Lehre nie verschwinden sehen. Er hat 10.000 Abonnenten und 3.000 Videos hochgeladen und den hat noch keiner vernichtet. Und der klärt richtig auf, wie die Dinge sind. Der erklärt es physisch und psychologisch. Der Kanal Buddhas Lehre ist auch ein Aufklärerkanal. Aber da ist null Hass, Angst, Widerstand in sich und da wird nicht radikalisiert. Da wird auch kein Lügen von einzelnen Personen aufgeklärt, was nur noch mehr Angst und Wut schürt. Nein, da wird einfach nur erklärt, aha, das ist die menschliche Natur. So ist es. Punkt. Mach damit, was du willst. Der Kanal ist ein Aufklärerkanal, der wertvollste Aufklärerkanal, die es gibt, und der wird nie weg vom Fenster sein. Das ist nur, wenn du aus Angst und Widerstand handelst und das falsche Selbst der anderen angreifst. Und das tut man nicht. Du löst das falsche Selbst der anderen nicht auf, indem du es angreifst. Von daher ist das die verschwindende logische Konsequenz. Die selber haben die Matrix durch ihre Hass und Angst und Widerstand überhaupt erst erzeugt. Du kannst etwas nicht durch Kampf erzeugen, wenn etwas durch Kampf entstanden ist. Du kannst etwas nicht auflösen, meine ich. Du kannst etwas durch Kampf nicht auflösen, wenn es durch Kampf entstanden ist. Da dreht sich, da beißt sich der Fuchs und Schwanz und dreht sich immer wieder im Kreis. Das funktioniert nicht. Das ist ganz normal, dass die Kanäle verschwinden. Das ist auch nicht böse. Das ist eine logische Konsequenz von Ursache und Wirkung. Kausale Zusammenhänge, die auf Buddhas Kanal erklärt werden. Naja, und doch, ich verstehe schon dein Prinzip, aber doch kann ich es, ja. Bitte aber. Ja, Mensch, das Wort aber haben wir nicht umsonst. Ich meine, wir leben ja auch nicht in einer paradiesischen Welt. Wir leben in einer Welt, da passieren nur mal schreckliche Dinge. Da ist das Wort aber ganz normal zu gebrauchen. Also. Genau das, was du gesagt hast, stimmt eben nicht. Das sagte dein Verstand. Ich sage, wir leben in einer paradiesischen Welt. Voller Fülle. Nee, wir leben auf einer paradiesischen Erde oder an welche Form man auch immer glauben mag, aber nicht in der Welt. Die Welt ist ja von den Menschen künstlich erschaffen. Das ist ja nicht die Erde an sich. So. Das gedankliche Weltbild ja, ist von den Menschen erschaffen. Und du musst es nicht mitmachen. Du kannst ein ganz anderes gedankliches Bild machen. Naja, aber ich möchte jetzt mir nicht die Realität verweigern. Das geht Nein. Du erschaffst sie. Du bist Schöpfer. Punkt. Also ich glaube nicht, dass... Wenn du die Realität der anderen annimmst, und du sagst, ich verweigere mich der Realität nicht mehr, dann hast du deren Illusion übernommen und machst sie mit, unterbewusst, ohne dass du es willst. Ich sage, ich mache das nicht mehr mit. Nein, ich schöpfe selber. Ich sage, wir leben im Paradies. Wir müssen es nur alle sehen. Tja. Die Realität ist ein Paradies. Der Mensch, das ist pure Liebe. Ist alles schön, wunderbar. Also wenn aufgrund von Wirtschaftsinteressen Millionen Menschen verhungern, dann kann ich nicht sagen, dass wir im Paradies leben. Also ich verstehe dein Prinzip, aber trotzdem, ich kann diese Dinge einfach nicht ignorieren. So. Ja, weil du noch innere Widerstände und Ängste in dir hast.
Ja, und ich kann auch nicht sagen, dass ich das gut finden kann, wenn Kanäle, die über diese Gräueltaten aufklären, die nicht mal angreifen, sondern die einfach aufklären, das aufzeigen. Klar, viele greifen die auch an, aber viele klären auch ganz sachlich und neutral einfach nur auf. Das kommt auch öfters vor. Ich kann das nicht gutheißen, wenn die entstehen. Ich kenne einige Kanäle, die relativ... Aber das ist passiert, ist natürlich logisch. So. Ich kenne einige Kanäle, die relativ neutral aufklären. Die sind auch nicht weg vom Fenster, sie sind noch da. Es kommt immer auf den Grad des inneren Widerstandes an. Es gibt noch, ich kenne tausende gehörende Kanäle, aber die machen mich immer nur depressiv, immer nur Leid, Angst, Schass, Panik, Panik, Panik. Nein, ich habe nur in dem Moment, als ich das nicht mehr verurteilt habe, dass Menschen tausende Kinder hinraffen, als ich es als neutralen Fakt hingenommen habe und mir selber eine Welt aus Harmonie geschaffen habe, in dem Moment bin ich nur Menschen begegnet, die selber wiederum Harmonie schaffen und die da keine Leid- und Angstgeschichte drumherum bauen, sondern die selber ihr Positives tun. Du kannst nur innerhalb deiner 25 Meter um dich herum positiv agieren. Das ist deine Welt. Mach was draus, schöpfe sie selber. Ich habe schon mal gesagt beim letzten Stream, wenn du dich dafür interessierst, was 1000 Kilometer weit weg ist, wirst du leiden. Du kannst dagegen nicht vorgehen. Es geht nicht in deinen physikalischen Einflussbereich. Also kannst du entweder eine Leidgeschichte drumherum spicken und dein Leben versauen und selber noch mehr Leid in deinen 25 Metern schaffen, oder du schaffst in deinen 25 Metern pure Liebe. Und das kann sich dann von Person zu Person übertragen und vielleicht auch eines Tages sogar auf die Ereignisse 1000 Kilometer entfernt. In Gesprächen mit Gott steht es auch wieder mal drin. Der Welthunger, dafür müssen wir nicht was tun, der kann morgen aufhören. Wir müssen nur aufhören, den Schwachsinn mitzumachen. Und du machst ihn mit, solange du noch Angst und Widerstände nicht hast. Darauf weist Buddha immer wieder hin. Du kannst den Wahn der Welt nicht bekämpfen, solange du den Wahn in dir selber nicht vollständig erkannt hast. Und in einem Moment der Erleuchtung habe ich den Wahn in mir vollständig erkannt. Und danach habe ich nur Fülle gesehen. Da gab es kein Leid mehr. Aber ich kann dir jetzt auch nicht Erleuchtungserfahrung von mir aufzählen. Das funktioniert natürlich auch nicht. Ich will nur sagen, ich habe auch mal voll diese Ansicht gehabt, aber das hat mir auch keinen inneren Frieden verschafft. Ich will aber jetzt auch nicht wieder aber sagen, weil wir drehen uns natürlich im Kreis. Thomas hat ja noch Fragen. Also. Du kannst den inneren Widerstand nur loswerden, wenn du die Wahrnehmung hast, wie die Realität ist. Und die Realität, das, was du als Realität bezeichnest, das Grausame, das Leid, die Schande, das ist die Schale der Realität. Das ist vom Ego bewertet. Wenn du die Realität siehst, dann siehst du das, was ich gerade sage. Das, was ich sage, ist keine Ansicht. Das habe ich wahrgenommen. Ich konnte den Kern der Menschen sehen. Und dieses ganze Leid da draußen, das ist nur die Schale. Von Menschen, die sich vor sich selbst verschließen. Das ist nur eine Schale. Und die ignoriere ich völlig. Auch bei dir, sonst hätte ich dich jetzt schon angegriffen und beleidigt. Ja, was glaubst du? Viele Ansichten von dir, die passen mit meinen auch nicht überein. Aber ich bleibe die ganze Zeit ruhig und sachlich, weil ich da keinen Sinn drin sehe, wenn man aggressiv fährt. Das führt am Ende sowieso zu niemals was. Also, ja. Also zumindest von dem, wie man redet, denke ich, wende ich doch 100% das Prinzip an über das, was du redest. Weil ich brauche mal sonst ein Gespräch gar nicht anfangen. Wenn man da schon mit so einem Hass und Widerstand reingeht, dann kann man sich das gleich auch sparen. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Also, du lebst es schon. Du lebst es schon. Zumindest in der Kommunikation, ja. Du wirst es erfahren, da bin ich mir ganz sicher, da habe ich Hoffnung. Ich finde das wunderschön. Ich finde das schön. Ich finde das einfach nur schön. Du wirst es erfahren. Dass da, ja. Ich muss dir nicht erklären, wie du dich zu verhalten hast oder was du zu denken hast oder wie deine Meinung zu sein hat. Das muss ich gar nicht. Weil immer wenn du dich gegen das Universum sozusagen stemmst, wird das Universum ein Ende versehen. Und wenn du dich irgendwann damit nicht mehr dagegen stemmst, dann wird dir das Universum helfen. Deswegen brauche ich gar nichts zu sagen und sagen, du bist falsch oder so. Du hast schon Wahrnehmungen, die gehen schon weit über das von dem Durchschnittsmatrix-Roboter hinaus. Und du wirst auf jeden Fall deinen positiven Teil zur Menschheit beitragen. Ich finde das schön. Wie auch immer das aussehen mag, aber das möchte ich auch, ja. Also, du tust es schon, jetzt in diesem Moment. Und vielleicht auch für diejenigen, die das ja irgendwann mal sehen. Dein Verhalten ist sehr angenehm. Dein Verstand will mir zwar in einer Tour widersprechen, aber deine Wahrnehmung ist schon deutlich weiter. So, die nächste Frage. Ich glaube, in einem anderen Video hast du mal erwähnt, Pascal, dass es Zufälle gibt. Kann das sein? Und ich bin halt anderer Meinung, ja, dass es halt keine Zufälle gibt, sondern dass alles miteinander zusammenhängt und das eine das andere bedingt und einem Zufall viele Ereignisse vorausgegangen sind, sodass es dann zu diesem Zufall kam. Dinge, die wir nicht wahrgenommen haben und deshalb nennen wir es Zufall. Okay. Um das zu erklären, ich habe mir ja fast in meinem Video, wo ich über Schicksal und Zufall gesprochen habe,
jetzt in meiner Erklärung selber gemerkt, oh, ich wollte da den Zufall rechtfertigen und habe festgestellt, dass es gar keine Möglichkeit gibt, den Zufall zu erklären. Ich zitiere jetzt, um das zu erklären, Teile aus dem Buch von Gesprächen mit Gott und vermische das mit dem Wissen von Tom Campbell. Es gibt immer Spuren, Lebensspuren. Es gibt immer nur Potenziale, genau Ausgangspotenziale, wie dein Leben verlaufen kann. Und davon kann es vielleicht 10 Stück geben, vielleicht gibt es 1000, vielleicht gibt es eine Milliarde. Und in sich genommen hast du den freien Willen, eine dieser 1000 Ausgangspotenziale zu beschreiten. Da diese 1000 Ausgangspotenziale aber alle schon vorher existieren, kann es keinen Zufall geben. Aber die Zukunft ist nicht vorherbestimmt, weil du noch den freien Willen zu einem dieser 1000 Spuren hast. Und da ist die Zukunft nicht vorherbestimmt, aber es ist auch nicht Zufall. Weil die 1000 Möglichkeiten der Zukunftsspuren, die du gehen kannst, alle schon da sind. Richtig, das ist überhaupt also nur wie Zufall, wenn wir die Zusammenhänge nicht verstehen. Wie Eckhart Tolle sagt, um alles zu verstehen, um alle Zusammenhänge verstehen zu müssen, was jetzt dir in deinem Leben widerfährt, müsstest du bis zur Zeitrechnung zurück alle unendlichen kausalen Zusammenhänge beobachten und Ursache-Wirkung definieren. Das sind aber Phantastilliarden, so eine große Zahl gibt es gar nicht. Du müsstest alle Ursachen von allem kennen, dann könntest du auch herleiten, was dir in Zukunft widerfährt, und dann würdest du merken, dass es kein Zufallsereignis war. Ja. Es wirkt auch nur wie Zufall, weil du die ganzen Milliarden kausalen Zusammenhänge und Ursachen und Wirkung, Spuren nicht kennst, und dann wirkt es für dich wie Zufall. Es gibt keinen Zufall, es gibt nur 1000 Potenziale. Und du entscheidest dich dann für eins. Und du entscheidest das aber auch nicht auf ein Zufallspotenzial, sondern jeder Gedanke im Gehirn, jeder Stromschlag, jede Verkettung ist schon wieder ein Ereignis, das auf Ursachen zurückzuführen ist, die beim sogenannten Urknall, jetzt nicht von dieser Theorie sprechen, die beim Anfang des Universums schon da waren. Das heißt, selbst ein alter Gedanke für einen der 1000 Spuren, für die du dich entscheidest, hat was mit den Ursachen zu tun, und das widerspricht schon fast dem freien Willen. Das Ganze ist auch so komplex, dass ich nehme hier nachher kommen meine Erklärung zu. Und, ja, ich weiß nur, dass es eigentlich Zufall nicht geben kann. Genau. Deswegen, jetzt hat er mich ein bisschen verwundert, ja. Es wirkt nur so, weil wir die ganzen Ursachen nicht kennen. Punkt. Sehr kurz formuliert. Genau. So, nochmal eine Frage zu Partnerschaften. Viele meinen ja, dass man halt eine Frau oder einen Mann kennenlernen sollte, die halt die gleichen Interessen haben wie man selber. Und andere sagen dann wieder, dass man Partner haben sollte, die ganz entgegengesetzte Interessen haben, damit man miteinander erleben kann. Und jetzt meine Frage, ob viele meinen, dass man Gemeinsamkeiten haben sollte oder dass man differenzierte Sachen leben sollte? Antworte ich gleich drauf. Ich war noch im Gedanken, als du schon die nächste Frage gestellt hast. Ich reflektiere das von mir gesagt immer im Nachhinein und prüfe es wieder erneut auf richtig oder falsch. Weil ich habe gerade etwas Faszinierendes erkannt, weil freier Wille gleichzeitig vorhanden und gleichzeitig nicht vorhanden ist. Aber das will ich jetzt nicht erklären. Da müsste ich noch ein eigenes Video mal drüber machen. Ich bin jetzt noch auf was ganz Faszinierendes gerade gestoßen in meiner Erkenntnis. Und das hat mich gerade so ein bisschen geflasht. Lass dir aufschreiben. Weil ich habe gerade den Kern des freien Willens erkannt. Dann mach ein Video drüber. Und wenn es nur 5 Minuten geht. Ja. Schreib dir auf. Ich habe schon, Moment mal. Ich habe schon hunderte Male gedacht, ich habe nicht viel zum Thema zu sagen, es wird nur ein 3,5 Minuten Video und es ist immer eine 3/4 Stunde geworden. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Wenn ich anfange zu drehen, bin ich immer im Seinszustand und das Universum spricht aus mir, das bin ich. Kannst du knicken, dass ihr Mensch da spricht. Das könnte ich nicht eine halbe. Sonst könnte ich nur über eine Erkenntnis, die ich kurz per Bild visualisiere, 3/4 Stunde drüber reden. Das strömt noch regelrecht aus mir. Was? Das ist richtig so. Dadurch wird es ja noch viel besser verstanden von den Leuten da draußen, als wenn du nur 3 Minuten darüber redest. Ja. Per Telepathie und per Bilderkommunikation hätten es jeder in einer Sekunde. Aber mit Worten brauchst du dann wieder 300, damit sie das versteht. Okay, du wolltest wissen, ob man eine Beziehung auswählen soll nach dem Prinzip, Gegensätze ziehen sich an oder gleich und gleich gesellt sich gern. Genau. Wie ist deine Meinung darüber? Beide Extreme sind exakt richtig. Die Zwischendinger sind das Problem. Okay. Nur die beiden Extremen sind richtig für dich, weil wenn du dich mit jemandem gesellst, der genauso ist wie du, triggert der dich nie und du kannst mit denjenigen dann Erfahrungen sammeln, die neue Spuren bei dir bilden, dass du die alten Traumata dadurch los wirst. Und wenn du den totalen Gegensatz hast, dann triggert der dich in einer Tour und sorgt dafür, dass du Ungesehenes in dir sehen kannst und reintegrieren. Beides ist heilsam.
Zwischendinger sind eine Katastrophe. Wobei ich bei diesem Trigger auch sagen muss, dass es da zwei Arten von totalen Gegensatz gibt. Es gibt einmal den Menschen, der gegenteilige Dinge macht, die du nicht für richtig hältst. Und das triggert dich dann zum Beispiel, weil deine Mutter dich konditioniert hat und dein Weltbild so und so so ist. Dann macht dein Partner den ganzen Tag das Gegenteil. Und das hilft dir, das triggert dich. Und dann kannst du, wenn der Partner ein hohes Bewusstsein hat, kannst du mit denen diese Triggerpunkte auflösen und du wirst ein ganz anderer, neuer Mensch, der keine Negativität mehr in sich hat und kein Leiden mehr. Allein. Und dann gibt es auch den anderen Pol vom totalen Gegensatz. Das heißt, der Mensch macht totale gegenseitige Dinge, die du nie tun würdest, aber nicht Dinge, die dir die wehtun, wo du es anders haben möchtest. Das heißt, derjenige macht ganz andere Dinge als du. Du hingegen, es verletzt dich aber nicht. Es triggert dich nicht, weil es nicht gegen dein Weltbild handelt. Dann bedeutet das Folgendes. Dann macht derjenige die ganze Zeit Dinge, die du dir selbst nicht zutraust. Das heißt, das findest du dann anziehend an dieser Person. Ja, das ist attraktiv, ja. Und du willst dann dieser Mensch werden, der hilft dir dabei, dann eine bessere Version von dir zu werden. Das ist diese nicht triggernde Form des totalen Gegensatzes. Der macht dann den ganzen Tag nur Dinge, die du dir nicht zutraust, aber die dich nicht negativ triggern. Und das ist dann das stärkste gegenteilig anziehende Potenzial. Und all diese Extreme finde ich sehr heilsam. Die Zwischendinger, vor allem bei Menschen, die noch im Ego gefallen sind, finde ich dann nicht so heilsam. Ja. Aber bei zwei bewussten Menschen, die sich ihres Egos vollkommen bewusst sind, funktionieren natürlich auch Zwischendinger. Das denke ich auch. Aber ich bin ein Fan von diesen beiden Extremen. Generell, mein ganzes Leben lang bin ich schon ein Fan von Extremen. Ich mag Normalität nicht, das tört mich extrem ab. Genau, der Bewusstseinsgrad ist halt wirklich sehr stark entscheidend, weil viele trennen sich ja schon und beenden die Beziehung, wenn es mal ein bisschen krisselt oder sowas. Wenn der Partner einmal fremd geht, dann läuft man gleich weg und alles sowas. Das ist halt. Das ist so angenehm. Ich habe jetzt meinen Kumpel in seiner neuen Beziehung gesehen. Die beiden, die triggern sich den ganzen Tag und gehen da vollkommen mit Liebe miteinander um. Das ist so schön. Das heißt, die streiten sich, ohne sich zu verletzen. Das ist so angenehm. Und dadurch heilen die sich. Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Das ist sehr angenehm. Wenn das zwei Erleuchtete tun, dann ist das wunderschön. Dann kann man wirklich, dann ist jede Beziehung heilsam, wenn man nicht im Ego ist. Wenn man Ego ist, dann steigert man sein Selbstwert durch die Beziehung, haftet an, man braucht die Beziehung, um wer zu sein. Oder man braucht eine besonders schöne Freundin, die muss dann super attraktiv sein, damit ich mit dieser Freundin angeben kann, wobei attraktiv extrem subjektiv ist. Ne? Also das, was der Mainstream für attraktiv hält, dann besorge ich mir dann so einen Mensch, der genauso aussieht und sage, hier, guck mal, was ich für eine geile Freundin habe, guck mal, wie geil die aussieht, ich bin wer. Das sind keine Beziehungen, das ist einfach nur Ego, Dreck, Müll, Unsinn, braucht kein Mensch. Sorgt für Leid, schrecklich. Okay. Ja, die nächste ist jetzt wieder... Ja, sehr privat. Du hast erzählt, du brauchst 31 Grad in deiner Bude, damit du dich wohlfühlst. Ist das echt wahr, ja? Jo. Das ist ja krass. Ich bin Kaltblüter. Ja. Ich muss mich in die Sonne legen. Mein Körper erzeugt keine Körperwärme. Mein Herz schlägt wahrscheinlich nur 60 Mal in der Minute, selbst wenn ich renne. Ich habe unglaublich, unglaublich, unglaublich niedrigen Puls und einen unglaublich, unglaublich niedrigen Stoffwechsel. Das Problem daran ist, dass ich, das Hauptproblem ist, dass ich dadurch sehr fett werde, weil mein Körper einfach nicht verbrennt. Das heißt, ich kann an einer Kalorie vorbeilaufen und nehme 30 Kilo zu. Das ist der Nachteil von diesem Stoffwechsel. Der Vorteil von diesem Stoffwechsel ist, dass man dadurch älter wird. Das heißt, die Gesamtkörperenergie wird langsamer verbraucht, die Zellen verdoppeln sich langsamer und. Deswegen wird man uralt mit so einem Körper. Das nehme ich auch gern dieses Rattenbeispiel. Rattenherz schlägt, glaube ich, 120 Mal die Minute. Ich weiß nicht, wie oft das war. Es war sau oft. Und die werden nur 2-3 Jahre alt. Und Elefantenherz schlägt sehr, sehr langsam und die werden 100 Jahre alt. Mhm. Das ist also was. Also langsamer Stoffwechsel. Du wirst nicht sehr warm, du frierst ohne Ende und du nimmst zu ohne Ende, aber du alterst deutlich langsamer. Das ist so. Ärzte würden da jetzt schon wieder ein Problem draus machen und sagen, oh Gott, ganz schlimm, der hat zu niedrigen Blutdruck, der muss Pillen nehmen, das ist ganz schlimm, der fällt sonst in Ohnmacht. Und ich sage, na und, dann falle ich halt alle 10 Jahre mal in Ohnmacht, wenn ich zu schnell aufstehe. Das ist mir scheißegal. Aber Ärzte würden dich wieder mit Medikamenten vergiften und schon wieder fehlerhaften Menschen aus dir machen und sagen, das ist falsch, du hast zu niedrigen Blutdruck, du hast zu niedrigen Stoffwechsel. Aber natürlich kann auch ich meinen Stoffwechsel etwas mit Sport erhöhen. Also ich habe schon geschafft, meinen Stoffwechsel ganz leicht mit viel Sport zu erhöhen. Das hat auch auf mich Einfluss. Aber generell ist mein Stoffwechsel milliardenfach langsamer als der von Durchschnittsmenschen.
Okay, Deswegen friere ich das ja auch. Also unter 31 Grad ist für mich wirklich kalt. Bei 29 friere ich schon. Es sei denn, die Luftfeuchtigkeit ist ja hoch. Wenn im Sommer das so tropisch ist, die Luftfeuchtigkeit, da reichen schon 26 Grad. krass. Sehr heftig. Hat es alle gibt, der ist unglaublich, ja. Wahnsinn. Und da ich wenig Kleidung anziehen möchte, wenn ich hier nackt sitze, brauche ich. Vielleicht Was? wirst du dadurch 200 Jahre alt. Ja, das würde mich nicht wundern. Viele in meiner Familie sind um die 100 geworden. Also zumindest aus einem Familienstrang. Da wundert mich mein Stoffwechsel null. Nicht schlecht. Ja, Janus, eigentlich für mich auch interessant, würden sich Menschen überhaupt noch verlieben ohne die ganzen Programme und dem falschen Selbst? Da würden sich mehr Menschen verlieben und in der Liebe sein. Und auch richtig verlieben. Weil, wie du schon gesagt hast, vieles ist ja heute nur dieses Angeben und dieses Oberflächliche, was eigentlich gar keine Beziehungen sind. Ja, das sind Selbstbeweihräucherungen. Das heißt, um sich einen Wert zu ersteigern, ne? Oder um sich überhaupt wie ein Mensch zu fühlen. Und das sind keine Beziehungen, nein. Würde jeder die pure Liebe leben, gäbe es tatsächlich mehr Liebe und sogar mehr Sex, auch weniger extrem in irgendwelche Richtungen. Ist schwer zu erklären, sowas kann sich kaum einer vorstellen, so viel Harmonie. Aber ich habe ein Bild davon von spirituellen Menschen bekommen. Ja, weil die Tiere machen das ja auch. Die machen ja auch ihr Federkleid schön und walzen sich mit dem anderen, um die Dame halt zu beeindrucken, ne? Oder die gehen einfach nur aneinander schnüffeln und dann macht ein Tier Anzeichen, ah, ich will jetzt Sex mit dir, und das andere Tier entscheidet dann spontan, ich mache mit oder ich mache nicht mit. So richtig aus dem FF. Ich habe schon meinen Kumpel vor 2 Jahren gesagt, es wäre alles viel leichter, wenn ich wildfremde Personen auf der Straße ansprechen kann und sagen, finde ich attraktiv, darf ich mit der Sex haben. Und ganz gelassen sagt dann die andere Person, ja, hab heute Bock oder nö, lieber nicht. Und das alles aus der Harmonie heraus. Das würde funktionieren ohne Ende. Es gäbe viel mehr Liebe auf dem, es gäbe nur noch Liebe. Es gäbe fast nichts anderes mehr. Und Sex wäre eben Teil davon. Und das muss auch, auch nicht vom Ego. Das Ego will immer mehr und immer mehr, 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 mehr. Dann kommt es wieder zu extrem. Und wenn man nicht im Ego ist, dann gäbe es mehr, mehr, aber ohne Extreme. Es gäbe halt mehr Harmonie. Ich habe eine solche schöne Vorstellung. Ich wünschte, ich könnte die Emotionen übertragen, die ich habe, wenn ich mir das alles vorstelle. Da ist kein Angst, Hass, Widerstand oder sonst irgendwas Negatives mehr bei. Ist alles nur noch pure Freiwilligkeit und Harmonie. Punkt. Okay, die nächste Frage geht jetzt um Nationalstolz. Da ganz besonders bei Amerika ist es extremst und bei Indien. Ich denke mal, von Nationalstolz hältst du gar nicht. Muss ich darauf wirklich antworten? Ich hatte schon mal überlegt, ob ich ein Video dazu mache, weil es leben ja so viele Leute halten in ihrer Kultur, in ihrem Land fest und wollen das verteidigen. Und Patriotismus, das ist auch nur eine weitere Form, das falsche Selbst zu nähren und den Wert zu steigern. Wer ist das nicht? Ich unterscheide nicht zwischen Menschen, Ländern, Rassen. Ich kann auch nicht mal sagen, ich bin einfach nur Mensch, weil dann würde ich mich schon wieder von Aliens trennen. Ich bin nämlich auch mit Aliens verbunden, also sage ich, ich bin Kind des Universums, Punkt. Und das ist nichts, das ist reines Futter fürs falsche Selbst. Das ist, wie hast du es genannt, Nationalstolz. Ja. Das Wort Stolz an sich ist schon künstliche Selbstwerterhöhung, das falsche Selbst. Und daher, es gibt nichts, worauf man stolz sein muss. Es gibt nur die Liebe. Und wenn man die in sich fühlt, braucht man nichts im Außen, worauf man stolz sein kann. Und da eh alles außen nicht fest ist und im stetigen Wandel und in der festphysischen Welt immer alles entsteht und vergeht, entsteht und vergeht, braucht man sich gar nicht festzuhalten, weil auch Länder vergehen, Regime vergehen, Menschen vergehen, Gebäude vergehen. Alles vergeht. Und wenn man sich daran festhält, erschafft man Leid. Also auch wenn man sich an ein Land und eine Ideologie festkrallt, wird man sehr leiden, wenn die irgendwann im Laufe der Zeit vergeht, weil alles im stetigen Wandel ist. Deswegen hat Buddha auch immer dazu geraten, um Himmels Willen kein Götzenbild von ihm zu schaffen. Auch diese Statue von Buddha wird vergehen. Und sogar die Lehre Buddhas wird irgendwann in der Menschheitsgeschichte vergehen, hat Buddha gesagt. Und irgendwann wird dann wieder ein halb erleuchteter Mensch wieder die Lehre Buddhas erfahren. Und es wird wieder zeitweilig vorhanden sein. Und wir leben jetzt in einer sehr guten Epoche, wo das Wissen Buddhas vorhanden ist in der Menschheit. Auch das Wissen von Buddha wird wieder vergehen. Und dann wird wieder irgendwann ein Erleuchteter kommen und wieder erneut an das Wissen kommen. Und das wird dann wieder irgendwann vergehen. Und wenn man die Welt mit purem Wandel sieht, dann haftet man an nichts an. Und Nationalstolz, was ist das? Das existiert in meiner Wahrnehmung nicht. Okay. Das ist Futter fürs falsche Selbst, und da hab ich wenig zu tun. Hier mal kurze kleine Frage. Kennst du den Film Cloud Atlas? Cloud Atlas, ah ja. Cloud Atlas oder Golden Atlas, ja Cloud? genau. Ja, kenne ich. Sensationeller Film. Ja, ziemlich interessant, ne?
Ich ja, die Markowski-Geschwister, das sind Genies, die sind auch sehr spirituell. Die haben weil du eben vom Buddha geredet hast, ist zwar was anderes so, aber heute wird Buddha ja halt auch so, ja, wie du schon gesagt hast, mit den Statuen und so richtig hochgehoben, auch wie diese Jesus und was nicht alles und so. das ist das falsche Selbst der Menschen, die Buddha nicht vollständig leben. Und ich finde, ich fand es halt lustig in diesem Film, dass diese eine Asiatin, die sich da gegen dieses Unterdrückungssystem gewehrt hat, natürlich ist das was anderes als Buddhas Lehre, aber es geht mir gerade um was anderes, dass dann ein paar hundert Jahre später, nachdem die Welt da untergegangen ist und nur noch ein paar tausende Menschen anscheinend gelebt haben, so wie es aussah, dass sie dann aus deren Gott gemacht haben, mit einer Statue und angebetet haben, der Meinung war, die war allmächtig und so, obwohl das ein ganz normaler Mensch war, der einfach sich in alten Systemen damals zur Wehr setzte. Ich finde das witzig, das passiert ja immer hier in dieser Welt, dass wenn einer irgendwie die Menschen beeindruckt, dann wird er zum Gott hochgehoben, vor allem so länger es her ist. Aber was wollte ich nur am Rande sagen? Das hat mich daran erinnert halt. Das wird gemacht und das Bild breitet sich bisher dann aus. Ich erzähle da mal aus dem Nähkästchen eine Geschichte, die mein Kumpel Marcel Ludwig erlebt hat. Der ist in eine Bücherei gegangen und wollte von den Typen da ein Buch über Buddha haben. Und ich weiß jetzt nicht, wie es zu diesem Gespräch kam. Ich habe mir nur den Kontext gemerkt. Das heißt, irgendwie hat er den Typen versucht zu erklären, dass das Buddha so jemand war wie Jesus. Und der Mensch in der Bibliothek hätte angeblich nur gesagt, nee, Buddha ist doch ein Gott. Das ist doch nur ein anderes Wort für Gott. So ein Gespräch kam da auf. Das heißt, in der westlichen Gesellschaft kann anscheinend tatsächlich bei ein paar Menschen das Bild verbreitet sein, dass Buddha einfach nur ein anderes Wort für Gott ist. Und das wundert mich nicht. In meiner Kindheit habe ich das selber gedacht, dass Buddha nur ein anderes Wort für Gott ist in deren Religion. Und dort ist es halt Allah in deren Religion und dort ist es halt, weiß der Geier, was für ein Messias da kommt. Und das war für mich nur ein anderes Wort für Gott, ja. Da wundert mich nicht, dass das, weil Buddha zu hoch stilisiert wurde. Man hätte es, das ist auch damals, das hat auch ein Buddhist mal versucht zu erklären. Das ist damals so entstanden, so vor 100 Jahren, als dieser Buddhismus so langsam in die westliche Gesellschaft übergeschwappt ist. Da haben die Leute, die aus dem Westen sich das angeguckt haben, als Religion bezeichnet, weil die Leute sich nach gewissen Regeln daran gehalten haben. Aber die Buddhisten sehen das selber gar nicht als Religion. Die verwenden das Wort nur, um es für uns zu übersetzen. Für die ist der Buddhismus keine Religion, sondern eine Dharma-Lehre. Und der kann man folgen oder nicht. Und weil das hier zu uns rüberkommt als Religion, denken Leute natürlich, Buddha ist ein Gott. Und natürlich, weil es dann halt Statuen von denen gibt und Regelsätze, an die man sich halten darf. Und da kommt das alles wie eine Religion rüber und Buddha wie ein Gott, obwohl die Buddhisten selber weder Buddha als Gott bezeichnen, noch die mögen ihn einfach und haben eine Statue von ihm hingestellt. Sie haben ihn selber nicht zum Gott stilisiert. Aber das wird durchaus von manchen Randgruppen gemacht, natürlich. Für Erich von Däniken ist Buddha ja sogar ein Alien. Also man kann ja aus allen alles machen. Ach, tatsächlich. Ich weiß, dass andere sogenannten Propheten, dass er die als Außerirdische für möglich hält, so, aber Auch das Buddha. weiß ich nicht, dass er Buddha auch für so jemanden hält. Es gibt da solche, diese Kashinas, ich weiß nicht, wie die heißen, das sind solche Spitzbauten in Indien und die sollen Nachbilden von sollen Nachbildungen von Raumschiffen Ja, sein. das kenne ich, ja. Und damit soll Buddha gekommen sein Ach und so, okay. ja, Erich von Däniken und sein Weltbild, das ist immer ein bisschen undifferenziert. Das ist auch wieder typisch, hat viel herausgefunden über Menschheitsgeschichte, Erich von Däniken, null Ahnung vom eigenen Verstand und dann kommen wieder solche Halbdinger bei raus, die stimmen können und nicht müssen und er jagt da sehr stark seinen eigenen Filter drüber, ja. Ja, ich habe das eine Weile lang mal geglaubt. Jetzt ist es halt, sehe ich das halt ein bisschen anders. Ich nehme das von Ihnen mit. Ich habe durch ihn erfahren, dass es alte Bauten gibt, die man nicht damit erklären kann, dass unsere Vorfahren irgendwelche primitiven Neandertaler waren, die mit irgendwelchen Steinen 150 hohe Pyramiden erbaut haben, die erdbebensicher sind und Keilen und Steinen. Durch ihn bin ich erst durch diese Sachen aufmerksam geworden, dass die Vergangenheit nicht so ist, wie man uns das erzählt. Aber die Sache mit den Außerirdischen und so, das ist halt, da scheint das wirklich seine eigene ja, Verstandeswelt zu sein, dass er das genau so sich vorstellt. Genau. Das ist genauso plausibel zu sagen, wir hatten früher eine Hochkultur, die weiterentwickelt war als wir heute. Das ist genauso plausibel und nicht mehr oder weniger plausibel als die Ehenerklärung. Es müssen nicht Ehens gewesen sein, nein. Es gibt manche Zusammenhänge, Geschichtsaufzeichnungen, die könnten schon wieder darauf hinweisen. Und zum Beispiel, dass ja, glaube ich, 30 verschiedene Länder zitiert, wo alle eine ähnliche Herkunftsgeschichte der Menschheit zitiert haben. Aber ich mit meinem Wissen, da kann der etwas völlig anderes interpretieren. Das heißt, entweder die Geschichte war wirklich, dass alle irgendwo Aliens auf der Welt kamen und die Leute gelehrt haben. Das kann man darüber legen. Man kann aber auch eine ganz andere Geschichte drüber legen.
Nämlich, dass Leute in der Metawelt waren und dort berichtet haben und gesagt haben, da kommen wir her. Das kann man mit meinem Filter drüber legen. Das heißt, je nachdem, mit welchem Wissen man sich befasst, kann man mit diesen ganzen Herkunftsgeschichten, die sich in der Welt tatsächlich alle ähneln, dass die sich ähneln, ist ein Fakt. Aber man kann auch herleiten, woher das kommt. Je nachdem, welchen Filter man drauf legt. Das passiert oft, dass etwas in die Materie gezogen wird, was eigentlich nur geistig war. Es ist bei vielen Sachen so. Der Verstand interpretiert es dann wieder und dann wird über Jahrzehnten eine Geschichte drumherum gebaut und die wird dann wieder 30 Mal verfälscht. Und deswegen gebe ich auch so alte Aufzeichnungen nicht viel. Das Einzige, wo ich wirklich den höchsten Wert von alten Aufzeichnungen und alten Bauten lege, ist die Tatsache, dass das anders war, als wie uns in der Schule erzählt wird. Das hat den höchsten Wert, das ist der höchste Wert für mich in diesen Lehren. Da war in den letzten 10 bis 500.000 Jahren eine Menge los auf dem Planeten, von dem wir nicht wissen. Das weiß ich. Ja, das, da bin ich mir auch hundertprozentig sicher mittlerweile, was auch immer genau das gewesen sein mag. Ja, und ich mag den Dänik auch als Mensch, das habe ich schon mal wie du es gesagt. Schöner, schöner Erzähler. Schöner Geschichtenerzähler, sehr interessant. Ja. Den höre ich gern zu. Was? Glaubst du denn oder weißt du, dass es Außerirdische gibt? Wissen tue ich es nicht, aber ich glaube. Du glaubst daran, okay. Ich müsste selber auch mit Metawelten in Kontakt treten, um das für mich bestätigen zu können. Aber im Moment glaube ich nur dran. Logische okay. Schlussfolgerung, der Verstand sagt oder ja, ist plausibel. Nach allem, was ich gelernt und erlebt habe, ist es plausibel. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Okay. Wenn ich mal einem begegne, sage ich Bescheid. Gut, die nächste Frage ist, ja, die Frage überhaupt, weswegen sich viele Menschen auch immer umbringen, weil sie keine Antwort darauf finden. Was ist für dich der Sinn des Lebens, deines eigenen Lebens? Oh, der allgemeine Sinn ist natürlich anderer als mein eigener. Ja, es ist, ja, willst du jetzt nur meinen Sinn wissen? Nicht den allgemeinen, sondern nur meinen. Also meiner ist nämlich ganz einfach, mein Sinn des Lebens ist jetzt, hier zu sein. Fertig. Ich muss hier gar nichts machen. Ich bin immer hier und jetzt. Okay. Wenn mich jemand fragt, hast du nicht irgendwas vor, willst du nicht irgendwas machen, sage ich, nee, ich bin jetzt hier und der Rest interessiert mich nicht. Ich muss nicht irgendwo hinfahren, ich muss nicht stark werden, ich brauche keine Familie oder muss sonst was machen. Ich bin einfach im Hier und Jetzt und versuche das Beste daraus zu machen. Du bist im Sein. Und genau. Und obwohl du nichts physisch tun musst und nichts physisch unbedingt machst, kann das trotzdem einen großen Sinn haben, wenn du da bist. Das heißt, du sollst dann auf deine, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, wie Eckhart Tolle vom kollektiven Bewusstsein erzählt hat, du machst deinen Beitrag zum kollektiven Bewusstsein, ohne groß was machen zu müssen. Genau. Das heißt, du hast schon einen tieferen Sinn, musst aber gar nicht physisch tun. So sieht's aus. Das kann schon, ja, das ergibt schon Sinn für mich. Das heißt, dein Leben ist nicht wertlos und trotzdem musst du nichts tun. Das ist, ne? Ich sehe mich in einer ganz anderen Funktion. Ich habe eine Triebkraft in mir, andere aufzuklären. Das kann man überhaupt mit Worten gar nicht beschreiben. Ich nehme die Dinge wahr, wie sie sind, spüre instinktiv, dass Leute alles falsch machen und sich gegen dem verhalten, wie die Dinge sind. Und ich habe den Zwang in mir, es ihnen sagen zu müssen. Okay. Also scheint das meine Aufgabe, mein Sinn zu sein. In einem Zustand der Erleuchtung, den sich kaum einer vorstellen kann, habe ich gewisse Bilder gesehen und da hat mir eine Emotion auch noch zusätzlich bestätigt, dass das genauso ist. Aber die hat sich nicht wie Zwang, Angst oder Kampf angefühlt, sondern ja, da hat sich wieder was in mir geöffnet. Und da habe ich gewusst, ja, genau das willst du sein, genau das willst du machen. Ich hatte in den Bildern Buddha vor mir und habe darüber nachgedacht und dann ist auf einmal eine Emotion in mir aufgestiegen. Das war auch ein Moment, wo mein Verstand ausgeschaltet war, als ich ihn mal zum Schweigen gebracht habe. Und da hatte ich dann eine Wahrnehmung und die hat gesagt, ja, das ist auch vollkommen richtig. Also das Gefühl hat es quasi bestätigt, dass ich diesen Drang ausleben kann, soll, darf, muss. Keine Ahnung. Jedenfalls scheint das meine Bestimmung zu sein, den Leuten mit der Nase auf ihre Dämlichkeit aufmerksam zu machen. Also mit der Nase auf ihre Dämlichkeit zu ditschen. Ja. Du sagst ja selber auch, dass das nicht gerade zielführend ist. Ja. Mit Gewalt nicht, aber der Trieb in mir ist sehr stark. Ja. Aber ich merke ja selber auch, dass es nichts bringt. Was mit Sexualtrieb vergleichen? Nein, ich meine jetzt einfach mal Leuten nur erzählen, wenn mich Leute fragen, und was isst du heute so, dann sage ich, ich esse nachher noch ein bisschen Brokkoli und trinke dann Wasser aus der Leitung. Dann geht schon ein Gespräch los. Wie? Ja?
Dann sagen die halt, ich muss erstmal mein Fleisch essen und meine Süßigkeiten und dann sagen ja, die, nee, ich brauche das alles nicht. Ja? Du hast damit deren Welt zerstört. Du hast deren Weltbild zerstört, wenn du denen das sagst, weil das ist, passt nicht in ihr Weltbild. Da fühlen sie sich sofort erniedrigt und müssen diskutieren. Der Verstand muss dann anfangen zu diskutieren. Um sein Weltbild wieder zu. Und die werden alles versuchen, damit du etwas sagst, was sie bestätigt. Das heißt, du sagst dann, ja, ich mache das so, aber es ist nicht richtig. Also irgendwas wollen die dann aus dir herausbringen, was du sagst, das dann richtig ist und ihr Weltbild passt. Ja. Deswegen geht zu niemandem hin und sagt, pass mal auf, du, ich bin Veganer, ich habe von einem anderen gehört, du isst ganz viel Fleisch, das ist aber nicht gesund für dich. Das mache ich niemals. Das habe ich auch schon gemacht, das funktioniert nicht, aber ich es immer wieder in die Fresse gekriegt. Genau, so sieht es nämlich aus. Der Sinn des Lebens, der eigene Aufklärungsdram. Es ging um Veganismus. Also, ich habe das schon sehr vielen Leuten gesagt, weil das tiefe Mitgefühl, was ich gegenüber allen Leben habe und somit auch gegen Tieren, das hat mich dazu angetrieben, die Leute zu sagen, ja mein Gott, tut das doch mal nicht. Und das falsche Selbst der Leute hat sich dann natürlich gewehrt und mich schlecht gemacht und mich oder mir dumme Fragen gestellt, wie ich das nur sehe. Und irgendwann hat mein Verstand sich stundenlang gerechtfertigt und so in den heißen Brei geredet. Das hat mir so viel Energie gekostet. Dann habe ich aufgegeben und gesagt, Leute, ich kann es nicht erklären, es ist einfach nur meine Wahrnehmung, Punkt. Da habe ich dann nicht mehr versucht, mit einem Muster zu erklären, mit meinem Verstand, wie die ganzen kausalen Zusammenhänge sind. Und ich habe einfach nur gesagt, es ist meine Wahrnehmung. Und dadurch habe ich dann auch selber erkannt, dass die Wahrnehmung nicht haben. Und da hilft und mein Verstand kann so viele Muster erzählen, wie er will. Ihr Verstand kann es in ihre Muster niemals einfügen, solange sie selber nicht diese Wahrnehmung haben. Du kannst mit einem Verstand nicht dem anderen Verstand dein Muster aufzwingen. Genau. Die müssen die Wahrnehmung selber haben. Dass es das richtig grausam ist, anderen Leben zu nehmen. Das ist, ja. Das habe ich genauso erlebt, ja. Also ich hatte auch immer den Drang, meine Umwelt aufzuklären über Dinge, wo die nichts wussten, und das hat auch immer nur zu Gegendings geführt. Ich habe es auch irgendwann aufgegeben. Ja, mittlerweile lasse ich schon Leute in meinen Chat rein, also boah. Das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, schon erzählt. Die ihren Selbstwert mit Bagatellen steigern, da gehe ich auch schon gar nicht mehr drauf ein. Mit Bagatellen, das sind am meisten auch Jugendliche, die alles Mögliche, die entweder ihren Selbstwert steigern, indem sie dich als Streamer oder dein Videospiel schlecht machen oder sie sich im Wert erhöhen, weil sie gerade von ihrem Geburtstag erzählen, hallo, ich habe morgen Geburtstag, ich bin wer. Oder sie sagen, ich bekomme das zum Geburtstag, jetzt bin ich stolz. Da gehe ich null drauf ein. Hattest du auch nie Lust, deinen Geburtstag zu feiern? Bei mir war das nämlich immer so. Ich hatte immer keine Lust auf dieses ganze Getrubel. Ich wollte meine Ruhe haben an meinem Geburtstag. Leider nein. Ich hatte ja in der Schule die Hölle durchlebt, 10 Jahre lang. Das heißt, ich musste da eine emotionale Schutzmauer aufbauen und mein Ego war sehr präsent. Mein Ego hat sich natürlich im Selbstwert erhöht, wenn ich Geburtstag hatte, da war ich wer Besonderes. Von daher habe ich aus Ego-Sicht meinen Geburtstag genossen. Fand ich schön. Aber heutzutage möchte ich mich eigentlich vom Geburtstag distanzieren. Ich möchte auch keinen Menschen mehr gratulieren. Ich finde das ganz schlimm, diesen Zwang dahinter, jemandem was Gutes wünschen zu müssen. Vor allen Dingen, wenn es Menschen sind, die man gar nicht mag. Ja, das ist auch eigentlich geheuchelt. Ich meine, wenn man das nur so als diese oberflächige Höflichkeit macht, so, und es eigentlich sowieso nicht ernst. Ich meine, man sagt auch nie, ich wünsche dir alles gut oder so. Man sagt das nie, aber einmal im Jahr muss es dann gesagt werden. Das ist Schwachsinn, das kann man sich sparen. Das ist sowas von überhaupt nur künstlicher, geht's nicht. Also. Ja, das ist das Ego-Muster, das nicht fühlen kann und sagt, und generell hast du überhaupt erstmal nur Geburtstag, weil der Verstand Zahlen über etwas gelegt hat. So ist das Jahr entstanden, und würde man das alles nicht in Zahlen backen und nicht zählen, dann gäbe es das sowas wie Geburtstag gar nicht, auch nicht wie Jahre oder so. Dass man unbedingt die 4 Jahreszeiten nehmen muss, um dich dann eine Einheit, eine Zahleinheit älter zu postulieren und das dann speziell zu. Ich finde das schrecklich. Also heute halte ich davon natürlich gar nichts. Ich muss sagen, mein falsches Selbst, mein Ego freut sich auch noch heute, wenn man mir gratuliert. Aber ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn es niemand tut. Wenn jemand zu mir sagt, ich will diese ganzen Matrix-Gäse und diese Geburtstagsscheiße nicht mehr mitmachen, dann ist das wunderschön eigentlich. Liebe erfährt man von mir sowieso, wenn ich die Empfindung dafür empfinde. Und das ist irgendwann und zeitunabhängig. Da muss ich keinen gratulieren oder sagen, dass es ein schöner Mensch ist oder sowas. Das mache ich alles, wenn ich das Bedürfnis dazu habe, im Jetzt. Du hast ja schon oft gesagt, dass du alle Lebewesen gleichwertig liebst. Habe ich das richtig verstanden? Gleichwertig was? Na, gleichwertig liebst. Also Respekt und alles sowas. Oder die Allliebe leben, sagen wir mal so.
Das Wort Liebe passt da nicht so ganz, aber ich habe insofern Mitgefühl, dass ich mich da hineinversetzen kann und es mir selber wehtut, wenn ich anderen schade. Okay. Und mein Verstand legt ein Muster drauf, das mir natürlich sagt, dass es sinnvoll, alle gleichwertig zu behandeln. Aber ich kann nicht sagen, dass ich für alle exakt dieselbe Empfindung habe. Nein, das funktioniert nicht. Okay. Ich habe schon unterschiedliche Empfindungsstärken gegenüber allen Leben. Aber ich versuche, alle gleichwertig zu sehen, ja. Genau. Würde sonst nämlich wäre paradox, wenn du dann sagst, du magst gewisse Menschen nicht, aber du versuchst immer die Allliebe zu leben. Ich mag gewisse Menschen tatsächlich nicht, aber ich versuche sie nicht abzuwerten. Genau, das ist dann der große Fehler, ja, dass du dich dann wieder über die stellst, ja. Ja. Warum auch immer, ja. Standardautomatismus des Verstandes. Ja. Und wie siehst du das mit Feiertagen, Ostern, Weihnachten? Machst Ach du sowas Gott! auch gerne Das ist ja genau wie Kultur oder mit? Patriotismus. Okay. Einfach dasselbe, was ich zum Patriotismus gesagt habe. Punkt. Alle Oder klar. ich auf Wikipedia einen schönen Link über Tradition, lest euch den mal durch, ihr werdet ihn feiern. Ich Ich habe habe schon auch gelesen, früher schon gesagt, zum Thema Valentinstag, ne, ist es nicht traurig, wenn man erst durch einen Feiertag dazu aufgefordert werden muss, jemandem was zu schenken, ne? alles Ego-Muster, alles Verstandeskonzepte, die er nicht fühlen kann. Und nicht im Jetzt ist. Das ist alles Ego-Muster. Alles Ego-Muster. Da kann ich gar nicht viel zu sagen. Das ist einfach Okay. nur, man kann's, das ist so krank und so überdermaßen Ego. Persifliert, die ganze Matrix besteht ja nur durchs Ego. Das ist alles so heftig, da kann ich eigentlich nur noch, da kann ich mich gar nicht mehr drüber aufregen. So Ja, lächerlich ist das. letztendlich sage ich auch noch, es sollte von sich selbst kommen und nicht, dass man erst durch irgendwas Gesetzliches oder so dazu aufgefordert wird. Oder dass man jemandem was schenken muss. Grausam, grausam, grausam. Ja. Nie das Bedürfnis, irgendjemandem was zu schenken. Diese Zwangsschenkung, schrecklich. Ich teile meine positive Emotion einer Person auf andere Weise mit. Nicht durch Materialismus, durch Gegenstände, geht gar nicht. Ja, mehr habe ich zu dem Thema nicht zu sagen. Okay, Ein wunderbar. weiteres Ego-Muster, Punkt. Ein weiteres Beispiel, sozusagen, für die Lehren Eckhart Tolles und Buddhas. Genau, mit dem Harald Wecht hattest du auch mal angesprochen, dass du den auch nicht so gerne magst. Der Klapskopf, Weil der kriegt noch sein Fettnäpfchen weg. Also der kriegt sein Video noch ab. Also über den werde ich noch lästern ohne Ende. Weil der hat ein Video gedreht, seitdem ist er bei mir unten durch. Hat ein Video über Impfungen gemacht. Da hat er erklärt, wie die Wirkungsweise funktionieren soll, indem er gesagt hat, wenn man eine gewisse kritische Masse impft, dann sind die anderen gleich mitgeschützt. Dann denke ich mir, super. Das hat physikalisch den kausalen Zusammenhang, wie man Leute schützen kann. Aber aus was eine Impfung besteht und ob das wirklich so ist, das kann er natürlich nicht, da hat er sich gar nicht drüber eingelassen. Das fand ich schrecklich. Im Grunde genommen hat er quasi so mit einer Impfung einen Wert gegeben, was sie schlichtweg nicht hat. Okay, Die ganze Existenz einer Prävention basiert immer nur auf Angst. Bitte was? kennst du auch diese Behauptung von wem auch immer, weil ich habe die schon mal halt öfters auch schon aufgeschnappt, dass ja die ungeimpften Kinder nicht mehr in Kitas sollen, wegen der Gefahr, die Geimpften anzustecken? Ja, ist das geil? Ja, Kann man den Geimpften anstecken? das ist so ziemlich das einfach zu widerlegendste überhaupt, finde ich. Ist Also. das eh? Genau, den Spruch kenne ich. Den bringe ich auch, wenn ich einen sturen Mensch vor mir habe. Das ist Unsinn. so. Der Verstand hat Das ist so ein viel Angst zu Eigentor sterben. eigentlich, also. Ja, der Verstand hat so viel Angst zu sterben, dass ihm die Impfung an sich nicht reicht. Die anderen müssen sich alle noch mitschützen, damit die Gefahr noch kleiner wird, dass ich angesteckt werde. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird der Verstand ein anderes Ding finden, wofür er Angst haben kann. Man muss verstehen, dass Angst ein Verstandesautomatismus ist und nicht etwas Normales oder Gesundes oder Natürliches. Das ist schon was Natürliches, aber es ist nicht gerade etwas Heilsames. Das ist ein Verstandesautomatismus und den muss man erkennen. Und dann gibt es diesen ganzen Schwachsinn nicht mehr. Mein Gott, es sind nur Viren, Bakterien. Ich habe bisher alles überlebt. Wir sind eins mit der Natur und nicht gegen. Das heißt, jedes Virus, jede Bakterie hat seine Daseinsberechtigung nach und Grund. Da kommen wieder die Genau. Ersten schreien, ja, aber Viren haben Milliarden von Bevölkerungsgruppen dahin gerafft, weil böser Virus und böse Pest und so. Nee, ihr habt euch einfach nur geballt und mit Ratten zusammen in der Stadt gelebt oder Scheiße irgendwo lang gekippt und dadurch ist das entstanden. Ihr habt euch gegen die Natur verhalten und schon, zack, bap, Virus, 300 Millionen getötet. Ganz normal. Wenn du im Einklang mit der Natur lebst, tötet dich kein Virus, Punkt.
steht immer noch durch Ballungszentren und so, durch Ratten und Verbreitung und zu engen Raum und zu wenig Abwasser etc. 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 Ja. Wo sich Menschen ballen, ballen sich auch Viren und dann steht das. Ursache, Wirkung. Ich frage mich vor nichts schützen. So, das nächste ist, wie definierst du denn den Spruch, sei du selbst? Sei nicht dein falsches Selbst, bitte, sondern sei dein wahres. Danke. Dann funktioniert das. Wenn dein falsches Selbst bist, dann folgst du deinen Mechanismen, die dir schaden. Wenn dein wahres Selbst folgst, folgst du Mechanismen, die dir nicht schaden. Von daher sollte man definieren, was ist Selbst, was bin ich eigentlich? Okay. Da stößt immer wieder ich an die Grenzen. Im Grunde genommen bin ich ein fluktuierendes Quantenfeld, wenn ich darüber nachdenke, was ich eigentlich bin. Da komme ich in ganz tiefe Sphären rein. Da bin ich entweder ein reines Bewusstsein oder ein fluktuierendes Energiefeld oder irgend sowas. Das ist mein Selbst. Also sei du selbst, sollte man erstmal wissen, was man selbst ist. Auch dann kann man selbst leben. Dann kann man sein Selbst leben. Und das Selbst ist meistens stetiger Wandel. Egal, ob Energiefluktuation oder Bewusstsein. Es ist Erfahrung und Wandel. Mehr ist das Selbst nicht. Das ist ziemlich individuell. Und das solltest du leben. Aber nicht unter dem Begriff muss, dass du irgendetwas glaubst zu müssen innerhalb deines Selbstes. Selbst die Dinge, die man mag, können ja zur Mission zum Muss werden. Das weiß ich ja von meinem früheren Ich. Selbst die Dinge, die man mit aller Leidenschaft tut, zwingt man sich irgendwann dazu zu tun, selbst wenn man mal da keinen Bock drauf hat, weil einem das so wichtig ist, weil man sich damit identifiziert. Stimmt, ja, die Erfahrung kenne ich auch, ja. Das auch loslassen können von dem, was man gerne tut, gehört dazu. Wenn man sich mit einer Sache identifiziert hat, die sich vollkommen richtig für einen anfühlt und man die gerne lebt und gerne oft lebt, muss man auch akzeptieren, dass es Phasen gibt, wo man die nicht leben möchte. Oder sich vielleicht was wandelt und man dann etwas völlig anderes leben möchte. Ich habe früher meine Wahrnehmung, meinen Geschmäcker, meine Neigung richtig extrem ausleben und verteidigen wollen. Dadurch habe ich es wieder zur Mission meines Verstandes gemacht, zum Muss, zum Zwang. Oh, ganz schrecklich. Sei du selbst heißt, mach das, was sich für dich richtig anfühlt und nichts, was du glaubst, tun zu müssen. Okay, lass ich mal so stehen. Das nächste ist jetzt ein Zitat von dir selber aus einem Video. Gott. Oder eine Frage jetzt mit diesem Zitat. Warum sind die positiven Dinge von den negativen Dingen abhängig? Energieausgleichungsgesetz. Also muss es zwangsläufig so sein, ja? Es gibt ja nicht positiv und negativ. Man kann ja auch sagen, es gibt nur rechts und links. Wasser schwappt nach rechts in der Wanne und Wasser schwappt nach links in der Wanne. Es wird immer wieder zur Mitte hin. Das ist wieder das Weltbild, was dann wieder da zu tragen kommt, genau. Mal eine kurze Frage, um zu sehen, ob man das richtig versteht oder nicht. Weiß man erst, was Liebe ist, wenn man auch Angst erfahren hat und andersrum, oder ist das Quatsch? Oh, böse, doch, ganz böse Frage. Sag mal, hast du Gespräch mit Gott jetzt schon gehört, oder was? Ja, ich habe mir die ersten 2 Stunden reingezogen. Oh, da ganz böse. Halt auch auf. Das wird da thematisiert. Oh, ganz böse. Der Gott in diesem Buch sagt natürlich, du kannst nicht wissen, was Liebe ist, wenn du das Gegenteil nicht kennst. Kann ich mit einem klaren Jein beantworten. Ich habe da auch schon so oft drüber philosophiert. Du kannst Liebe fühlen, auch wenn du das Gegenteil nicht erlebt hast, weißt dann auch nicht, dass es Liebe ist. Das heißt, Liebe als wahrnehmendes Etwas ist schon da, aber du weißt nicht, dass es Liebe ist. Das ist ja das beidseitige Schwert. Ja. Deswegen solltest du das Gegenteil auch erfahren. Ich halte davon zwar nicht viel, ich würde die ganze physische Festmeditation komplett lassen, es ist so viel Leid dazwischen, ja. Würde lieber als schwebendes Bewusstsein im Universum vom Kind tackern, wo gut ist. Diese Erfahrung ist ja schrecklich, die wir machen. Also, ist ja, ich habe so viel Leid durchlebt, da halte ich davon nicht sehr viel, unbedingt das Gegenteil erleben zu müssen. Genau, ja, so sehe ich das. Aber auch. Ich kann mir vorstellen, auch da sage ich wieder, es klingt plausibel, dass man das Gegenteil erfahren muss. Ein gewisser Bewusstseinscoach hat das ja auch mal gesagt. Im nächsten Leben wirst du dann sehr viel Liebe und Mitgefühl haben, wenn du im ersten Leben viel Leid erlebt hast. Das sei dann auch eine kausale Ursache-Wirkungsprinzip. Aber wenn du kein Leid erfahren hast, weißt du nicht, was Leid ist. Und dann wirst du vielleicht im nächsten Leben selber anderen Leid zufügen, ohne es zu wollen und ohne zu wissen, dass das Leid für den anderen bedeutet. Deswegen empfindest du dann Mitgefühl, wenn du im Leben davor Leid empfunden hast. Leid selber erlebt hast, am eigenen Körper. Manche erfahren so viel Leid, dass sie dann selbst halt auch anderen Leid zufügen. Andere wiederum lernen daraus. Also, ja, es ist ein Schwert. Es gibt eben kein Gut und Böse aus Metasicht. Das ist ja wieder diese ewige Frage. Gibt es richtig oder falsch? In unserer festphysischen Manifestation ist richtig und falsch eine Krückenmethode. Besser kann ich es nicht ausdrücken.
ist echt eine Krückenmethode, die hilfreich sein kann, aber die man so selten wie möglich anwenden sollte. So, mach das, was sich für dich richtig anfühlt. Wenn du Schmerz vollverleiht hast, dann erfahr nur noch so Liebe. Aber du kannst ja selber gar nicht wissen. Du kannst ja selber gar nicht wissen, wenn du noch nie Leid erfahren hast, ob du wüsstest, was Liebe dann ist. Das ist ja das. Dazu ja, müsstest du nie Leid erfahren haben, Liebe fühlen und mir dann sagen, ich weiß, was Liebe ist. Dann glaube ich es dir. Aber da du schon Leid erfahren hast, wie wir alle, können wir ja auch nicht darüber reden. Ja, stimmt eigentlich. Und wir wissen, wie Liebe ist, ohne Leid erfahren zu haben. Wir drei sind vielleicht so extrem unserer Liebe, weil wir unser ganzes Leben lang gelitten haben wie die Hölle, ja. Das ist vielleicht der einzige Grund, warum wir jetzt so drauf sind. Bei mir klingt das plausibel, wenn ich an meine Vergangenheit denke, ja. Also. Genau, Leid hilft aber beim Aufwachen. Hm. Ja, ich durfte mich auch 20 Jahre mit Krankheiten rumschlagen. Besonders schlimm war halt Neurodermitis, Mehlasthma und ja, auch viele andere Kleinigkeiten, also Schuppenflechte und Eiterpickel, richtig große Fette. Also ich habe auch 20 Jahre ordentlich gelitten, da kann man auch sagen, ja. Willkommen im Club. Ja. Tja, bei mir waren es nicht die Krankheiten, sondern die Umgebung, wie ich ja schon öfters erläutert habe. Wo ich dann genau wusste, was ich bloß nicht möchte. Ja. Da hat sich das dann selbst bestätigt, was du in Gesprächen mit Gott gehört hast. Ja. Wie gesagt, es muss nicht alles in dem Buch richtig sein, ne? Aber ja, ich habe auch schon davon einige, ist ich habe meiner Meinung nach auch schon einige Widersprüche erkannt, aber vieles war natürlich auch ziemlich bewusstseinserweiternd, was ich mir da in den ersten Stunden angehört habe. Du darfst nie vergessen, das Buch wurde auch von einem Menschen geschrieben. Von daher ist eine gewisse Fehleranfälligkeit immer vorhanden. Ja, genau, ja. Was im Buch auch übrigens in den ersten zwei Stunden auch gesagt wird, so, wo er Gott fragt, über die anderen Lehren und wo halt erwähnt wird, dass es immer wieder die Menschen eigene Interpretation da reingepackt haben, dass immer wieder dadurch verfälscht wurde und so. Genau, es gab drei Stellen in dem Buch, drei ganze Stellen, kleinere Abschnitte. Das hat sich bei mir alles zusammengezogen. Das hat sich unendlich falsch angefühlt. Ja, aber zwei oder drei waren es tatsächlich auch bei mir. Und ich habe mir fest vorgenommen, diese Dinge irgendwann nochmal, ich habe es schon wieder vergessen, es hatte absolut keine Wichtigkeit für mich. Aber irgendwann habe ich mir vorgenommen, das Buch nochmal schnell durchzurushen, nochmal schnell durchzulesen, diese drei Stellen mir dann aufzuschreiben, zu merken, damit ich die mal reflektieren kann, woher die kommen könnten. Nur so als Spaß für mein Ego, als kleines Spiel. Ist nicht so wichtig, es reicht nur die 97% positive Dinge, damit es für sich rausnimmt. Ja, echt, das ist sowieso überall so. Ja. Manche Dinge habe ich auch gar nicht verstanden. Da habe ich mich gefragt, warum macht ihr da jetzt so ein Heckmeck draus? Da haben die ja so 10, 15, 20 Stichpunkte und wieder gesülzt. Das hätten wir auch alles viel kürzer fassen können. Das hört sich fast wieder wie ein Buchfüller an, wie ein sinnloser. Also, da gibt es eine Seite, da werden die drei Gesetze, da wird das ganze Universum in drei einfache Gesetze gepackt. Und dann später in dem Buch werden wieder 15 draus gemacht. Da wollte ich schon wieder davonrennen, da kam ich schon wieder nicht mal hinterher. Das habe ich dann quasi nicht verstanden. Weil das klang für mich auch wie leere Worthülsen so ein bisschen. Es war unnötig eigentlich, weil ich hatte den Kern schon vorher verstanden. Da hätte man es dann nicht nochmal so kompliziert machen brauchen. Aber vielleicht hilft das anderen. Vielleicht hilft anderen wieder diese 15 Stichpunkte da. Aber für meine Wahrnehmung war dieses 15 Stichpunkte nochmal so auszukauen nicht so wichtig. Also wie man vorgehen soll im Leben und so. Diese 15 Dinger da, das war mir zu heftig. So, die nächste Frage an dich. Ist der Wunsch, Freunde zu haben, eine Abgabe von Verantwortung? Gar nicht. Gar nicht. Also aus meiner Sicht. Aus Ego-Sicht vielleicht schon. Ja. Aber aus meiner Sicht gar nicht. Für mich bedeutet Freunde Liebe teilen. Punkt. Mehr nicht. Ah, cool. Austausch von positiven Emotionen. Sehr schöne Antwort. Wunderbar. Ja. Mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Okay. Dann gleich zur nächsten. Wer sind für dich die größten Opfer des Konsumwahns und der Programmierung? Die Männer oder die Frauen in unserer Gesellschaft? Oh Gott. Beide gleich, jeder auf ihre Weise. Da ist so viel Leid, das erwischt beide genauso. Da gibt es keinen, das kein höher gestellter oder nicht. Die leiden beide gleich stark, auf ihre Weise. Irgendwann ich habe den Eindruck, dass die Frauen halt die größeren Opfer sind. Wenn ich mir mal angucke, die Werbung ist meistens so für die Frauen gestrickt und viele Sachen werden auch von Frauen gekauft. Deswegen glaube ich eher, dass die größeren ja, Opfer sind. Das ist wieder pauschalisiert. Dafür soll es angeblich mehr Männer geben als Frauen generell auf der Welt. Das ist, du meinst jetzt nur speziell auf den Konsum bezogen. Genau. Und der Programmierung. Wir Männer haben eine größere Trotzhaltung. Von daher sind wir schwerer anzusprechen auf manche Konsumdinger. Aber
als 7 Milliarden Menschen, um diese Frage zu beantworten, müsste ich Statistiken führen. Ja. Ich habe nur meine Wahrnehmung empfunden, Menschheit 90% Leitpunkt. Und das ist, ja. Und das sind solche Details, die mich da gar nicht mehr interessieren. Okay. Ich kann da keine klare Antwort geben, leider. Alles klar. Ich kann nur Vermutungen anstellen. Ja, nee, dann lass sein. Dann machen wir weiter mit der nächsten. Ist der Mensch für dich die Krone der Schöpfung? Wir denken noch so. Nächste Frage. So oft anhören, ja. Was? Glaubst du gar nicht. Ich muss mir den Spruch so oft anhören von Menschen, die glauben, die Krone der Schöpfung zu sein, weil sie dieses und jenes erfunden haben und weil sie dit und jenes können und die Tiere sind alle so dumm. Und da sage ich ihnen, passt mal auf, die Tiere werden noch viele Milliarden Jahre überleben hier auf diesem Planeten. Wenn wir ja, nicht so zur Hölle machen. Aber das, was wir hier machen, wir leben vielleicht keine 100 Jahre mehr, wenn wir so weitermachen. Dazu muss ich was sagen, ja. Generell, Intelligenz wird ja auch so hochgehoben und dass wir was Besonderes sein, weil wir so viel können, ist totaler Schwachsinn. Es gibt für mich nicht besseres Leben, wertvolleres Leben, noch nicht mal weiterentwickeltes Leben. Es gibt für mich immer nur andere Lebensarten. Moment, ich muss mal kurz Nase putzen. Also, was? Ich sagte, steck uns nicht da übers Mikrofon an, ey. Echt mal. Das war schon durch hier bei mir. Seid ihr auch geimpft? Ja. Ja. Bäume. Nachdem ich was von Bäumen erfahren habe, was mich richtig geschockt hatte, dass Bäume über das Wurzelgeflecht und sogar über Pilzfilamente über Kilometer miteinander kommunizieren können und Botschaften austauschen. Als ich das über Bäume erfahren habe, wusste ich, dass der Mensch alles andere als hochentwickelt ist. Die anderen Lebewesen, die könnten schon aus irgendeiner werten Sicht weiterentwickelt sein als wir. Ja. Von daher gibt es für mich nicht wertvolles Leben oder weiterentwickeltes Leben. Es gibt für mich immer nur andere Lebensformen. Punkt. Und jedes ist in seiner Einzigartigkeit unendlich schön. Für mich hat der Baum denselben Wert wie ein Tier und wie ein Mensch. Und das sind alles unterschiedliche Lebensformen, die alle die Realität unterschiedlich erfahren und eine Weise haben, die wunderschön und ja, vollkommen ist. So drücke ich es mal aus. Mir fällt da ganz spontan was ein. Glaubst du, dass diese Lichtnahrung möglich ist, theoretisch? Dass das gehen könnte, so wenn man einen gewissen Bewusstseinsgrad entwickelt hat? Oder glaubst du, vegan ist halt die, ich sag mal, die Endlösung, was am besten wäre? Wenn du noch die Frage mir vor einem Jahr gestellt hättest, hätte ich gesagt, da hast du mir einen Latten am Zaun. Heute muss ich sagen, ja, es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es möglich sein könnte, ja. Einfach nur, weil ich jetzt von der Meta-Welt viel weiß. Dann besteht auch die Gefahr, wenn man sich damit verbindet, dass man sich von purer Universumsenergie ernähren kann. Aber ich kann ja garantieren, dass wir drei nicht so weit sind und diese Fähigkeit noch nicht in Gänze ausführen können. Bis dahin empfehle ich weiterhin eine rohvegane Ernährung. Mhm. Aber du kannst es versuchen, ja klar. Befass dich mit Astralreisen, mit Meditation, versuch deinen Weg zu finden und du kannst dich auch von Licht ernähren. Beziehungsweise das Wort Licht stimmt nicht. Das ist eine Bagatelle. Den Begriff habe ich auch schon mit vielen spirituellen Menschen, was die eigentlich den Begriff Licht an sich sagen. Mit Licht meinen die wahrscheinlich das Bewusstsein. Es geht eigentlich darum, sich von Energie zu ernähren, im Großen und Ganzen. Um es heute wieder auf den wissenschaftlichen Tom Campbell Nenner zu bringen. Es geht darum, sich von einfach nur von der Umgebungsenergie zu ernähren. Und da hatte ich schon vor einem halben Jahr eine Theorie, da wir nur aus Quantenenergieteilchen bestehen und die Umgebung auch nur aus Quantenenergieteilchen bestehen, da könnten wir auch Quanten abzapfen von der Umgebung und uns integrieren. So könnten wir uns ernähren, indem wir einfach Umgebung uns mit der Umgebung neu bauen. Also es besteht genug Wahrscheinlichkeit, dass es Lichtnahrung gibt, ja. Aber jetzt ist es nicht empfehlenswert für unbewusste Menschen. Ja, die unbewusste Menschen, die nicht erleuchtet. Ja. Es besteht auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es in der Quanten- und Metaphysik ohne weiteres möglich ist und dass wir uns damit verbinden können, beziehungsweise mehr damit interagieren können, ja. Ja, theoretisch halt ist es auch für möglich, aber nicht. Es gibt ja da Rohveganer, die sind da fest überzeugt und die essen sau wenig und da und die bleiben auch relativ gesund und und bleiben am Leben. Da ist was an. Also die werden immer gesünder, je weniger sie essen. Wenn er ja nur noch sein Brokkoli und sein Wasser zu sich nimmt und nicht kreidebleich aussieht oder ist das Brot fällt, weil er schwummrig wird, dann glaub mir, je mehr du eins mit dem Universum bist, je weniger Essen brauchst du, kann man direkt, ja. Das glaube ich auch, ja. Und ich merke das auch. Das ist nicht mein Weg, das muss ich dazu sagen. Das ist auch nicht wirklich mein Weg. Okay. Aber ich finde es als Forschungsgebiet ganz interessant. Mhm. Naja, klar. Kann ja jeder seinen Weg gehen, ja, solange keinem anderen dabei schadet. Ja.
Nochmal zurück zu Schöpferwissen TV. Thomas hat letztens nämlich, der war so euphorisch irgendwie, obwohl er das eigentlich gar nicht sein will, weil er weiß, das ist ein Programm, weil er ein neues Auto hatte und ist dann rückwärts in so einen Bienenstock reingefahren. Und dann hat er gesagt, dann haben ihn ganz große Killerbienen angegriffen. Ja, also da musste ich so mit dem Kopf schütteln. Allein dieser Begriff Killerbienen, ja, sowas gibt es gar nicht. Aber Eckart Tolle, eine neue Erde, zwei Seiten nur Paranoia lesen, mehr sage ich dazu nicht. Das ist, ey, ich musste wirklich, er spricht immer andauernd von Programmen, weißt du, und dann erzählt er was von Killerbienen, haben ihn angegriffen. Also wirklich. Der Verstand glaubt ja an den negativen Einfluss von außen. Ey. Und der glaubt daran, dass da irgendwer an irgendeiner Machthebe sitzt. Irgendein Feind, ein Böses im Außen gibt es immer. Hm. Und solange er darunter leidet, gibt es dann wieder Menschen, die haben wieder Killerbienen gezüchtet oder beziehungsweise Bienen an sich selber zu solchen entwickelt. Oh mein Gott. Es kann schon sein, dass sich die Natur und die Tiere dann anders verhalten, wenn der Mensch zu viel Einfluss hatte, aber trotzdem. Killerbienen, nein, es gibt einfach nur Bienen. Die verhalten sich ihrer Natur und ihrer Umwelt in dem Universumsgesetz entsprechend. Punkt. Genau. Die verbringen innerhalb ihrer normalen Parameter, die Bienen. Jetzt für mich eine sehr interessante Frage, weil Thomas von Schöpferwissen TV hat es nämlich gesagt und überlege, ob er recht hat. Sind diese Sozialverhalten, die wir machen, Begrüßung, Hand geben, Bussi links und rechts, bitte, danke, brav, gehorsam sein, nett, hilfsbereit, sind das alle Programme, die wir ablegen sollten, die nicht zu uns gehören, zu unserem wahren Selbst? Richtig. Das sind alles so Dinge, wo der Verstand im Muster über Liebe gelegt hat. Also der Verstand, also wenn jemand zum Beispiel jemand anderen den Gefallen tut, und der was für den macht, was den anderen gefällt, dann sind alle glücklich und zufrieden und fühlen sich wohl damit. Und dann kommt der Verstand. Der legt ein Muster drauf, projiziert das im Außen und sagt, aha, wenn sich Menschen so verhalten, dann ist das Liebe. Und dann kommt der Verstand und sagt, alle müssen sich so verhalten, weil nur das ist dann Liebe. Nur dann weiß ich, dass ihr euch untereinander mögt und wertschätzt. Das ist dieses typische Muster von der Respekterzwingung. Ich kenne das sicherlich auch, diese, die heißt ja mal Amtsbriefe, so, selbst wenn da, ich meine, ich habe sowas noch nicht erlebt, aber selbst wenn da drin steht, ja, das und das ist jetzt enteignet oder sie schulden uns 50.000 Euro oder wir beschlagnahmen ihr Auto oder wir nehmen ihnen das Kind weg und dann steht da aber am Ende trotzdem mit freundlichen Grüßen. Also verlogener kann es nicht sein. Also. Das meine ich. Wunderschönes Beispiel. Ja. Der Verstand hat es mal im Außen beobachtet, wo andere im Sein waren und Liebe gegeben haben. Dann hat er Muster darüber gebackt, dass keine Emotion hat, kein Sein, gar nichts. Und dieses Muster zwingt er den anderen auf, weil das dann die Liebe widerspiegeln soll, die gar nicht da ist. Deswegen nützt auch Aufschreiben nicht. Wenn ich aufschreibe, wenn ich mir zum Beispiel eine Videoidee aufschreibe an einem Tag, und da habe ich eine positive Verknüpfung, Emotionen mit dem Sein, mit dem, was ich mir aufgeschrieben habe. Am nächsten Tag, über ein Video zu drehen, habe ich keine emotionale Verbindung zu den Wörtern, sie bedeuten für mich nichts. Deswegen muss ich Videos immer sofort im Affekt drehen, wenn es mir kommt. Am nächsten Tag hat das keinen Wert mehr. Und das der Verstand denkt aber, Dinge fix im Außen, also im Außen fix machen zu können. Das ist das. Und deswegen kommt das mit diesen, die Leute zwingen sich, das ist dann, nur das sei Liebe, nur das sei was Schönes, nur das sei was Gutes, was Wertvolles, wenn das alle machen. Ich finde nichts Schlimmeres als eine Begrüßung. Man wollte mich in meiner Kindheit immer dazu zwingen, Nachbarn zu grüßen, und das, obwohl ich zeitgleich vor allen Menschen Angst hatte, weil das hatte ich schon in frühester Babyheit, hatte ich vor allen Menschen Angst und war extrem schüchtern, weil meine Familie mir weiß, was in meiner Babytum angetrichtert hat. Und dann sollte ich meine Nachbarn grüßen, obwohl ich Angst vor Menschen hatte. Und das hat mir den ganzen Wahn erstmal gezeigt, weil da war keine Liebe dabei. Ich hätte Menschen, vor denen ich Angst habe, die ich quasi als negativ empfunden habe, hätte ich Liebe schenken sollen. Und das bedeutet für mich schon eine Begrüßung oder ein Handschlag oder sowas. Und das hat sich für mich vollkommen falsch angefühlt und ich bin da ganz groß zurückgewichen und ich grüße überhaupt keinen Menschen. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Ich finde nichts Unangenehmeres als Begrüßung aufgrund dieser dramatischen Erfahrung von damals. Ich muss mich zu einem kurzen Hai schon überwinden. Und das ist, wenn der Verstand dich dazu zwingen will, Liebe zu senden, obwohl du gar keinen empfindest. Dann entstehen solche Traumata dann. Also bei mir ist das nicht so extrem ausgeprägt, aber es ist tatsächlich auch teilweise bei mir so, dass ich mich dann mit Hi oder Hallo oder so auch überwinden muss, weil ich auch immer das Gefühl habe, das ist überflüssig eigentlich. Genau. Wenn sie Menschen begegnen, kommunizieren sie sofort miteinander und sind froh, dass sie sich begegnen. Ja. Sie begegnen sich und es fühlt sich auch mal gut an. Und dann kann man einfach sich angucken und anlächeln. Schön. Einfach nur Dasein genießen. Ich habe das aber in anderen Bereichen, das ist mir aber heute auch bewusst geworden, so, dass man versucht hat, gewisse Dinge einen krampfhaft aufzudrängen und man deswegen besonders eine Abneigung heute dagegen hat. Ja. Genau. Das ist bei mir ganz krass vorhanden.
Und generell ist es auch nicht nötig, genau. Also es ist, weil emotionaler Austausch findet bei jedem anders statt. Nur weil der Verstand gesehen hat, dass man sich einmal so eine Berührung, wie zum Beispiel Handschlag, das ausgelöst hat, müssen es dann alle Milliarden anderen auch tun. Nein. Man muss einfach nur seinen Weg finden, wie man andere wahrnimmt und mit dem anderen sein sein. Und da bedarf es keiner Worte. Im Grunde genommen, wenn du wirklich, wenn sich zwei Menschen wirklich verstehen, dann sitzen die sich stundenlang im Raum, schweigen gegenüber und genießen sich. Punkt. Also bedarf es gar keiner Geste, keiner Tat im Außen, keiner Körperbewegung, kein Nichts. Du kannst den anderen voll wahrnehmen. Wenn du das erst mal gespürt hast. Jeden dann Tag. Wird diese Frage gar nicht mehr aufkommen. Ja. Das spürt halt wirklich jeden Tag, wenn ich draußen bin in der Natur, im Wald, den Vögeln zugucke, den Würmern, den Ameisen, dann bin ich genau in diesen Gefühlen. Hast du schon mal zwei Vögel gesehen, die sich begrüßen? Ja, da ich schon, das ist voll schön. Ja. Hunde schnüffeln sofort aneinander. Die sagen nicht guten Tag, wer bist du, sondern sie sind voll in sein und tasten sich ab und nehmen wahr und versuchen Eindrücke zu gewinnen. Die stellen sich nicht gerade voreinander hin und machen dann ein konntes Wuff mit einem gewissen Tonfall, was dann guten Tag heißt. Ja, also die fangen oder sofort an zu spielen oder so. In der Natur oder unter Tieren in diesen Gefühlszustand zu kommen, ist aber bestimmt auch sicherlich viel einfacher, weil die haben ja das Ego nicht. Da geht's da kann man ganz einfach so. Genau. Und deswegen haben es Tiere einfacher, weil die Menschen haben nur Probleme. Und die Probleme sind alle vom Verstand erschaffen. Deswegen aber ist der Verstand per se nicht gerade heilsam. Aber bekämpfen nützt natürlich auch nicht. Das Verrückte ist, auch ich als Mensch aber fühle mich eigentlich unter Tieren in der Natur wohler als wie unter Menschen, weil das ist nicht anstrengend. Man muss keine Masken aufsetzen und so diesen ganzen Quatsch. So, man kann einfach tatsächlich sein, so, weil da gibt es keine Egos in der Natur und unter den Tieren. Du liest jetzt eine neue Erde von Eckhart Tolle, die Rollen des Egos. Schön maskenpersifliert, ich liebe dieses Kapitel. Ja, das habe ich ja auch oft thematisiert in meinen anderen Livestreams, dass wir halt wirklich immer eine Maske aufsetzen müssen bei unserer Mutter, bei unserem Bruder, bei unserem Vater, bei den Großeltern, bei der Freundin, bei dem besten Kumpel. Man muss immer einen anderen vorspielen, weil der andere sonst nicht mit einem sympathisieren kann. Man kann nicht beim besten Saufkumpan oder mit dem besten Saufkumpan reden, wie mit der kleinen Schwester oder wie mit der Mutter, dann dreht er durch. Und die Mutter würde durchdrehen, wenn ich wie mit ihr reden würde, wie mit meinem besten Saufkumpel. Deswegen müssen wir andauernd diese Schablonen aufsetzen, diese Masken und dem anderen was vorlügen. Sonst würde es nicht mehr funktionieren. Noch nicht. Richtig. Und dann, das ist immer das falsche Selbst, was Angst hat. Das heißt, es hat Angst, Ablehnung. Seinen Wert verletzt, wenn er sich emotional vollkommen öffnet. Ja. In der Vergangenheit vielleicht schon Verletzungen erfahren hat und so. Und das kenne ich auch von mir. Man verhält sich dann zum Beispiel vor Freunden etwas anderes als vor seinen Eltern. Und ich muss allerdings feststellen, und das wurde auch schon mal im Fernsehen persifliert, diese ganzen unterschiedlichen Extremverhältnissen. Ich muss dazu sagen, dass ich das auch zum Teil mitgemacht habe, aber sich nie richtig angefühlt hat. Es war anstrengend. Und da habe ich mich schon sehr oft einfach nur hingeplafft und direkt Dinge rausgesagt. Und deswegen kam ich dann irgendwann in ein Verhältnis, dass ich mich dann nicht mehr schämen musste. Das heißt, ich konnte von meinen Freunden und meiner Familie gleichzeitig dieselben Dinge ansprechen. Das galt noch nicht für alle Themen, aber ich konnte gleichzeitig darüber reden, weil ich alle offenbart habe, was mir wichtig ist und wie ich bin und wie ich denke und was ich mache und was ich mag und was mir wichtig ist und was mir unangenehm ist. Die waren alle zu 80% gleich aufgeklärt. Deswegen hatte ich so in meinem privaten Umfeld wenig Masken. Mhm. Auf Fremden hatte ich damit auch viele Masken, aber in meinem privaten Umfeld. Und natürlich hasst mich meine Familie dafür. Die haben mich 30 Jahre lang erzählt, mit mir, ich sei falsch, auf irgendeine Weise. Und auch heute habe ich keinen Bock, eine Maske aufzusetzen. Auch heute begegne ich noch meiner Familie und erzähle ihnen klar die Dinge, wie sie sind. Dadurch wird der Ego aufgedeckt, sie fühlen sich im Wert verletzt, müssen das sofort verteidigen und sind dann sauer und sagen, hör auf zu reden, hör auf zu uns Zeit zu labern oder. Und das ist ganz heftig, aber ich weiß, dass es sich unendlich falsch anfühlt, nicht die Wahrheit zu sagen. Ja. Ich habe da so leichten Mittelweg gefunden, damit nicht ausnahmslos jedes Gespräch im Streit endet, indem ich einfach Dinge gar nicht sage. Aber ich werde nicht lügen oder mich verstellen, sondern ich werde einfach Dinge gar nicht sagen. Ja, war bei mir auch so. Also als ich damals noch in meiner Gegend da, wo ich aufgewachsen bin, mit den ganzen Leuten rumgegammelt habe, ich habe auch irgendwann einen Mittelweg gefunden, würde ich sagen. Weil sonst wäre auch jedes Gespräch nur noch im Streit geendet. Genau. Das ist aber ich habe auch festgestellt, das ist auch, das habe ich, ein ganzes Jahr wurde ich ja umdoktriniert von meiner spirituellen Lehre, die hat mir komplett gezeigt, wie man mit Menschen umgeht, ohne Widerstand.
Je weniger Ängste und inneren Widerstand du in dir hast, je gelassener und ruhiger und Buddha du bist, umso weniger Angriff erleidest du auch selbst dann, wenn du die Wahrheit sagst. Du wirst dann auch genau wissen, wann du etwas sagen musst, weil du nicht mehr auf dein Ego hörst. Das heißt, wenn du nur noch aus deinem Sein heraus sprichst, wirst du zwar auch die Wahrheit sagen, aber das Ego oder andere wird sich dann nicht mehr unbedingt direkt angegriffen fühlen. Also es funktioniert auch. Je weniger Ängste und Widerstände ich habe, mehr blaffe ich die Wahrheit raus und je weniger greifen mich die anderen an. Das hat auch viel mit einem selbst, einer eigenen inneren Einstellung und so zu tun, mit dem eigenen inneren Sein. Also man kann schon die Wahrheit sagen, aber es, je unbewusster man ist, je mehr man im eigenen Widerstand ist, umso mehr kriegt man einen in die Fresse. Was wiederum der Lerneffekt vom Universum ist. Wenn du dich in einem Widerstand agierst, und das funktioniert nicht mit den Regelsätzen des Universums, sondern überein, kriegst du einen in die Fresse. Punkt. Man könnte auch sagen, das Universum schlägt dich, wenn du nicht in der Liebe bist. Weil wenn du in der Liebe bist, hast du schon keinen inneren Widerstand mehr in dir und dann kommt es auch nicht zum Kampf. Ja. So, dann frag mal weiter. Was hältst du von sozialen Medien, wo die Menschen sich nur noch digital treffen oder iPhones, die alles wissen können, haben? Ich habe das Gefühl, diese Dinge vereinsamen den einzelnen Menschen und machen ihn asozial. Ich schließe jetzt mal meine Tür und dann beantworte ich die Frage. Mir wird nämlich kalt. Okay. Ja, du weißt ja 132 Grad und so. Das war keine Übertreibung von meinem Ego. Die Temperatur stimmt tatsächlich. Ich liebe 32 Grad. Ich wäre tot. Bei 33 Grad wäre ich schon tot. Ja, ist mir auch viel zu warm. Ich habe einen guten Kreislauf, gute Durchblutung. Ja, also ab 33,5 Grad muss ich sagen, wenn ich mich dann bewege und wenn ich nur einen Finger hebe, wird es dann wirklich kritisch. Ja, dann kann ich sagen, ja, mir wird langsam warm. Das muss dann nicht noch wärmer sein als 35 Grad oder so, dann nicht. Aber das kenne ich auch. Einer meiner Kumpel, die hier waren, die sind fast gestorben. Die brauchen auch ein bisschen weniger. Der Hochsommer, der muss dann ja richtig lässig für dich sein. Ne? Ich zum Beispiel, ich leide schon, wenn es so draußen 30 Grad sind oder 25 Grad, da geht das schon los bei mir. Was, der Hochsommer muss bei dir lästig sein? Ja, was? Bei wem muss der Hochsommer lästig sein? Nee, ich sag ja nur wegen dieser ganzen Durchblutungssachen und so ein Kram halt so. Ich zum Beispiel, meine Freundin, die friert extrem schnell. Bei mir ist das alles auch umgekehrt. Also ich habe mit Kälte kaum ein Problem, obwohl ich gerne heiß dusche, muss ich sagen. Aber jetzt so die Lufttemperatur. So, ich kann bei ein paar Grad, ohne mich zu bewegen, rumsitzen und mir wird nicht kalt. Und so ab 25 Grad wird es schon anstrengend für mich. So. Und deswegen sage ich, Hochsommer muss für dich ja richtig lässig sein. So. Nee, Hochsommer ist für mich sehr angenehm, dafür ich nämlich mal nicht. Ja, oder so halt, ja. Ja, verdreht. ich muss allerdings dazu sagen, dass es tatsächlich 2 Wochen im Jahr gibt, wo mir zu warm ist. Oh, okay. Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit wirkt das dann wärmer. Das heißt, es sind zwar auch nur 31 bis 33 Grad im Sommer, die fühlen sich aber 10 Grad wärmer an als die 30 Grad im Winter. Hohe Luftfeuchtigkeit lässt einen das extrem spüren, weil auch Wasser Wärme schneller überträgt als Luft. Und wenn da viel Wasser in der Luft ist sozusagen, dann fühlst du dieses Wasser in der Luft an deinen Körper und du bist klitschnass und suppst die ganze Zeit. Da sitze ich hier splitterfasernackt und es läuft und läuft, auch mit Lederkaut, besonders angenehm. Ja, du sitzt hier splitterfasernackt und du läufst aus und da gibt es dann die ganze 2 Wochen im Sommer, wo ich leide. Aber ansonsten gibt es eigentlich zu viele kalte Tage in diesem Drecksland. Ich glaube, ich sollte nach Thailand. Also so Tropen würden wir ja nicht ausmachen. Das ist angenehm endlich mal. Es gab für mich selten einen zu warm. Obwohl in der Sahara bei 50 Grad, da überlege ich es mir zweimal, ob ich da reingehe. Es gibt auch für mich einen zu warm, das muss ich sagen. Es ist nur seltener als bei anderen, aber es gibt auch für mich einen zu warm. Ja, hier soziale Medien. Ach so, ja, genau. Ich habe gerade mal, also ich teile sogar in 2 Fragen. Also die erste Frage ist, was hältst du von den sozialen Medien, wo die Menschen sich noch digital treffen? Vereinsamen sie nicht die Menschen eher, als dass sie zusammenführen? In 99% der Fälle ja. Man könnte es so schön nutzen, um für sich neue Menschen kennenzulernen, die im Real Life zu treffen und mit denen so schön im Sein zu sein, was zu machen, neue Freunde etc. Das könnte man so schön nutzen. Aber es wird tatsächlich dazu verwendet überwiegend, damit man seinen Arsch nicht mehr rauszubewegen muss, um mit Menschen zu sprechen, damit man wirklich bequem mit Menschen interagieren kann. Da fehlt auch diese Wahrnehmung des anderen. Ja, auf Quanten- und Metaebene ist ja total nicht vorhanden. Du hast fast nur noch den verbalen Intellekt.
Und man fühlt sich da schon ein bisschen wohler, aber in dir spürst du, dass dir alles Mögliche fehlt. Das habe ich schon in Livestreams erlebt. Das ist echt, man wird, man baut seelisch, geistig immer mehr ab. Man wird immer einsamer und einsamer und einsamer. Man ist in Chatrooms mit 300 Personen, mit denen man sich den ganzen Tag unterhält und fühlt sich immer einsamer. Das sorgt eher für Einsamkeit, ja, weil diese Art der Kommunikation sollte maximal dazu dienen, sich so auszutauschen, dass man sich danach sofort trifft. Das ist maximal. Und das wird auch nicht dazu verwendet, sondern eher zum Kompensieren, wenn man wenig Freunde hat. Und schrecklich, ganz schrecklich. Deswegen halte ich davon nicht viel, obwohl das Medium an sich schon existieren darf, um neue Beziehungen zu knüpfen, aber nicht, um dort neue Beziehungen zu führen, sondern nur zu knüpfen. Damit Beziehungen führen, finde ich das schrecklich. Ja. Und einhergehend ist ja dann die nächste Frage, was du von iPhones hältst. Also ich habe letztens eine Familie gesehen, die waren im Park zu viert und alle vier haben in ihr Ding geguckt und sind so entlang gegangen, den Park, die ganze Zeit. Und ich musste nur mit dem Kopf schütteln, wie eine Familie so agieren kann. Ja. Also als allererstes, du meinst jetzt natürlich diesen Bewegungsaspekt da wie ein Magnet dran zu hängen. Als allererstes muss ich mal sagen, dass ich von Funkwellen generell gar nicht halte, weil mir davon nur Spaß übe. Ich kriege davon extreme Kopfschmerzen und deswegen habe ich schon aus diesen Gründen kein Smartphone oder wenn, dann nur auf Flugzeugmodus. Aber diese Abhängigkeit von einem digitalen Gerät, das sorgt natürlich auch für geistige Verdummung und für eine Roboterhaftigkeit, die es in sich hat. Wenn man da die ganze Zeit drauf stiert, wenn man da verbunden ist, das dient eigentlich nur, dass der Verstand sich selbst nicht ertragen muss. Also es ist so wie Alkohol. Es ist im Grunde genommen eine Ablenkung wie Alkohol, damit man sich selbst nicht den ganzen Tag ertragen muss, lässt man sich damit betäuben und kommt in so eine Art lethargischen Zustand und das ist nicht gesund. Das finde ich ganz schrecklich. Ich würde niemals unterwegs auf ein Display gucken. Ich nehme mein Handy maximal als Kamera und das war's. Also nur zum Filmen von YouTube-Videos. Ansonsten hätte ich nicht mal ein Handy. Ich telefoniere auch nur über Festnetz. Ich auch, ich habe gar kein Handy. Finde ich Das klasse. Krasseste, was mir mal passiert ist, möchte ich kurz erzählen, dass, da war ich auf dem Alexanderplatz oben mit einem Kumpel und da haben wir uns unterhalten und auf einmal klingelt sein Handy und der sagt, oh, warte mal, ich muss jetzt mal ran und hat sich umgedreht und hat dann in Ruhe telefoniert. Obwohl wir gerade im Gespräch drin waren, ja, da dachte ich mir auch, wow, Hammer, klasse, danke dir. Ja, das verletzt mich dann auch extrem, ja. Ja. Weil du bist mit dem anderen im Sein und der andere nimmt dich dann emotional nicht mehr wahr. Und das tut Genau. weh. Das ruppt dich dann Genau. richtig raus aus dem emotionalen Feld. Ja. Und ich fühle mich hier zu Hause schon zu erreichbar, also am Festnetz. Das heißt, ich würde am liebsten da noch einen Stecker ziehen, weil es lenkt mich immer ab, wenn ich zum Beispiel ein Video drehe oder mit Leuten livestreame oder mit euch jetzt gerade kommuniziere in irgendeiner Form. Das lenkt dann ab, wenn ich mit Telefon. Deswegen finde ich es lieber, klitzekleine Textnachricht, eine Zeile in Facebook oder so geschickt oder in Twitch oder in einer anderen Plattform, sich verabreden und dann richtig kommunizieren. Das finde ich super. Aber angerufen werden und dann in das Gespräch zu müssen und ohne Vorplanung, das finde ich die Hölle. Wie gesagt, wenn ich mir Zeit nehme für Menschen, dann richtig und immer. Und deswegen jedes Gespräch am besten einen Termin vereinbaren. Es sei denn natürlich, du hast starke emotionale Probleme, brauchst meine Hilfe, dann lehne ich die natürlich nicht ab. Aber Telefon an sich ist meistens nur störend und wenn ich angerufen werde, war es noch nie wichtig. Ist meistens nur ein ganz bestimmtes Familienmitglied von mir und es ist selten wichtig. Und selbst das ist noch zu oft, da wo ich nur zweimal in alle 2 Wochen einmal angerufen werde. Das nervt. Ich ziehe irgendwann noch einen Festnetzstecker. Ich brauche kein Telefon, mir reicht kurze Verabredung. Per Text irgendwo, irgendein Messenger und der Rest trifft man sich live oder im Stream. Das ist die Ja, schönste Art der Kommunikation für mich. das habe ich bei meiner Familie schon klar gemacht, dass mich keiner erreichen kann. Also man kann mich wirklich nur über YouTube erreichen und Telefon ist bei mir auch immer aus. Also Stecker habe ich immer gezogen und ich stecke den nur ran, wenn ich jemand anrufen will. Ansonsten wissen alle, ich bin nicht erreichbar. Da macht sich dann auch keiner Sorgen. Ja, Ja, Sorgen weil hat ich sich habe das keiner auch mehr. nicht. Am besten einen Brief im Briefkasten schmeißen, wenn du das so willst. Auch spontanes Klingeln. Ich öffne niemanden die Tür. Geht gar nicht. Das sind meistens nur Leute, die irgendwas Ego-Bullshit bei mir abladen wollen. Und Genau, meistens Werbe, ja. irgendwas in mir ist falsch, wenn Nachbarn klingeln, weil ich zu laut bin. Oder in der Baustelle irgendwas wollen. Keine Ahnung. Es ist irgendwas nervt. Oder irgendein Brief, den ich gar nicht haben wollte. Und deswegen, ich öffne niemanden die Tür, der sich nicht vorankündigt. Klingeln nervt, weckt mich meistens nur, wenn ich schlafe. Und ich schlafe zu allen möglichen Uhrzeiten. Und es klingelt, schrecklich. Genauso, ja. Ich habe Dann extra schon wurde. einen Gong. Ich habe nicht mal eine laute Lärmklingel. Ich habe wirklich nur einen Gong, der ganz gleich Ding-Dong macht. Wenn ich Nein, plötzlich so von Lärm belästigt werde. Was? bei uns das ist so eine richtig eklige, fiese Klingel, die so. So eine Klingel haben wir hier. Also da zuckst du wirklich zusammen, wenn du die Klingel jetzt mal hörst, weil die so ekelhaft laut ist. Ja. Du tust mir sehr leid. Also, wir hatten vor kurzem eine Klingel, die war so. Und zwar richtig laut. Da ist mir jedes Mal das Herz in die Hose gerutscht.
Aber es finden hier seit einigen Monaten Umbauten statt bei diesem Gebäude und die haben jetzt auch, was übrigens unerträglich ist, also manchmal ist wochenlang Ruhe, manchmal, also weil die dann woanders sind, aber manchmal wochenlang hier ständig Gebohre und alles, total der Nerventerror. Ja, aber um zur Klingel zu kommen, die haben die Klingel auch umgebaut und jetzt können wir sogar zwischen irgendwie, ich glaube, 6 verschiedenen Tönen wählen oder so und da haben wir das harmloseste genommen. Cool. Das kürzeste und harmloseste, glaube ich. Und leiser stellen kann man es auch. Das ist gut. Wir haben es auch leiser stellen können jetzt. Ey. Na, schön. Ja, das ist super. Das ist super. Ich wollte noch, besser. Also mein Bruder kann die Klingel sogar richtig ausstellen, ja. Ja, ich wollte noch eine Gag sagen. Diese Klingel, das muss ich ein Ego ausgedacht haben. Ja, ich glaube auch. Pure Liebe. Auch diese Motoren. Die pure Liebe würde anders handeln. Auch diese Motorengeräusche von Presslufthammer und Rasenmäher und von Laubbläser, die machen ja Krach. Das ist erstmal laut. Aber wenn man jetzt im Raum sitzt und die Fenster zu hat und die Rolle ist unten, dann ist das ja deutlich leiser. Das heißt, es tut den Ohren erstmal nicht mehr weh. Aber die Geräuschart selber, da zieht sich immer alles zusammen. Ich kann instinktiv wahrnehmen, dass dieses Geräusch nicht unserer Natur entspricht und nicht sein sollte. Ja, genau, das genau. Ja. Fühlt sich nicht harmonisch und Gleichgewicht an. Das ist negative Energie. Nur allein die Geräuschart, der Klang, der Takt, wie auch immer ich es ausdrücke, das zieht mir Energie, obwohl es nur 10 Dezibel vielleicht noch sind hier drin. Ja, das ist bei mir auch so, ja. Die Geräuschart, die ist auf der Seinsebene die Hölle. Das hat nichts mit Liebe zu tun und sich auch mal wieder einen Verstand ausgedacht. Das Herz hätte ganz anderen Motor gebaut als das Ego. So sieht es nämlich aus. Motor gebaut hätte. Ja. Die ganzen technischen Reden, die werden ja vom Ego gebaut. Die sollten mal von der Liebe gebaut werden. Da würde was ganz anderes rauskommen. Würden dann auch 0 Dezibel von sich geben. Ich werfe nicht Geräte auf den Markt, solange es noch Krach macht und baue dann 100 Jahre dran, dass es leiser werden. Nee, ich bringe Geräte auf den Markt, wenn es leise ist. Ja. Weil es unter dem leise und natürlich eine angenehme Klangfarbe, wenn es überhaupt noch Geräusche erzeugt. Einen ganz anderen Takt. Ja, es wird halt alles linkslastig entworfen. Ich habe mal von Robotern gebaut worden. Und deswegen kommen die Leute dann auch wie Roboter vor, wenn sie dann auch ein Handy haben. Ja, ich habe mal ein Video gesehen von einer Mäusefalle, die allerdings wirklich mal mit beiden Gehirnhälften entworfen wurde. Die wurde richtig klug entworfen, aber auch nicht zu kompliziert. Da müsste die Maus überleben. Was? Da müsste die Maus überleben. Genau. Ja, natürlich. Darum geht's auch. Also die wurde extra so entworfen, dass die Maus dann halt nur gefangen wird und der die rausbringen will. So. Und da hat er das auch gemacht, hat er da auch gefilmt, wie er die dann irgendwo in der Natur freigelassen hat. Hat dann so eine eigene Mausefalle entworfen. Schön. Würde ich mal sehen. Ja, müsste ich mal gucken, ob ich das wiederfinde. Das ist schon lange her, aber da war ich begeistert. Da war ich auch schon in dem Thema Gehirnhälfte und Polarität drin und da dachte ich, das ist doch mal ein super schönes Beispiel, wie es laufen sollte, wenn man beides benutzt. Ich finde es ja ganz cool, diese Biker, die jetzt draußen wieder rumfahren mit ihrem coolen Harley-Davidson-Jackchen und was nicht alles. Und dann ein Motor, der so laut brüllt, dass dir bald hier die Zähne rausfliegen teilweise. Also, was sind das für Typen sind? Weißt du, sind da teilweise auch so nur Berserker, tätowiert bis zum geht nicht mehr und weißt du? Also, da frage ich mich, was müssen die denn kompensieren, sag mal? Die stellen da schon so viel dar. Warum müssen die noch so einen krassen, lauten Motor an ihren Teil da haben? Ich wollte es gerade sagen, das ist das kompensierende Ego. Also, Eckhart Tolle sagt, die westliche Gesellschaft generell, die ist so laut. Das heißt, der Verstand muss Lärm machen, sehr viel Lärm, damit er sich selbst nicht mehr hören braucht. Man muss alles sehr laut machen. Das ist im Grunde eine unterbewusste Krückenmethode, nicht so viel denken zu müssen, weil das strengt ja an. Der Verstand ist nur auf Gedanken aus und die Menschen denken den ganzen Tag, wo sie eigentlich 4 Stunden am Tag meditieren sollten, damit sich das Unterbewusstsein aufräumt. Der Verstand denkt den ganzen Tag, damit man diesen ganzen Krach im Kopf, der da abgeht, nicht mehr ertragen muss, macht die westliche Gesellschaft viel Lärm. Das ist auch Disco und Open Air und so ein Wahnsinn. Das sind ja Milliarden Dezibel. Da kann ich nur schreiend davonlaufen. Der Verstand macht Lärm, damit er sich selbst nicht hören muss. Das ist die Ego-Krücken-Methode, sich selbst zu bekämpfen quasi. Das ist, wenn man sich selbst nicht hat, das ist selbe wie bei Alkohol wieder, um sich zu betäuben. Lärm ist eine Form, sich zu betäuben. Geht gar nicht. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ich hatte ja auch mal einen Quad, kurzfristig, und das war China und das war unfassbar laut. Das hat mich fast gewundert, dass ich das in Deutschland zugelassen wurde. Da haben sich die Nachbarn meiner Oma aufgeregt, das war ja Wahnsinn. Ich bin damit, also der Helm, der macht schon ein bisschen was aus, das macht schon ein bisschen leiser, aber ich habe mir noch Ohrstöpsel drunter gesteckt und es war mir immer noch zu laut und zu penetrant. Ich habe mich die ganze Zeit gedacht, das kann man doch leiser herstellen, ich weiß doch, dass es leiser geht, ich habe doch schon ganz andere Motoren.
Und da denke ich mir, ah, ich habe das Ding schneller doch verkauft, nur wegen dem Lärm. Ich musste erst mein Quad verkaufen wegen dem Lärm. Ja, das Aber wundert hier. mich auch. Also, es gibt auch wirklich manchmal ganz, ganz seltene Motorräder, die fahren an mir vorbei. Da denke ich mir, wow, was war denn das jetzt? Da habe ich nichts gehört. Ja, da denke ich mir auch, hat der einen Elektromotor drin? Also, sowas gibt es auch. Ja, und da muss ich dann sagen, so einen Typen finde ich richtig cool, weil der belästigt niemanden, keine Vögel, keine Menschen, keine, weiß ich nicht, andere Wesen, die da um uns herum sind. Ja, der ist an mir vorbei, ohne irgendwas von sich zu geben. Und da dachte ich nur, der Typ ist richtig cool. Ich bin da grundsätzlich auch gegen, aber es gibt, wie ich persönlich finde, tatsächlich einige Motorengeräusche, die sich tatsächlich, wie ich finde, harmonisch anhören. Aber kurz nebenbei noch, ich habe einen Link reingestellt. Das ist nicht das Video, von dem ich eben erzählt habe, aber das heißt auch die freundliche Mausefalle. Das ist halt auch so eine, wo die Maus nicht getötet, sondern nur eingefangen wird. Okay. Die wird dann gleich in den Mixer transportiert. Ich hoffe mal nicht, das sieht man jedenfalls nicht. So ein freundliches Video und dann nur 2 Abonnenten. Das ist so typisch für immer, wenn hohes Bewusstsein da ist, sieht das kein Mensch. Das ist auch, weil sich Menschen von ihren eigenen inneren Widerständen anziehen lassen, also von Leuten, die selber noch immer Widerstand haben. Das ist leider das Traurige. Was wollte ich jetzt dazu sagen? Jetzt wollte ich auch noch eine Geschichte dazu sagen, zu dem Lärm. Mein Kumpel hat mal mit irgendeinem Auto vor meiner früheren Wohnung geparkt und ist dann weggefahren und ja, er fand das ziemlich witzig, dass sein Motor Fehlzündung hatte und da ist natürlich ein Fuchs hinten aus dem Auspuff rausgekommen. Das hat geknallt wie ein Silvesterknaller. Hat meinen Boah. Ohren sehr wehgetan, fand ich einfach nur die Hölle. Er fand sowas Ja. witzig. Krass. Schrecklich, ey. Und jetzt, du, Sascha, guck mal mein Silvestervideo auf meinem Hauptkanal. da habe ich mich auch mal zu dem Thema geäußert. Und dann bin ich mal in einem Auto von einem relativ betuchten Menschen mitgefahren. Das war ein Makler. Und da ist mir die Kinnlade runtergefahren. Ich weiß nicht, ob es ein Audi, Mercedes war, irgendwas ganz Modernes und ganz Teures. Das war ein Cabrio. Wir sind in den Cabrio gefahren. Und das war so konstruiert, ich dachte, der Motor wäre aus. Ich wusste nicht, wie dieses Auto fährt. Es war möglich, Automotorgeräusche auf nichts zu reduzieren. Ja, das, Das war leiser als ja. eine Wasserkühlung von einem PC. Also war das auch Ja, ein krass. Elektroauto oder? Nein, 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 das war ein Benziner. Oh, okay, krass. Also ich vermute, kann natürlich auch sein, dass er auch noch in einen hohen Gang gefahren ist. Ich habe auch schon Muscle Cars gesehen, die sind einfach im sechsten Gang dahin gerollt. Man hat fast nichts mehr gehört. Nein, da ist ja beschleunigt, ohne Ende. Da wollte ja Okay. protzen. War ja ein kraftvolles Auto. Da hat er beschleunigt. Wuh, nur es war kein Wuh, Geräusch. Das ist einfach nur so, wie auf Schienen. Es hat sich angefühlt, als würden wir schweben mit so einem Okay, Hoverglider. naja, also man sieht, es ist möglich, selbst im Ja. Benzin. Und es ist Ich uns meine, auch. Nikola Tesla, Viktor Schauberger, ja, die haben es doch bewiesen, dass es möglich ist. Ja. Physisch ist alles Mögliche möglich. Ja. Der Verstand macht halt nur das Schlimme. Und, und, Ja. dieses, und da war noch ein Phänomen. Und zwar, wir waren im offenen Cabriolet. Ich war schon mal früher in den 90ern in offenen Cabriolet, der Wind hatte gelärmt, aber da war die Frontscheibe und die Seitenscheiben waren noch offen. Und das war alles so geformt, dass Windgeräusche nur in dem Auto ankamen. Das heißt, es war ein Cabrio und du hast nicht mal Wind gehört. Das war unglaublich. Das war ein Was? Wochenende, ich habe den Wind nicht gehört, ich habe den Motor nicht gehört. Das heißt, das Boah. Auto war offen. Ich hätte den Motor ja lauter hören müssen von außen. Ich war ja quasi außen im Auto. Ich habe trotzdem gar nichts gehört. Es war nicht an das Boah. Auto in meiner Wahrnehmung. Ich habe sowas noch nie erlebt. Da habe ich mal Das ist gedacht, irgendwas fantastisch. fehlt da. Ja. Und Da hat was gefehlt, deswegen, das ich sage ich ja, das ist selbstzerstörerisch bis zum geht nicht mehr, was da draußen mit den Autos und den Motorrädern abgeht und den Trucks und was es nicht alle gibt, die ganze Schifffahrt. Also was hier die Umwelt verpestet wird, aber auch mit Lärm belästigt wird, bis zum geht nicht mehr, ja. Ja, wisst ihr, was mir mega auf die Nerven geht? Dieses scheiß Gehupe. Das ist mir das. Es Ja. hat bestimmt auch gelegentlich seine Berechtigung, wenn zum Beispiel, ne, keine Ahnung, muss ja nicht immer Beispiele nennen, aber das meiste Hupen, was ich wahrnehme, ist völlig überflüssig, wegen Kleinigkeiten. Ja, also Einkaufswagen im Weg oder Hund ist im Weg, da wird gehupt, damit die Katze schnell wegspringt, also ein Schwachsinn. Ich würde nie hupen, ich würde stehen bleiben, bis die Katze freiwillig weggeht. Ja, oder Genau. ich habe auch schon öfters gesehen, die Ampel ist gerade grün und jemand braucht länger als eine halbe Sekunde, um Gas zu geben und schon Ja. hupt man. Ja, ganz Ja. schlimm. Grün, Babhup. Ja. Das Ego will immer in den nächsten Moment hassen. Dazu auch mal mein Wonach suchen Sie dein Video gucken. Das ist ganz schlimm. Was habe ich? Was wollte ich denn jetzt sagen? Sammel dich erstmal. Weil ich habe schon Todesangst davor, weil mein Gehör, das tut dann richtig tolle weh. Ich traue mich kaum noch ohne Ohrschützer raus. Also es geht gar nicht. Man kann nicht durch die Matrix ohne Ohrschützer laufen.
Und das ist ganz, ganz selten. Wenn es nur auf dem Parkplatz vor dem Einkaufsladen ist, da ist schon wieder Hubpotenzial. Und auch mich wollten sie fast überfahren. Ich bin einen Tag da oben lang gefahren. Es war eine relativ schwach befahrene Straße, nur Kopfsteinpflaster und viele geparkte Autos, eine relativ ruhige Gegend aus Gassen. Und ich bin da rangefahren an die nächste Kreuzung. Nirgendwo ein Auto, überall, alles leer, richtig langsamer Kopfsteinpflaster. Ich gucke mich um, rechts, links und gucke, wo ich da hinten parken könnte. Da habe ich mal, lass es mal 10, 20 Sekunden sein, gehalten an dieser Kreuzung. Und habe geguckt, da war einer hinter mir, der hat mich für wahnsinnig erklärt. Der ist mit einem wütenden Gesicht an mir vorbeigefahren, hat mich wütend angeguckt, mit der Hand gewinkt und hat mich überholt und ist dann abgedampft, weil Menschen keine 20 Sekunden Zeit haben. Das Ego hat nie Zeit, es muss immer den nächsten Moment holtasten. Wenn ich Auto fahre, für mich ist das Genuss, ich habe es ja nie eilig. Wenn ich 3 Stunden zu spät komme, ist eigentlich schlimm. Oder wenn ich 3 Tage später wo ankomme, ist eigentlich schlimm. Ich habe es ja nie eilig. Also wenn ich Und da genieße ich jeden Atemzug beim Fahren. Ich genieße das Auto, ich genieße das Bedienen des Lenkrades. Ich bin voll im Sein. Ich bin das Auto, ich werde zum Auto in dem Moment. Ich fahre da ganz gleitend vor mich hin und gucke mich ruhig um. Wenn ich mich mitten auf der Straße mal eine Stunde hinstelle und mir die Umgebung angucke, ist das vollkommen okay. Ja, sehr schön. Mache ich auch genau. Ja. Wenn ich in der Natur bin, geht es mir genauso, ja. Ja, ich nehme die Umgebung. Du hast ja auch schon gesagt. Du fährst nach deinen eigenen Regeln, du hältst dich nicht an die Straßenverkehrsregeln, wa? Ah ja, ich ignoriere schon das Prinzip jedes Schritt. Ich bin auch 2-mal geblitzt worden auf meiner Heimfahrt von Bayern und habe bis heute noch nicht im Briefkasten. Also ich glaube, das fand ich auch sehr witzig, dass da gar nichts gekommen ist. Aber das juckt mich auch nicht, wenn ich eine Strafe kriege. Geld, das ist nur Geld. Hm. Ich habe nicht davon, wenn es alles hört auf, dann können sie auch nicht reden. Also das ist total lächerlich. Ich fahre viel sicherer, wenn ich mich nicht darauf konzentriere, wie schnell fahre ich denn jetzt, sondern einfach nur auf die Umgebung achte und sie wahrnehme im Seinszustand. Und dann überfahre ich niemanden. Die Geschwindigkeit ist dabei egal. Es gibt Stellen, da fahre ich tatsächlich viel langsamer als erlaubt ist und es gibt Stellen, da fahre ich 10-mal schneller als erlaubt ist. Und immer dann, wenn ich voll im Sein bin und die richtige Übersicht habe. Und nach 20 Jahren fahren ist noch nie was passiert. Ja. Machst du irgendwas richtig, ja. Ich überfahre auch keine Katzen und Frösche. Ich sehe die und passe ganz genau aus. Keine Vögel und keine Mäuse. Mhm. Ich habe angehalten. Ich sehe die schon auf 100 Meter Entfernung, sehe ich schon eine Frosch über die Straße hoch und halte an. Ich muss da gerade daran denken, in Indien, ne, da ist das doch mit dem Verkehr das totale Gegenteil wie hier teilweise. Die fahren da scheinbar alle nach Intuition und nicht nach linkslastigen Regeln. Genau. Kennt ja auch so. Das ist schon echt faszinierend, wie die das da hinkriegen, muss ich sagen. Also, ja, so, in so einem Land würde ich mal fahren, macht bestimmt Spaß. Ja, da gibt es ja auch Videos, die zeigen auch, wie die dann an Hunden vorbeifahren oder an Kühen, die mitten auf der Straße liegen und so, ist faszinierend. Ja, das geht doch. Ja. Und fährt nach Wahrnehmung, nicht nach Regeln. Wenn der Verstand wieder irgendwelche Muster dir aufzwingen will, kann es nicht funktionieren, weil du nicht nach dem Muster des anderen Verstandes funktionieren kannst. Du kannst nur maximal nach den Mustern deines Verstandes und nach den Wahrnehmungen deines Seinszustandes agieren. Und jedes Gesetz und jedes Regel, was sich ein anderer erdacht hat, harmoniert nicht mit deinem Muster. Deswegen wird es bedeuten, dass wenn ich die ganze Zeit nur auf den Tacho gucke oder auf ein Verkehrsschild, würde ich alles andere um mich herum nicht sehen und nicht wahrnehmen und überfahren. Wenn ich auf die Muster der anderen achte. Und ich habe ja in der Fahrschule gelernt, dass über ein paar hundert Schilder, ein paar hundert verschiedene Verkehrsschilder so sehen wir in Deutschland. Die alle ihre eigenen Regelungen und Sätze haben, da hat der Verstand wieder schön gearbeitet und eine schöne Feindbilderschaft, musste wieder irgendwas reglementieren und kontrollieren aus Angst. Und wir bräuchten kein Schild. Grobes rechts vor links reicht, Punkt. Der Rest, alle Geschwindigkeitsgrenzen, alle weg. Jedes nur die Geschwindigkeitsgrenzen. Natürlich kann man dann wieder sagen, ja, da fahren welche mit 120 durch die Stadt oder fahren dann Kinder. Ja, die waren ja auch nicht im Sein, waren ja ein fahrendes Ego. Du solltest nicht Egos auf die Straße lassen, sondern Menschen, die bewusst sind. Du solltest nur richtige selbst. Und da wird das den Verkehr erstmal schmälern. Es gäbe erstmal 99,99999% weniger Autos. Und du könntest dann mit 120 durch die Stadt fahren, weil du eine ganz andere Wahrnehmung hast und Dinge mitkriegen würdest, die ein anderer nicht mitkriegt. Und da passiert auch bei 120 in der Stadt nichts. Es ist immer situationsabhängig. Es gibt breite Straßen in der Stadt, du denkst, das sind fast Autobahnen, da musst du dann mit 50 in den Land rauchen, du denkst, du stehst. Links eine breite Spur, rechts eine breite Spur. Rechts komplett freier Fahrradweg, links ein freier Fahrradweg, dann noch ein freier Fußweg, dann noch ein freier Fußweg. Du siehst eine Lände, Schnurgerade in alle Richtungen, 1000 Kilometer, kannst alles überblicken, musst da 50 fahren, du denkst, du stehst. Obwohl du die totale Übersicht hast und eigentlich schneller fahren könntest. Also 50, das ist für mich stehen. Das ist parken, das ist nicht mal, 50 geht gar nicht.
wegen diesen Regeln, da muss ich, komme ich gerade darauf, habt ihr auch schon mal so Videos gesehen über, also von Survival-Leuten und so, die dann auch mal Videos machen, wo es um dieses Recht geht, was darf man im Wald und was nicht, mit dem Förster und diese ganze Thematik. Was habt ihr euch da schon mal irgendwas angeguckt? Nein, habe ich nicht. Also, sag ruhig. Na, Benjamin Klausner halt, den, ja, der heißt ja jetzt der Waldläufer irgendwie, den gucke ich ja ab und zu. Und eigentlich alles, was er will. Ja. Und hast du von denen dann schon mal ein Video gesehen, wo er extra ein Video gemacht hat über das, was man im Wald darf und was nicht? Förster und Gesetze? Nee, sowas hat er noch nie gemacht. Also er macht eigentlich. Er baut sich da aus Clippies irgendwas zusammen und so, da sagt er nie, ist verboten oder darf man nicht. Der macht, was er will im Wald. Ja. Okay. Ja, ich frage nur aus Neugier, habe ich euch gefragt, weil ich muss auch sagen, ich habe so eine Videos mal gesehen, aber habe es immer nach ein paar Minuten nicht mehr ausgehalten. Bin wahnsinnig geworden. Also, warum? Ja, weil wenn ihr einmal so ein Video seht, ihr könnt nur noch den Kopf schütteln mit dem Bewusstsein, was ihr jetzt habt. Was man alles nicht darf, und die empfehlen dann meistens in den Videos auch, wahrscheinlich halt auch, weil sie in der Öffentlichkeit stehen und einen seriösen Eindruck machen wollen, dann sagen sie auch, ihr solltet das nicht machen und das auch nicht. Und ja, das solltet ihr mit dem Förster absprechen, aber eigentlich dürft ihr das dann auch nicht und so. Und ich denke so, oh mein, was kann man nur für ein Sklavenbewusstsein haben? Es ging sogar so weit, da hat jemand einmal ein Video gemacht über Permakultur, wie jemand, der keinen Garten hat, auf seinem eigenen Balkon Permakultur machen kann. Dann ging es um diese kleinen Kästen, da holt man dann Erde und Laub aus dem Wald und düngt das selber damit und so. Und da hieß es dann, das waren richtig kluge Leute, die richtig viel Ahnung von Permakultur haben, ja, aber haben dann wiederum gesagt, ja, aber geht nicht in den Wald, um die Erde zu holen, aus zwei Gründen. Erstens, wenn ihr die Erde aus dem Wald holt, dann macht ihr den Wald ja kaputt und stört die Harmonie da. Wohlgemerkt, es ging um einen kleinen Kasten auf dem Balkon. Ja, also nicht um irgendwie jetzt tonnenweise Walderde aus dem Wald zu holen. So. Und der zweite Grund, noch besser, haben sie gesagt, weil das illegal ist. Das darf man. Ihr müsst das im Baumarkt kaufen, die Erde. Und da habe ich ausgemacht. Da konnte ich nicht mehr. Ja, und in Brasilien wummern sie 8000 Hektar Wald weg, um dort Aluminium abzubauen. Super. Ja, genau. Also, was die für ein Sklavenbewusstsein hatten, ey, unfassbar. Ja, also wenn man... Nee. Keine intelligenten Leute. Du kannst entweder aus Liebe oder Angst handeln. Was der Verstand macht, Intelligenz, dass es etwas Gutes sei, nein. Der Verstand kann nur genutzt werden und dann ist seine Intelligenz sinnvoll. Aber der Kern muss Liebe sein, Punkt. Ja. Und ansonsten ist Intelligenz, die sind nicht intelligent gewesen. Intelligenz ist kein Zeichen dafür, dass ein Spezies überlebt. Ich habe da ein so schönes Buch, wo ich als Hörbuch verlinkt habe, Emi, der Junge von den Sternen. Da wird das so schön persifliert, natürlich auf liebevolle Art. Da spricht der Junge und berichtet von seinem Onkel. Da hat es ist irgendein hoher Wissenschaftler dabei und baut irgendwas Wertvolles und der Außerirdische konnte da nicht mal mehr mit den Kopf schütteln und sagen, ja, Intelligenz ist aber nicht, das ist unwichtig. Intelligenz ohne Liebe ist eine Katastrophe. Ja. Da werden nur Atombomben gebaut. Und das heißt, ihr seid nicht weit entwickelt. Es ging darum, ob die Menschheit weit entwickelt war. Und der Junge von der Erde hat gesagt, mein Onkel ist sehr intelligent, ist ein Wissenschaftler. Der Außerirdische, nee, der ist aber noch nicht weit entwickelt. Auch wenn er Raketen bauen kann. Ja. Und ihr müsst euch das Buch, das Kinderbuch Emi, der Junge von den Sternen, mal reinziehen. Ich habe das genossen, ich hätte drin warten können. Das war so schön erklärt und so harmonisch. Und auch erklärt, wie ihr hier über uns denken. Ja. Ich will noch mal kurz was sagen zu Sascha. Erde aus dem Wald holen würde ich nie machen. Ich habe auch mal versucht, Erde aus unserem Park hier zu holen. Ich habe nur einen Spatenstich reingemacht mit so einem ganz kleinen Spaten. Und da kamen so viele Lebewesen auf einmal zum Vorschein. Kleine Käfer, Fliegen, Regenwürmer, ganz viele kleine, dünne Wurzeln. Ich habe sofort aufgehört zu graben. Ja, also ich konnte gar nicht mehr weitergraben, weil das hieße, dass ich ganz viele Lebewesen töte. Und deswegen habe ich es gleich wieder sein gelassen. Ja. Darauf hat Buddha vor 2500 Jahren schon eine Antwort gesucht. Das ist ein Teil. Das hat Buddha in seiner Kindheit erlebt, was du gerade gesagt hast. Auf der einen Seite war alles friedlich und leidfrei. Da waren zum Beispiel Bauern, die haben die Wälder gepflügt. Und auf der anderen Seite konnte Buddha das Leid wahrnehmen, was durch die Würmer gekommen ist, die dabei aufgewühlt wurden. Und da hat er schon erkannt, dass das Leid immer parallel neben totaler Liebe existiert und existieren muss innerhalb der Dualität. Du kannst es nicht verhindern.
Selbst wenn du jetzt aus dem Baumarkt den Sack Erde kaufst, selbst da sind Mikroorganismen drin, die du schon tötest, nur allein beim Umtöpfern vom Sack im Blumentopf. Stimmt, genau. Und da kannst du eben nicht alle Kausalereignisse beeinflussen. Also du wirst töten, du musst töten, du kannst gar nicht anders. Wenn du dich aufs Sofa setzt, hast du dich schon auf Staubmilben gesetzt. Und auf die wirst du dann leider töten. Und deswegen, ich weiß, wenn man es dann im Großen sieht, trifft es natürlich unser Mitgefühl, ne, und es tut uns richtig weh. Genau. Aber wir töten mit jedem Atemzug. Ja, und somit ist Freude in der Dualität, ist Freude und Leid immer nebeneinander und man kann gar nichts dagegen tun. Von daher würde ich das jetzt nicht zu eng sehen wollen in diesem Wald. Natürlich würde ich jetzt mit meinem Spaten auch keinen Wurm zerstechen wollen, aber trotzdem. Es ist unmöglich, das zu verhindern, im Kleinsten da was zu zerstören. Ja, unnötiges Leid, das ist auf was, worauf man auf jeden Fall verzichten kann. Es gibt halt tatsächlich unnötiges Leid. Ne? Ja. Ich meine, wenn du zum Beispiel damit. Du musst jetzt ein Tier essen, weil du sonst verreckst. Keine Ahnung, du bist irgendwo im Schnee und erst in 2 Tagen kommen die Rettungsmannschaften irgendwie. Und aber sagen wir, du hast die Möglichkeit, das Tier zu betäuben. So, ja, warum dann nicht? Wenn du die Möglichkeit hast, mach es doch. Also. Richtig. Richtig, wenn du im Notfall Tier essen musst, dann ist das halt so. Ja. Nochmal an dich, Pascal, eine kurze Frage mit dem Autofahren. Nehmen wir mal an, du fährst jetzt nachts Auto. 120 und dann kommt auf einmal so ein Hirsch vor dein Auto, würdest du bremsen oder würdest du den Hirsch totfahren? Instinktiv bremsen. Ja, weil die meisten sagen ja immer, du sollst den Hirsch totfahren. In der Fahrschule lehrt man das ja schon. Ja. Das schreit alles immer nein. Ja. Naja, das ist, man muss sagen, die These dahinter ist jetzt, ich bin auch nicht dafür, aber ich wollte nur sagen, die These dahinter ist jetzt auch nicht so abwegig, weil es ja heißt, wenn man mit einer bestimmten Geschwindigkeit trifft, dann wird es sowieso höchstwahrscheinlich sterben und wenn du drauf fällst, dann stirbt es höchstwahrscheinlich schneller. Oder wie war das? Das ist Schwachsinn. Das ist Ego-Verstand. Wo der Verstand wieder ein Cluster einteilen möchte. Was ist viel Leid? Was ist wenig Leid? Was ist Mittelleid? Nein. Es ist auch nicht so, dass wir entscheiden können, ob jemand qualvoll stirbt oder nicht. Das muss derjenige selber für sich entscheiden, ob er das als Qual empfindet. Das heißt, man kann nicht für ein Tier urteilen, ob das Qualen hat und es schneller sterben sollte oder nicht. Und das spricht genau dieses Thema an. Der Verstand versucht das auch zu ermessen. Ah, das Tier das fühlt sich gequält, will jetzt sterben, schnell umbringen. Nein, vielleicht will das Tier sogar den Schmerz weiterspüren, weil Schmerz ist ja nicht schlimm. Es sei denn, du bewährst Schmerz als etwas Schlimmes. Von daher, lass den Hirsch ruhig leiden. Du kannst nicht für den Hirsch bestimmen, ob der das als schlimm empfindet oder nicht. Da fällt mir was Interessantes ein. Also, weil wir vorhin darüber geredet haben, über diese ganzen kausalen Zusammenhänge, ob es Zufall gibt oder nicht und so. Und da gibt es so ein Spiel, was ich da vor kurzem gespielt habe, und da geht es grundsätzlich darum. Da heißt das der sogenannte Schmetterlingseffekt. Und das ist faszinierend, da kann die Entscheidung am Anfang des Spiels ganz viele Kapitel später erst Auswirkungen haben, aber um zum Hirsch zu kommen, da gibt es dann auch eine Szene, da ist dann so ein schwer verletzter Hirsch im Wald, und da hat man dann die Möglichkeit zu entscheiden, töten oder nicht töten. So. Und das hat mich halt gerade daran erinnert. Ich habe dann auch immer nicht töten gedrückt, weil ich sehe nur ein Spiel, aber trotzdem. Nicht töten. Und dann hat er den Hirsch in den Tod beglitten, hat ihn halt ein bisschen gestreichelt, bis er es dann überstanden hatte. So. Ja, das Sein sagt dir, was du da machen musst. Und instinktiv schreit dir mir alles nein, nicht töten. Ja, und ich denke, ich würde ihn echt auch so handeln, ja. Ist nicht ich. Und nur der Verstand kann sagen, dass es für den Hirsch einen Wert hat, wenn du anders. Aber es ist erfahrungsgemäß so, dass du tust Dinge und immer wenn du was tust, setzt du eine Kette in Ereignissen, die irgendwo Leid verursachen. Deswegen ist Nichthandeln immer das Allerbeste. Immer. Weil Nichthandeln auch keine negativ, weder positiv noch negativ Kausalketten in Gang setzen kann. Deswegen ist Nichthandeln für den Hirsch immer besser. Weil wenn du was tust, kannst du was tun, was dem Hirsch noch mehr Leid verursacht. Noch mehr Panik und noch mehr Schlimmes. Deswegen ist das Nichthandeln. Das ist das, was Leid alles auflöst. So, den Hirsch kann man ja nicht fragen, aber so ganz spontan, wenn ein Mensch hundertprozentig sterben wird, auf jeden Fall, so, da, ohne jegliche Zweifel, und er bittet dich, wegen den unerträglichen Schmerzen ihr ein Ende zu setzen, würdest du das? Ich bring ihn sofort um. Ja, okay. Das heißt, dann akzeptierst du seinen Willen so und machst. Ja, klar, hallo? Das ist dein Entscheidung. Du musst es ja trotzdem noch machen, so, deswegen meine ich, das ist halt. Natürlich. Okay. Sonst würde ich Liebe verweigern. Das ist pure Liebe, wenn du den dabei hilfst. Das, was für sich für ihn richtig anfühlt, wenn du ihn dabei unterstützt. Natürlich, wenn ein Mensch das offen kommunizieren kann, ist das doch wunderbar. Das kann der Hirsch eben leider nicht. Und deswegen wird bei Hirsch gar nicht eingegriffen. Bei Mensch kannst du das machen, was der Mensch sich wünscht. Ja, doch, würde ich auch eigentlich. Das hat immer was mit Informationen zu tun. Du hast einfach eine Informationsmenge, auf der du Entscheidungen treffen kannst. Und je weniger Informationen du hast, je schwerer wird die Entscheidung. Und da empfehle ich, keine Entscheidung zu treffen.
Aber eine gewisse Informationsmenge, da kannst du auf dieser Basis sehr, sehr sachliche, sehr, sehr vernünftige und sehr, sehr gefühlsbetonte und auf allen Ebenen richtige Entscheidungen treffen. Genau, und gerade weil man dann, wenn man in so einer Situation ist, handelt man aus Liebe, indem man ihnen halt wirklich dann den Gnadenschuss gibt. Genau. Weil sonst würde man wieder aus Angst handeln, wenn man es nicht genau. macht. Genau, das kannst du auch bei einem Tier eben nie beurteilen. Ja. Deswegen würde ich bei einem Tier nie eingreifen. Oh, da fällt mir jetzt was ein, das kann ich mir nicht verkneifen. wie sagt man einschläfern bei Tieren? Nein, das ist No-Go, das ist dasselbe Prinzip. Tiere werden nicht einschläfer, Punkt. Das hätte ich auch bei meinem Vogel nie zugelassen, obwohl es mir die Ärzte angeboten hat. Mein Vogel ist an Krebs gestorben. Oh. Und und der hatte einen riesen Tumor, er war größer als sein Kopf. Krass. Und der Vogel, der ist ja Tage, da hat er sich pudelwohl gefühlt und Tage, da hat er gelitten. Und zu keinem Zeitpunkt hätte ich für diesen Vogel die Entscheidung treffen können, ob es ihm zu schlecht geht oder nicht. Ja, ist schon heftig, ey. Aber krass war, dass selbst ein Vogel einen Krebs kriegen kann oder einen Tumor, ist schon echt Hammer, ey. Ja, die Überzüchteten, wenn sie dich hier in der westlichen Gesellschaft, die neigen dazu, ja. Ja, krass. Und der war kalt und da hat die Ärztin gesagt, ich soll es halt warm machen. Der hat halt einen Deckel über den Käfig oder wurde mit Rotlicht bestrahlt, damit er halt nicht mehr friert. Weil er hatte keine Feder mehr. Er hat sich eine Feder ausgerubt, da wo der Tumor war. Ja. Und, also war der Rotlicht nicht gut für ihn oder wie? Was? War das Rotlicht nicht gut für ihn, oder? Ich weiß nicht, ob es gut ist. Ich betitle mal, dass es eventuell nicht gut für seine Augen war, aber für seinen Körper hat er sich sehr wohl gefühlt. Also es scheint angenehm gewesen zu sein. Alles klar. Die Wärme, weil er sonst ja nur friert. Vögel haben nun mal nur ihr Fell und wenn sie das rausruppen, dann ist Vögel generell, habe ich seinen Vogel halt zu bequem gehabt. Und es war Tage, da war er nach wie vor bei mir und hat mit mir gekuschelt und geschmust und hat sich pudelwohl gefühlt. Da hätte ich ihn aber lieber nicht vorher getötet. Und ich habe ihn auch nicht getötet. Und der war bis zu seinem Tag, wo er gestorben ist, war mein Vogel wirklich Tage, da ging es schlecht und Tage, da ging es gut. Und da gibt es nicht dieses Urteil, ob es richtiger wäre, ihn von irgendwelchen Qualen zu befreien. Das ist nur vom Verstand erdacht. Das hat nichts mit Mitgefühl zu tun. Sorge dafür, dass dir Vogel gut geht und entscheide nicht, ob er leben darf oder nicht. Punkt. Ja, das gilt für alle Tiere. Man schläfert Tiere nicht ein. Geht gar nicht. Das ist Mord. Punkt. Das ist pure Böse. Ja, finde ich auch nicht, ja. Okay, dann stelle ich mal die nächste Frage. Was bleibt von dem Falschen selbst, wenn wir sterben? Nichts mehr. Gar nichts mehr, denke ich mir auch, ja. Im besten Fall noch Erfahrungswerte, wie sie sich da irgendwas anfangen können. Also von der Theorie, dass Geister noch hier sind, weil sie an ihr ehemaliges Leben, also weil sie nicht loslassen können, da hältst du nichts von? Doch, das kann stimmen. Achso, okay. Atom Campus, das ist ja die Ostastralebene, wo sich noch das Unbewusstsein, das heißt, wenn die Seele gar nicht weiß, dass sie eine Seele ist, also, also man hat noch, wie soll ich denn das erklären? Das Ego-Bewusstsein ist noch da in der ersten Ebene, aber es wird von jeder Ebene schwächer und in der letzten ist dann halt nichts mehr davon da. Mhm. Also es gibt da tatsächlich noch Ebenen in der Metawelt, wo das Ego noch ansatzweise in Nuancen vorhanden ist, aber es wird mit der Zeit immer schwächer werden, bis es sich dann ganz aufgelöst hat irgendwann. Es kommt auch sehr auf die Bewusstseinsebene an, auf die man da ist. Und man kann auch als Geist rumtorkeln, ja, das ist gut wahrscheinlich. Also manche waren so fanat ins Leben, dass sie dann es ultra schwer haben, loszulassen. Wir halten da noch fest, ich habe da so ein geiles Video in YouTube gefunden. Das ist Gespräche in Gott alle drei Wände in einer Dreiviertelstunde. Also es hat nicht mit Gespräch mit Gott zu tun, aber es wird dasselbe dort erklärt. Und da wird es erklärt, wie manche Seelen ja auch nicht wissen, wenn sie sich komplett im Leben verlieren. Da wollen sie ja gar nicht mehr weg. Und selbst nach dem Tod halten sie sich noch an materielle Besitztümer fest und bleiben als Energiewesen noch neben der Schatzkiste sitzen. Ja. Daran fest. Und sowas gibt's, ja. Das ist eben Bewusstseinsmanifestation. Bewusstsein existiert eben, solange du noch gewisse Mechanismen. Aber das Ego ist in der ersten Ebene schon deutlich schwächer und am Ende ist es dann ganz weg. Und spätestens, wenn du neu inkarnierst, ist es komplett weg. Das ist nichts mehr von dem Alten. Also dann ist das Ego ganz weg. Entweder du in der höchsten Bewusstseinsebene bist oder in den höheren Bewusstseinsebenen oder wenn du neu inkarnierst, dann ist das Ego komplett weg. Und bleibt dann gar nichts mehr dafür übrig. In den Jahrtausenden, das ist dann, das hat auch der Reinkarnationsforscher gesagt, da bei dem Seminar, beziehungsweise seine weibliche Vertretung hat gesagt, das ist wie, oh, nee, muss lügen. Nicht, dass ich jetzt die Information woanders stehe, aber ist egal, woher ich die Information habe. Jedenfalls soll es so sein, dass das ist dann für die Seele wie ein Traum gewesen, wie ein schlechter Traum. Das Ego-Leben aus dem letzten Leben ist für die Seele nur ein Traum. Das vergisst man dann recht schnell wieder. Er fragt mich jetzt nicht, woher ich die Information habe.
Jedenfalls soll das dann so sein, dass das dann nur noch ein Traum ist, wie wenn man aufwacht, erinnert man sich noch im Traum und in der Mitte des Tages ist vielleicht schon alles noch vergessen. Und so ist für die Seele das Ego. Nach einer Weile wird es immer schwächer, wie ein Traum, wie ein schlechter Traum ist das dann nur noch gewesen, das Ego. Das gerät dann sehr schnell in Vergessenheit. Ja, krass. Man hört es schön an die Theorie. Ja. Weil es gibt ja auch Leute, die sagen, es gibt gar keine Seele. Ja. Was? Es gibt auch Leute, die sagen, es gibt keine Seele. Es ist nur eine Erfindung von Menschen, ja, damit er nicht mehr so eine Angst hat vor dem Tod. Richtig, bis vor einem Jahr war ich der festen Überzeugung, es sei so. Ja. Oh. Und ich habe mein Heil immer im physischen Wohl und im physischen langen Leben gesucht. Es klang auch plausibel und so wie irgendwas dagegen sprechen würde, haben einen Menschen mit Angst gemacht. Dass ich wieder nicht dran glauben konnte. Und die Wissenschaft, die ist ja, wir hatten das bezeichnet, ich weiß nicht, ob es Tom Campbell war oder irgendein Kollege, die Wissenschaft, das ist ja, ach, wer hat denn das gesagt? Das ist die heutige Religion, das ist so wie die Priester früher. Ja, sehe ich auch so. Was ein Priester sagt, das durfte man früher nicht anzweifeln. Heute wird halt nichts angezweifelt, was die Wissenschaft sagt. Und da gibt es Seele natürlich nicht, weil das Bewusstsein ja von diesem Matschkörper ja erschaffen wird, angeblich. Ich denke, meine, da gibt es natürlich nur die festphysische Welt. Und wir existieren nur solange der physische Körper existiert. Ich habe auch schon eigene Wahrnehmungen und Erfahrungen gemacht, die mir das Gegenteil beweisen. Also kann mich die Wissenschaft am Arsch lecken. Und das ist eine Priesterschaft in der heutigen Zeit. Das wird sich nur sehr langsam ändern, hat Tom Campbell auch gesagt. Das wird eine Weile dauern. Die Wissenschaft geht sehr langsam voran, sagt er. Und er hat halt sehr gut mit den Priestern von früher verglichen, dass man das halt auch mal glaubt und nicht weiter in der Frage. Wenn es die Wissenschaft sagt, dann wird das schon stimmen. Genau, mal gucken, ob ich das jetzt finde. Da habe ich nämlich auch was aufgeschrieben zur Wissenschaft. Ah, mal gucken. Wie schon gesagt, bis vor einem Jahr, also vor einem Jahr wäre ich schon dafür offen gewesen. Aber vor 3 Jahren hätte ich euch ein Vorbild gezeigt. Da war ich der festen Überzeugung, es gibt keinen Seelepunkt. Weil alles andere, was ich in der festphysischen Welt erfahren habe, ja relativ gut wissenschaftlich erklärt wurde. Ne? Nur bei meinem Bewusstsein, da hat die Wissenschaft immer mal wieder ein bisschen versagt. Da hat sie sich nicht so viel getraut zu sagen. Oder es pagatellisiert. Und dann mit solchen schwachen Infos konnte ich mich da nicht zufrieden sehen. Also beim Bewusstsein, da hat die Wissenschaft immer gesagt. Und da bin ich dann hellhörig geworden. Weil das konnte sie dann nicht gut erklären. Ja, sie ging zwar davon aus, es war eine Annahme. In der Wissenschaft gibt es sehr viele Annahmen. In der Wissenschaft gab es die Annahme, dass das Bewusstsein vom Körper erzeugt wurde, aber es konnte eben nicht direkt bewiesen werden. Genau, was ich noch interessant fand, Geld Freunden leihen, da hast du ja auch mal was kurz zugesagt, dass du das nicht machen würdest. Nein. Oder wahre Freunde dich gar nicht erst nach Geld fragen würden. Ja, richtig. Das fand ich auch sehr interessant. Richtig. Bewusste Menschen oder Naturen, wie ich sie in meiner Freundschaft habe, die wissen, dass alles auf sie zukommt, was sie brauchen, ohne danach fragen zu müssen. Wenn man das auch mal geschnallt hat, dann wird man auch nicht nach Geld fragen, das ist immer nur Mangeldenken. Geld niemals leihen, natürlich nicht. Vor allem, wenn man sich noch in unbewussteren Filtern und selber noch unbewusst ist und noch relativ unbewussten Freunden ist, dann natürlich kein Geld leihen. Weil da wird das niemals zurückgeben. Was man jedoch machen kann, wenn man den Menschen mit Liebe begegnet, etwas Gutes tun will, du kannst natürlich jederzeit Geld schenken. Das heißt, du kannst ihm Geld geben, davon loslassen. Dann brauchst du nie wiederzugeben. So kann man das handhaben. Aber leihen, dann muss es mir zurückgeben. Nein, das wird nicht funktionieren. Weil wer Geld braucht, hat meistens nicht die Lage, das zurückgeben zu können. Das habe ich auch in meinem Geldvideo, in einem meiner 3 Geldvideos gesagt, und auch früher schon in meinem Schuldenvideo von meinem Hauptkanal, was ich auch verlinkt habe unter irgendeinem Geldvideo von meinem Zweitkanal. Da habe ich das schon sehr gut gesagt. Also wenn du den Menschen helfen willst, dann gib ihm was er braucht, oder gib ihm Geld oder ein materielles Objekt, was er braucht, und trenn dich von diesem Objekt für immer. Aber verleihe nichts. Genau, genau. Das funktioniert nicht. Das ist Zwang. Du willst einen Energieausgleich wieder erzwingen. Es wird schon was Positives zurückkommen, aber es muss von alleine kommen. Es wird wahrscheinlich etwas anderes sein als Geld. Es kommt ja immer was zurück. Wenn du Energie sendest, kommt immer Energie zurück. Die Energie muss ich immer noch auspegeln. Aber du kannst es eben nicht in den Zwangsrahmen backen, dass es machen muss. Wie würdest du das jetzt beim Bettler handhaben? Du siehst, der hat jetzt schon eine Bierflasche in der Hand und in der anderen Hand hat er einen Zettel mit "Ich brauche Geld". Würdest du ihm Geld geben, obwohl du weißt, der geht sich gleich noch ein Bier kaufen und zerstört seinen Körper damit und stirbt demnächst dann, weil er das macht? Oder würdest du ihm erst eine Stulle kaufen oder einen Salat? Da würde ich tatsächlich kein Geld geben, auch nicht, weil ich Angst habe, dass er sich zerstört, sondern weil mein Geld dann nicht positiven Dingen zugewendet worden wäre, generell.
Ich würde so jemand Essen in der Hand drücken. Naja, ja. Habe ich mich schon öfters die Frage selber gestellt. Immer wieder darüber reflektiert. Ich würde so jemanden, der sagt, ich habe Hunger, ich brauche Geld, hier hast du was zu essen. Ich würde Essen in der Hand drücken. Wenn er das dann nicht mag, dann weiß ich, dass es eine Lüge war. Und mit Lügnern will ich nicht viel zu tun haben. Aber vielleicht hat er auch eine Allergie gegen das Essen, kann ja sein, das stimmt. Du gibst ihm Dann wird er es mir Tomaten. sagen. Dann sage ich, okay, ich gebe generell, wenn ich jetzt einen Penner, stell dir mal vor, ich würde gerade einkaufen gehen zu meinen typischen 3 Monatseinkäufen, wo der Einkaufswagen bis zur Decke voll ist. Und ich das gerade alles ins Auto packe. Und der würde dann sagen, ich habe Hunger. Hier, was willst du denn haben? Da habe ich eine schöne Auswahl, würde ich ihm irgendwas abgeben, was er braucht. Das ist eine große Auswahl, dann einen halben Supermarkt hat er dann in meinem Autokofferraum, kann sich dann bedienen. Wenn ich dann kein Problem mit, nee. Ich habe auch gestern oder vorgestern, wann war ich einkaufen? Vorgestern wieder darüber nachgedacht, über genau diesen Punkt. Deswegen konnte ich jetzt so schön schnell antworten. Und da waren Dinge dabei, die haben nicht mal viel gekostet. Allein dieses riesige Fladenbrot, wo du 4 Döner draus machen kannst, gerade mal 89 Cent. Zwar nicht sehr gesund, aber es ist nicht wirklich wert, was ich da verloren hätte. Hätte ich jedem schenken können. Nur mal als Beispiel, es hätte so viel billige Nahrung. Du kannst, wie kann man eigentlich Penner werben? Im Grunde genommen wird es ein Hai-Wurf in allen möglichen Einrichtungen. Wo es auch Sicher. Brötchen für 5 Cent gibt. Das ist eigentlich Ja. ist leicht an Essen zu kommen, sage ich mal. Ja. Wenn ich nächsten Wald gehe und Baumblätter fresse, aber es ist leicht an Essen zu kommen. Um mal wieder eine private Frage, warum bist du eigentlich so besessen von deinem komischen Blue oder Green oder Wet Screen? Woher kommt das? Warum hast du da so ein, ja, so eine Obsession? Weil das pure Leidenschaft ist, das ist mein Sein. Das ist sowas macht mir Spaß. Die Natur zu erforschen, ist es ja im Grunde genommen. Weil dieser Effekt, so wie der gedacht ist, ist absolut genial. Das spricht genau meine kreative Schaffenskraft an. Ich liebe das, weil es zu mir passt. Es ist genau das, wie ich die Realität erfinde, genieße, erfahre, erforsche und erschaffe. Und das ist ein Teil davon. Das ist eine richtig coole Sache für mich. Das kann ich nicht anders beschreiben. Sascha, du musst nämlich wissen, er hat nämlich stundenlang rumgebohrt da hinten und was nicht alles gemacht, um nicht da aufzuhängen, diesen Red Screen, und hat sich dann selber live dabei gefilmt und hat dann das auch noch hochgeladen auf seinen Kanal. Also total irre, der Mann. Okay. Ja, ich habe da 3 Wochen für gebraucht, um diesen Bluescreen dahin zu hängen. Das habe ich genossen. Ich liebe das. Ich bin da voll im Sein. Das ist meine physische kreative Arbeit. Das ist für mich kreative Arbeit. Da komme ich voll ins Sein und das kann ich noch mehr Stunden machen. Das hätte ja noch 6 Wochen dauern dürfen. Dann ist es gesund, auf jeden Fall, ja. Und die Technik selber ist ja wie Lesen. Ne? Also ich habe so meine Dinge, da komme ich in seinen Zustand. Es gibt ein Videospiel, da komme ich in seinen Zustand, ich komme beim Lesen in seinen Zustand, komme bei so einer kreativen Arbeit, Rechner zusammenbauen oder irgendwelche Holzschnitzarbeiten, Tische bauen oder halt einen Bluescreen aufhängen. Das sind alles so die Tätigkeiten, wo ich unglaublich viel Kreativität und ich in einen Seinsfluss komme, ohne Ende. Das kann ich stundenlang tun und das liebe ich. Und da gibt's halt so, da hat jeder so seins, wo mir dann in seinen Zustand kommt und das ist halt meins. Und die Technik selber finde ich natürlich faszinierend. Wer das sich ausgedacht hat, der war auch richtig klug. Nein. Die Technik selber finde ich faszinierend. Nötig ist es nicht, aber es ist ein schönes Spielzeug für den Verstand. Denke ich mir jedes Mal. Das, was du sagst, die Botschaft ist das Wichtige und nicht, ob du da irgendwelche Bilder einblendest. Das ist mir völlig egal, weißt Ja, für mich ist das ein Spielzeug. Das mache ich nicht, weil ich glaube, es zu müssen. Ja. Es ist für mich ein Spielzeug, das ich nutze, weil es einmal da ist. Es macht Spaß. Ja, ich bin zwar auch voll gegen diesen ganzen Konsumkram und so, aber es gibt auch so ein paar materielle Dinge, auf die lasse ich mich auch bewusst ein, weil sie mir halt ziemlich Spaß machen und niemanden schaden. Also Genau, solange genau. das nicht aus der Kontrolle gerät und man zum Konsumopfer wird, das sich nur noch hinterherläuft da und sich nur noch lenken lässt, ist ja alles okay. Also. Genau, da zitiere ich mal Peter Frahm, ne? Es ist nicht schlimm, wenn man fetten Sportwagen haben möchte und den dann fährt, wenn man akzeptiert, dass es nur 7 Sekunden Spaß macht, weil der Verstand, wenn der das aus Protz möchte, dann wird es nur 7 Sekunden Spaß machen. Aber ich bin bei meinen Arbeiten ja vollständig im Sein. Das heißt, es macht länger als 7 Sekunden Spaß. Ich bin da komplett im Jetzt, so könnte man es ausdrücken. Das heißt, macht das, sucht was, was euch leiden. Also, im Grunde genommen, wenn man seiner Intuition folgt, seinem Seinsgefühl, dann wird man wohl keine Tätigkeit tun, die anderen schadet, weil das ist dann schon im Einklang mit dem Universum. Dann wirst du den ganzen Tag an einer Sache arbeiten und basteln, die vielleicht keinen Nutzen hat für den Verstand und seine Muster hat das wahrscheinlich keinen Nutzen. Aber für dich bringt es in den Seinszustand und es wird zu 100% niemanden schaden, wenn es aus der Liebe, die du bist, herauskommt. Von daher gibt es keinen nutzlosen Materialismus. Es gibt nur den Materialismus, der aus Zwang entsteht und der nicht aus Zwang entsteht. Und der aus Zwang entsteht, sorgt halt für Leid. Das ist doch super, wenn du Sportwagen haben willst, dann kauf dir einfach 1 Million Euro mit 10.000 PS und fahr den Schädel ein. Das ist alles super.
Es darf halt Naja. nur nicht zum Muss werden oder zu einer Ego-Befriedigung. Es darf halt nicht zu einer Befriedigung und Beweihräucherung des Falschselbst fungieren. Also ich liebe den Weiß Bluescreen, ich könnte mich damit zudecken. Ich finde das so geil. ich nicht. Könnte drin warten. Ich liebe den Effekt. Den benutze ich jetzt schon fast jeden Tag wieder in meinen Livestreams. Das Na ist ja jetzt toll. ja auch nicht so für meine Kanäle gedacht. Vielleicht mal, wenn ich ein wissenschaftliches Bild einblende oder so. Ja. Hauptsächlich für meine Livestreams jetzt im Moment zumindest. Oder für meine Parodien, wenn ich mal wieder welche drehe, die sich der liebe Herr Tom ja nicht anguckt. Nee, nee, aber für Parodien eignet sich das sehr gut. Da kannst du mal lustige Bilder einsetzen, ja. Vor allen Dingen die Umgebung. Also ich kann die Umgebung nachstellen, wo die Person, die parodiere, sonst immer zu Hause ist oder wohnt oder unterwegs ist. Aber ich will auch mal Gags damit machen, also eigene Gags, die nicht parodierender Natur sind. Okay. Mal gucken, lassen wir uns überraschen. Ja, da habe ich noch richtig mal gesehen, ob du es dir anguckst. Es landet in meiner Comedy-Playlist, nicht in meiner Parodie-Playlist. Oder ich mache es als Nebengag in meine normalen Videos. Das kann auch sein. Da bin ich eher für so einen kleinen Gag am Rande, als da ein großes Comedy-Video zu machen. Ich bin mehr für die Minigags zwischendurch. Ja, genau. Zum Anfang mal ein UFO einblenden oder ein Schwachsinn. Das ist, Genau. das ist ganz cool. Situationskomik ist immer cool. Genau. Jetzt weiß ich deinen Humor, jetzt weiß ich, wo ich dich treffen kann. Ja. Oh nein, ich habe mich verraten. Scheiße. Slapstick, Slapstick, er ist ein Slapstick-Fan. Okay. Ja, bin ich am besten. Ja, also, ich mache öfter mal coole Sprüche irgendwie bei der Arbeit oder wenn ich bei Eltern bin und ich liebe sowas. Ich lache am meisten über diese Witze, weißt Situationskomik. du? Vor 15 Jahren, da habe ich den ganzen Tag nur hingesetzt und Dick und Doof Folgen angeguckt. Ja. War genau mein Humor. Das, oder Ja. ähnliche Leute, die haben das in den 20ern auch gemacht. Es waren ja nicht nur Dick und Doof, sie haben auch andere, die das gemacht haben. Ja, Charlie Chaplin. Wie heißt es? Patu Buster Patrick, Keaton. ich kann es nicht aussprechen, was? Buster Keaton war ja auch so einer. Buster Keaton kenne ich noch nicht. Das wird Zeit. Ich kenne Ja. noch Pat und Patterchen noch. Und die haben auch auf und runter angeguckt, die haben dieselben Scheiße gemacht. Ja, da konnte ich mal stundenlang reinziehen, das war cool. Weil diese Art von Komik ist auch wenig Ego drin. Das ist sehr angenehm. Ja, das stimmt, ja. Ich hab das mit Okay. der Situation, mit dem Humor, was ist Humor und so, auch relativ gut schon in meinem Bud Spencer-Video erklärt. Ja. So, die nächste ist jetzt, was hältst du von Mitleid? Sollte man mit Menschen mitleiden oder das lieber lassen, weil es einem und dem anderen nicht wirklich weiterhilft oder gar dadurch besser geht? Geteiltes Leid ist dann gleich doppeltes Leid. Genau, so sehe ich das. Das Ja. Leid ist aber das Leid. Man sollte nie Mitleid haben, immer Mitgefühl. Ich sehe das fast schon als Gegenteil. Du sollst immer Mitgefühl haben, aber nie Mitleid, weil dann leidest du ja mit. Du Ja. sollst mitfühlen und dann kannst du die Emotionen wahrnehmen und dann kannst du entscheiden für dich, tut mir das Gefühl gut? Wenn ja, dann lebe es gerne mit den anderen zusammen oder tut mir das Gefühl nicht gut, dann mach es nicht mit. Aus dem Mitgefühl triffst du dann die Entscheidung, da mitmachen zu wollen oder nicht. Mitleid bedeutet, du versetzt dich sofort ins Leid der anderen. Vielleicht ist es ja auch nicht Leid für dich, vielleicht ist es nur für den anderen Leid. Dann kannst du Mitgefühl empfinden und dann kannst du den anderen auch dabei helfen, das aufzulösen, wenn er das loswerden möchte. Das ist ja nichts per se Schlimmes. Das ist immer so eine Sache, weil es gibt per se keine negativen Gefühle, sondern nur von uns negativ bewertete Gefühle. Deswegen ist das so eine Sache. Auch Mitleid ist per se nicht gut, sondern immer nur Mitgefühl. Außer meine Meinung, genau. Sonst verdoppelst du unnötig Leid und machst eine weitere Geschichte drumherum und verstärkst das Ganze noch. Ja. So sieht's aus. Oh, jetzt eine einfache, die kann ich, glaube ich, sogar schon mal antworten. Lässt du Menschen an der Kasse im Supermarkt vor? Wenn ja, warum? Aus Angst, aus Nettigkeit oder einfach, weil du Zeit hast? Ich vermute mal, weil du Zeit hast, lässt du ihn vor. Genau, ich hab's nie eilig, ich hab's nicht im nächsten Moment. Wenn jemand sagt, ich habe noch eine Zigarettenschachtel, lass mich mal schnell vor, dann lasse ich den ohne weiteres vor. Und es fühlt sich auch vollkommen richtig an. Da ist null Angst bei. Nein. Ich würde es nie. Im Gegenteil, wenn ich Angst empfinden würde, würde mein Ego so sagen, würde mein Ego sofort wieder in die Rebellhaltung gehen und sagen, nein, dich lasse ich jetzt nicht vorbei. Also wenn ich Angst empfinden würde, würde mein Ego sagen, nein. Aber wenn ich ihn vorbeilasse, dann tue ich das aus purer Liebe. Und weil ich Genau. zu viel Zeit habe. Ja, so sehe ich das genauso auch, ja. Ich habe noch nie länger, selbst an der schlimmsten Kasse, wo drei Mann stehen, wo 8 Mann stehen und die Bahn, die rappelte voll ist, ich habe noch nie länger als 10 Minuten warten müssen. Das ist nichts. Ja, sieht genauso Weil aus. Menschen, die im Sein sind, die warten nicht. Die genießen die Existenz in jeder Sekunde. Da gibt es kein Warten und keine Langeweile mehr. Ja, ich sehe mich dann auch immer schön im Laden um, ja, oder gucke die Leute an, beobachte die, wie sie sich verhalten zueinander, ja, also. Um mich nicht zu beeinflussen lassen, gucke ich mir diese bösen Bilder auf den Zigarettenschachter nicht an, die da an der Kasse sind. Die sind ganz schrecklich. Ja. Das ist ja widerwärtigste, wie der Ja. menschliche Ja. körperlich-festphysische Zerfall da, um die psychologisch zu beeinflussen, das ist ja eine Katastrophe.
Aber ansonsten, die gucken ja die Menschen an, na, was haben sie eingekauft? Oh Gott, das schockt mich dann immer. Oh Gott, oh Gott, wieder irgendwelche Cola und Plastikflaschen, schön giftig. Oder Fleisch, Käse, Eier. Die volle Palette an tierischen Produkten, das zieht sich bei mir alles zusammen. Aber ich finde das, ja, ich versuche da jetzt nicht sauer auf die zu sein. Ich denke mir immer, nee, die sind fertig. Sie wissen es nicht anders und ich kann da Mitgefühl walten lassen. Ich nehme das einfach so hin. Man könnte natürlich auch wieder hingehen und sagen, was ist denn das hier? Wissen Sie nicht, die kausale Kette und so, was Sie in der Welt anrichten? Ja. Das würden Sie nicht verstehen. Ist auf jeden Fall weniger schlimm zu beobachten, als diese Bilder auf den Zigarettenpackungen, die da zu Tausenden hängen an der Kasse. Ich habe letztens ein Video gesehen, das geht 2 Minuten. Da ist eine, die streitet sich mit einem Bauern. Der fährt gerade mit seinem Traktor Gülle durch die Gegend und die schreit ihn richtig an. So, ihr vergiften hier die Umwelt und alles und Tier und die, mit den Kühen und alles und so, weil er halt auch Kühe hatte. Also so diese ganzen tierischen Themen. Aber die schreit ihn richtig an und richtig auf Streitbasis. Und er reagiert natürlich extrem wütend und die fetzen sich dann nur verbal die ganze Zeit. Also ziemlich sinnfrei gewesen. Also. Streit ist immer sinnfrei. Er muss natürlich zum einen sein Selbstbild verteidigen, der Bauer, und zum anderen denkt er, er lebt nur davon. Also es ist sein Geld, also er muss auch sein Weltbild, wie er überleben kann, verteidigen. Und das, wenn du mit Angst und Aggression und Widerstand reagierst, ist das Ego sofort im Verteidigungsmodus. Man merkt das auch. Guck doch endlich mal meine Videos an, da habe ich also 1000 Mal in die Richtung was gesagt. Man merkt das auch, wie er direkt in die Rechtfertigung geht. Also, genau, der Verstand rechtfertigt sich 24 Stunden am Tag. Deiner auch, ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist. Das kannst du auch ganz gut. Ich meine jetzt nicht jetzt, aber generell habe ich das von dir auch schon erlebt. Naja, meiner Meinung nach von dir auch schon. Also von meiner Meinung. Ich merke das bei mir sogar, ja. Ich verurteile für mich dafür nicht mehr. Es war jetzt auch keine Verurteilung, es war nur ein Hinweis, dass das tatsächlich so ist, dass man das auch an sich selbst beobachten kann. Wir gehen auch gerne in die Verteidigung, ja. Ich habe vorhin auch schon mal gemerkt, da habt ihr beide sehr viel gesprochen, da habe ich gemerkt, ich wollte in die Verteidigung gehen. Da ihr mich nicht zu Wort kommen lassen habt, habe ich noch eine Weile länger reflektiert und dann habe ich entschieden, nö, zu dem Thema sagst du einfach nichts. Das ist nur A, die anderen dein Weltbild präsentieren und B, ist auch noch verteidigen, das wäre ganz schlimm. Nö, dann sage ich lieber nichts. Bin ich dann vorhin auch schon mal richtig krass in die Nichtverteidigung gegangen. Das finde ich halt das Schlimme, das hatte ich ja auch schon oft thematisiert in anderen Livestreams, dass viele halt ihren Job noch machen, weil sie Angst haben, nichts anderes zu können, weil sie diesen Job gemacht haben als Ausbildung 3 Jahre und dann 20, 30 Jahre in dem Job drin sind und wirklich Angst haben, sie können nichts anderes machen, sie will keiner haben und alles sowas. Da stecken so viele Ängste hinter, ja, statt einfach mal rauszugehen aus dem Job und zu gucken, was sie noch für tolle Fertigkeiten und Fähigkeiten haben. Ja, das ist was ganz, ganz Schlimmes. Ja, deswegen finde ich es auch grausam, dass Polizisten da draußen Friedensaktivisten zusammenknüppeln. Oder Frauen, die gegen Impfung irgendwie oder Frühsexualisierung auf die Straße gehen, dass sie die alle zusammenknüppeln. Warum die Polizisten nicht einfach mal, die sagen ja nun schon, sie haben keinen Bock mehr darauf. Warum kündigen die nicht einfach und werden Bäcker oder weiß ich nicht oder irgendwas anderes? Jedenfalls, was zu ihnen passt, weil die sagen, man sagt ja immer, die leiden, die armen Polizisten und die müssen da jetzt die armen alten Menschen, die für Frieden sind, zusammenknüppeln und so. Sie sagen ja auch selber, dass sie das nicht gerne machen, aber warum kündigen sie nicht einfach? Ja? Sie sind so festgefahren, dass sie wirklich glauben, und das ist bei vielen Leuten so, nicht nur bei Polizisten, sondern sie glauben wirklich, sie haben eine Ausbildung gemacht und sie werden nie wieder einen anderen Job machen können. Und wenn sie einfach mal in eine Zeitarbeitsfirma reingehen würden, reinschnuppern würden, wo sie jeden Tag woanders sind, dann würden sie erstmal mitkriegen, was sie alles machen können mit ihren Händen und mit ihrem Verstand, wie kreativ sie eigentlich sind. Ja, ich kann da aus Erfahrung sprechen, ich habe schon mehrmals für Zeitarbeitsfirmen gearbeitet, für verschiedene, und habe immer was anderes machen müssen. Und das ist Wahnsinn, dass eine Arbeit schöner als die andere, die man machen darf. Ja, weil das hat immer was mit Kreativität, mit Basteln zu tun und mit Koordinieren und alles sowas. Also finde ich fantastisch, ja. Kann jedem nur empfehlen. Ja? Wer keinen Bock mehr auf seinen Job hat, kündigt ab in eine Zeitarbeitsfirma und da werdet ihr schon das Richtige für euch finden. Ja? Wenn die wüssten, dass sie stetiger Wandel sind, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ja. Weil du hast ja das schon alles gut erklärt. Ja, so sieht es nämlich aus. Das ist aber, wie gesagt, die Matrix, die da voll im Kopf drin ist. Ja? Du musst erst eine Ausbildung machen, 3 Jahre, oder studieren, und dann kannst du in diesem Job alt werden. Ja? Doktriniertes, ich habe ja in meinem Lieblingsvideo Geschichten aus der Matrix, wenn ich einmal groß bin. Das ist mein absolutes Lieblingsvideo, da habe ich das alles wunderbar auch so gesagt. Ja,
Jeder Mensch kann alles und braucht keinen Darfschein. Er muss es nur machen. Ja. Jeder Mensch kann wirklich alles, bedingungslos, Punkt. Ach, lass loslegen. Da kommt es kommt gerade eine Erinnerung schlagartig hoch. Ich war vielleicht 10 oder so, da habe ich zu meinen Freunden gesagt, ich kann alles werden, was ich will. So voller Überzeugung. Ich weiß nicht mehr, wie ich dazu kam. Vielleicht habe ich irgendwas gesehen, was mich motiviert hat. Ich weiß, ich habe gesagt, ich kann alles werden, was ich will. Und die haben mich ausgelacht. Naja, wir waren auch noch alle jung. Ja, sehr drin in der Matrix, die Armen. Wir waren aber auch noch alle jung. Ich verzeih das denen, aber das ist mir halt stark eingefallen. Dafür, dass sie jung waren, waren sie schon tief drin. Ja. In dem Glaubenssatz. Das Erste, was die Eltern sagen. Ja. Das Erste, was die Eltern einem Baby sagen, mach die nicht, mach das nicht, mach jenes nicht. Das ist alles gefährlich. Und dann später sagen die Eltern dann, du kannst das nicht, kannst das nicht. Und als Kind neigt man dazu, das zu glauben. Man projiziert das dann auf sich und dann ist das Ego schon da. Das ist schon zu spät. Dann ist das Leben nur scheiße. Ja, so sieht's aus. Ich hatte zum Glück die Wahrnehmung schon mit 2 und 5 zu erkennen, dass sich das nicht restlos richtig anfühlt. Und so habe ich zwar auch gemerkt, dass, also ich habe das auch teilweise auf mich projiziert und es geglaubt und in die negativen Emotionen damit gehabt, die nur Angst und alles in sich zusammenziehen waren, aber irgendwo an irgendeiner Stelle zu irgendwelchen Prozenten habe ich immer gemerkt, das fühlt sich nicht richtig an, was meine Eltern da jetzt von sich geben. Das ist totaler Bullshit. Deswegen war ich nie 100% normal drin. Ich konnte das als Kind wahrnehmen. Das ist falsch, was sie sagen. Punkt. Ohne es begründen zu können. Ja, ich sagte, ich gucke mir ungern den Schmerzkörper anderen an, das zieht mir Energie. Das war das Letzte, was ich gesagt habe. Ist auch schrecklich, ja. Also, bloß nicht, ja nicht. Das kann dagegen nichts machen. Und das hilft mir auch nicht bei meiner Mission. Einfach nur so stehen lassen. Sollte ich sich mit dem Power kloppen. Drück dir mal ein Buch von Eckhart Tolle in die Hand, wenn du live siehst. Das könnte funktionieren. Ist Tom weg oder was? Er ist gerade kurz auf Toilette gegangen. Wie kann das wagen? Muss ja den Livestream führen als Anführer. Das war sein Ego. Sein Ego hat ihn dazu gezwungen, auf Toilette zu gehen. Auf Toilette eigentlich schlecht. Ich glaube, das war weder der Ego noch irgendwas anderes. So einfach nur der physische Körper, der ein Bedürfnis Ausdruck verleihen wollte. Ja, dann nutzt die Zeit. Hast du noch was zu erzählen? Du redest ja so viel gerne immer und dann erzähl jetzt mal was, wenn man weg ist. Sag der Richtige. Nehmen wir mal was Schönes. Okay, du bist ja auch derjenige, dem die Fragen gestellt werden, aber. Ja, ich will dich ja nicht jetzt nicht beleidigen. Ich will jetzt einfach nur eine Tatsachenbeschreibung. Nutzt die Chance erst weg, red hier, also. Tja, toll. Auf Kommando kann ich nicht, immer nur spontan. Wie? Habt ihr über mich gelästert oder was? 24 Stunden am Tag, ja. Toll. Wir brauchen das, sonst haben wir keinen Wert. Okay, dann mal die nächste Frage. Was bedeutet für dich, Erfolg im Leben zu haben? Das ist eine sehr persönliche Frage. Eigentlich im Grunde genommen. Kann ich die Frage auch schon mal zurückgeben? Was bedeutet für dich, Erfolg im Leben zu haben? Das, was ich zurzeit lebe. Ich gehe nur 3 Stunden am Tag arbeiten, bin meistens draußen in der Natur. Und wenn ich dann mal in der Natur bin, dann beschäftige ich mich wirklich mit dem, was da ist und denke nicht über irgendwas nach, sondern bleib wirklich stehen, wenn ich durch den Wald oder durch den Park laufe. Und sobald da irgendwer meine Aufmerksamkeit hat, sei nun ein Ast, der sich irgendwie cool bewegt mit der Sonne und den Wolken irgendwie das Bild, dann bleibe ich stehen und gucke das irgendwie eine Viertelstunde einfach mal an. Oder irgendwelche Vögel. Heute habe ich wieder einen Specht gesehen, der wunderbar da rumgepocht ist. Dann ist er in sein Loch im Baum verschwunden. Da kann ich auch stundenlang zugucken. Oder die Enten, wie sie sich immer necken, miteinander spielen, dann umherfliegen, dann wieder im Wasser landen. Kann ich auch stundenlang zugucken. Das ist für mich Erfolg, dass ich das machen kann, weil das können viele nicht, ja, weil die halt arbeiten, glauben, sie müssen 8 Stunden arbeiten gehen für mein Leben. Und deswegen ist das für mich, was ich jetzt habe, ein Erfolg. Ja, und dass ich auch nicht von irgendwelchen Ämtern abhängig bin. Zu denen ich dann hinrennen muss und betteln muss für irgendwas, ja. Dass ich gesund bin, dass ich mit meinem Leben komplett zufrieden bin, ja, dass ich eigentlich machen kann, größtenteils, was ich will. Ja, dass ich nur 3 Stunden von meinem Leben abzwacken muss, das ich dann meinem Arbeitgeber gebe. Aber ansonsten bin ich komplett mit mir zufrieden. Das ist für mich Erfolg.
Das ist so schön meine Antwort mit drin gewesen. Also erstmal, der Erfolg hat einen negativen Touch für mich. Das ist immer irgendwie mit Geld, Luxus, Ego-Scheiße mit verbunden. Das Denke ich triggert mich ja überhaupt nicht. regelrecht. Das Wort muss ich für mich auch schon wieder anders umbauen, damit es mich nicht mehr triggert. Wie das Wort Gott, das hat mich früher auch extrem getriggert. Nee, jedenfalls ist es beschreibt das, was ich als Fülle bezeichne. Was ist Fülle? Und das hast du sehr gut beschrieben. Aber was für mich in meinem Leben wichtig ist, wenn man das als physische Tat sieht, dann könnte ich das sagen, ich will das machen, was die Enten machen, den ganzen Tag mit Menschen. Ich will im Grunde genommen den ganzen Tag nur Liebe tauschen und mit Menschen spielen. Ich nenne es Spielen, wenn Menschen was miteinander zusammen machen und sich lecken und Spaß haben und Tätigkeiten. Das ist für mich alles Spielen, mit Menschen spielen. Das ist das, was ich machen möchte. Aus purer Liebe heraus. Ich möchte mit anderen den ganzen Tag nur Liebe teilen. Das ist für mich Erfolg. Das ist schön Wenn man Menschen hat, mit denen man das machen kann. Wenn man keinen Das Menschen hat, ist, mit dem man es machen kann, ist es dann Misserfolg. nee, also würde ich nicht sagen. Ich sage ja auch immer, ich finde das immer sehr schön, ich sage Leuten immer sehr gerne, ich habe keine Freunde, keine Kumpels oder sowas, sondern ich komme mit mir selber alleine zurecht und ich schaffe auch alle Sachen, die ich mache im Leben alleine. Also ich brauche niemanden um Hilfe bitten, der mir das mal macht, der mal hier kommt, der mich dahin fährt, sondern alles, was hier anfällt, ist mein Part. Ich kann also auch niemandem die Schuld für irgendwas geben, was in meinem Leben schief läuft. Das ist halt auch das Schöne. Wenn du nämlich Freunde hast, Familie oder was auch immer, du kannst immer die Schuld abwälzen an andere und Nein, kannst dich das ist immer nicht. aufwerten, weißt du? Und das ist halt was ganz Gott, Schlimmes, was Gott, ich in meinem Gott. Leben nicht brauche. Ja, Das ist auch nicht das, deswegen was ich verstehe ich unter nicht, dass Liebe manche Leute verstehe. so viele Freunde haben. Das ist auch nicht das, was ich unter Liebe verstehe. Es ist Schuld auf Freunde. Schuldbegriff habe ich doch schon längst in meinen Videos aufgeklärt. Na klar. Es ist dann eben nicht Liebe. Es kommt auch nicht auf die Masse der Menschen an, sondern nur, wie du mit dir umgehst. Natürlich brauchst du nicht 300 Freunde. Auch die du hast, dann leben mit den Liebe. Natürlich. Ich meine jetzt nicht, dass du das machen sollst, was ich machen sollte. Du hast eben gefragt, was ist für mich Erfolg? Und das ist eben etwas anderes als für dich. Ja. Das ist nicht richtig oder nicht falsch. Nur eine Frage ist mir in den Sinn gekommen. Da habe ich beim letzten Mal nochmal drüber nachgedacht, weil du hast beim letzten Mal ja schon gesagt, du hast keine Freunde. Und dann beim ersten Gespräch, das wir vor langer Zeit mal geführt haben, da hast du gesagt, du willst gar keine Freunde. Genau. Und darüber habe ich nochmal nachgedacht. Und das ist schön, wenn sich das für dich richtig anfühlt. Mir ist noch eine andere Frage in den Sinn gekommen, damit ich lernen kann, damit ich da für mich einen höheren Schluss und eine höhere Erkenntnis daraus lernen, ja, haben kann, habe ich mir dann eine Frage dazu einfallen lassen, eine ganz coole Frage. Wenn Okay. du keine Freunde willst, ist das aus meiner Sicht mehr als akzeptabel. Da habe ich mir aber die Frage gestellt, was ist, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, er will dein Freund sein? Er mag dich, er will mit dir Dann sage Zeit ich verbringen, er will nein. mit dir das machen, da würdest du dann ablehnen? Das ist die Frage, die Ja, na eigentliche. klar. Sage nein. Hatte ich schon zwei, dreimal diese Dings, dass jemand zu mir kommt, wirklich ohne Scherz. Du lass uns doch Freunde sein. Und da habe ich immer gesagt, nein, brauche ich nicht. Danke. Das ist total simpel. Das ist wieder die Wahrheit, weißt du? Brauche ich nicht. Das ist ja das, was ich vielen auch erkläre. Es muss erstmal am Kopf ein Mangelgedanke entstehen, dass ich in meinem Leben irgendwas nicht kann, was ein anderer mir besorgen muss in irgendeiner Art und Weise. Und dann muss ich zusehen, dass ich Freunde bekomme in mein Leben, die diese Sachen für mich erledigen können. Zum Beispiel, wenn ich ein armer Mensch bin, dann suche ich mir reiche Freunde. Oder wenn ich nicht gut handwerklich bin, dann suche ich mir Leute, die gut im Handwerk sind. Also muss erstmal ein Mangel bei mir entstehen, dass ich eine Freundin oder Freunde brauche, die mich vervollständigen könnten. Und da ich diesen Mangel nicht habe, ja, brauche ich das auch nicht. Jetzt gut vom Eigentlich Ego recht erklärt. simpel. Ja, aber so ist es. Einfach. Kannst du das mal, wie soll ich das sagen? Kannst du mal das dann von deinem Herz erklären lassen? Dann verstehe ich es besser. Dass wir niemanden brauchen, ist mir klar. Ach, jetzt höre ich mir das selber reden. Warum höre ich mir das selber reden? Jetzt höre ich mich vielleicht selber reden, Ich weil ich kann durch mich meine Rolle ausdrücken, spreche. weil, das, also wie gesagt, das höchste Gefühl habe ich, wenn ich draußen in der Natur bin. Das ist Ja, mit super. den Tieren. Da brauche ich nichts wirklich. Da Genau. kommt auch nichts ran irgendwie. Ja? Auch wenn ich mal mit Kumpels damals gespielt habe, irgendwie ein Spiel oder einen Film geguckt, Das das ist kommt da so. einfach nicht ran, in keinster Weise. Du hast dieselbe Verbundenheit zum Leben wie ich, nur machst es halt mit Tieren und Pflanzen, sage ich mal. Ja, weil die ehrlich Im sind, zu Grunde 100%. genommen geht es ja um die Verbundenheit mit anderem Leben. Also was ich. Generell, ja. Ja.
Natürlich, man muss Und das ich nicht verhalte vergleichen. mich ja eben auch liebevoll gegenüber. Ja, ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, alle sind böse da draußen, sondern ich weiß ja, alle können nur so reagieren, wie sie tun, weil sie halt noch nicht weiter gekommen sind, wo auch immer. Und deswegen sind sie perfekt, so wie sie sind. Ja. Ja, aber Respekt und Liebe bringe jedem gegenüber. Ja. Ja, du hast was 7 Milliarden Freunde. Ja, Familie, ja. Ja, ist so schön. Ja, Sascha, erzähl mal, was ist jetzt für dich Erfolg? Tja, ich verbinde das leider auch automatisch mit diesem ganzen Geldkram und so, aber wenn wir das mal nicht so sehen wollen, dann ist Erfolg für mich eigentlich, naja, also es gibt da so ein Zitat von John Lennon, der soll als Kind angeblich in der Schule mal gefragt worden sein von Le seiner Lehrerin, was er denn mal werden will, wenn er groß ist. Und da hat er geantwortet, glücklich. So, und da soll die halt ganz verwirrt gewesen sein, weil der hat soll eigentlich einen Traumberuf nennen als Kind so, aber der hat gesagt, er will glücklich werden, wenn er groß ist. Kann man Und aber das ist nicht. vielleicht ein guter Man kann nicht Ansatz, würde ich sagen, so jetzt glücklich werden. spontan. Also Man kann nicht glücklich werden. Man kann nur glücklich sein. ja, Ja. genau. Ja. Das wusste er nicht, aber er war schon nah dran, es zu erkennen. Ich meine, was bringt mir das zum Beispiel, wenn ich jetzt vielleicht viel Kohle und viel Freunde habe und dann sind ohne Ende Abhängigkeiten da? Also, und dann ist man gestresst, ne? Also viele, die schießen ja über das Ziel Ja. hinaus und dann sind die zwar wohlhabend und so, aber sind nur noch im Sascha. Stress. Sascha, der, oder war das Sascha? Nee, war so Sascha. Sascha. Ich vergesse andauernd deinen Namen, ich kann mir Namen nicht merken. Ist ja so Und wie viele kompliziert. Worte für mich wären, die weniger gar nicht mehr in Worten merken. Ich kriege deinen Namen noch raus, wenn ich google. Genau, Sascha. Also folgendes. Was du gerade gesagt hast, du hast gerade Jack Bruch zitiert. Ich glaube, dir würde sein Kanal gefallen. Bitte guck seinen Kanal, jedes Video rauf und runter, das würde dir gefallen. Das garantiere ich dir. Das, was du gerade gesagt hast, das sieht er nämlich genauso. Ja, das, womit das alles zusammenhängt, und diese Abhängigkeiten, genau, das ist sein Lieblingsthema. Im Grunde genommen hat man besitzt man einen Gegenstand, hat man eine Last. Er sagt es immer, wenn der ganze Rattenschwanz noch mit dranhängt. Hat man ein Auto, hat man eine Geldvernichtungsmaschine und all sowas. Ja. Und da kommen jede Menge Verpflichtungen einher, die alle auch nicht sein müssten. Deswegen sollte man seine Freunde und seine Gegenstände minimalisieren. Ja, Nur ganz, muss man ja nicht ganz abschaffen, ne? Aber die nur ganz meisten. ohne, das wäre überhaupt nicht mein Ding. Nee, geht gar nicht. Das geht für beides, fürs Materielle wie für Freunde. Also ganz ohne geht gar nicht für mich. Das wäre auch für das andere Extrem. Diese totale also extrem Minimalisierung, wo man alles vernichtet im Leben. Das ist nicht sinnvoll, nicht zielführend aus meiner Sicht. Wie hieß der Kanal? Jack Frucht. Glatzkopf. Okay. Du wirst ihn lieben. Ich mag ihn, auch wenn ich im Bewusstsein schon weit überflügelt habe, sage ich mal, weil er ist immer noch in der festphysischen Welt und glaubt nicht an ein Leben nach dem Tod, will nicht von Seele wissen, nicht von Zufall und Schicksal. Aber ansonsten hat er den ganzen materiellen Scheiß schon abgelegt und die Matrix auch schon relativ gut durchgeschaut. Es ist immer noch angenehm, ihm zuzuhören, auch wenn ich gar nichts mehr von ihm lernen kann. Vor Ja, zwei aber Jahren habe ich noch. Was? der Meinung bin ich auch. Das ist es ja wieder, wenn du Freunde hast, dann brauchst du wieder ein Telefon, du musst Messenger haben, du musst ein iPhone haben, du musst wieder so viele Sachen haben, womit dich die Freunde erreichen können. Weißt du, du brauchst wieder so viele Abhängigkeiten, die dich andauernd nur, also mich zum Beispiel zusammenzucken lassen würden und ich wäre gestresst, ich wäre genervt, ich müsste bei sozialen Netzwerken auf einmal mitmachen und was alles. Und das will ich alles nicht. Weißt du, ich will mein Leben wirklich so leben, größtenteils so, wie ich es machen möchte, weißt du? Ich will keine Internetfreunde. Also aus meiner Sicht, was ich für die richtige Gemeinschaftsform von Menschen halte, ist, wenn alle Freunde und Familienmitglieder gemeinsam auf einem Grundstück zusammenleben. Punkt. Da brauche ich diesen ganzen Messenger-Scheiß nicht. Wenn die will ich alle um mich rum haben, 24 Stunden am Tag. Das sind Freunde. Diese Art. Nicht hier irgendwie sich mal treffen oder so. Nein, zusammenleben immer. Und deswegen brauchst du auch nicht hunderte Freunde. Da reichen einfach. Und mit denen will ich dann, wie die Enten, spielen. Da kommt aber wieder der Aspekt rein, du wirst versuchen, es jedem recht zu machen und das wirst du nicht schaffen. Nein. Die Meinst du Freunde, nicht? die ich bis jetzt habe, die juckt das null, wie ich bin. Ich muss gar nichts tun, damit sie mich bei sich verweilen lassen. Das ist Die haben gut, keine weil meistens Egoabsichten. erwartet man eine Gegenleistung. Weißt du, geben und nehmen, sagen ja auch viele. Nein, nein. Alle, die ich bisher kenne, sind im Sein. Da ist kein Ego.
Schön. Da ist nur ein sein lassen. Das ist so schön. Wir müssen gar nicht zueinander aufgehen. Wir kommen, wenn wir wollen, wir gehen, wenn wir wollen. Wir kommen mich besuchen, wenn sie wollen, sie hauen ab, wenn sie wollen. Da ist nichts, das irgendwo eine Erwartungshaltung ist. Wenn sie mich besuchen kommen, ist da keine Erwartungshaltung. Schön. Wird auch nicht erwartet, dass man miteinander was machen muss. Das denkt sich ja das Ego auch aus. Ja, wenn man mal Zeit mit seinen Freunden verbringt, dann muss man das Abenteuer erleben und das und das und jenes. Ah, so ein Hals. Nö. Da jammern wir mal 3 Tage rum und sehen uns nicht. Und dann machen wir wieder was zusammen, haben wir Bock drauf und dann fragen wir mal und dann machen wir mal wieder eine Kleinigkeit zusammen und ja, hast du Lust, ja, dann machen wir das und dann hast du wen Lust, nee, dann machen wir es halt nicht. So, das ist miteinander leben, das ist richtig angenehm. Ja. Da lebt man mehr, als wenn man sich zwingt, da jetzt hier zum Grand Canyon zu reisen, Fotos zu machen, alles, also ich finde das ganz schrecklich. Dasselbe auch bei partnerschaftlichen Beziehungen, bloß nicht, da ist jetzt irgendwie mit Taten im Außen erzwingen müssen, damit es was Besonderes ist. Ja, es ist einfach zusammen sein. Punkt. Einfach nur sein. Und das ist für mich Erfolg. So, ja. Ja. Du hast ein ziemlich komisches Bild von Freundschaften. Du hast wahrscheinlich noch nie eine Freundschaft mit einem Menschen gehabt, der komplett egofrei war. Das würde dir aber ganz gut tun. Ich habe solche Freunde. Ja, ich kenne niemanden, der so ist. Also der komplett egofrei ist. Manche mehr, manche weniger halt. Da ist keine Erwartungshaltung mehr. Und trotzdem macht man sehr viel miteinander und unterstützt sich und hilft sich. Das, obwohl keiner mehr eine Erwartungshaltung hat. Das ist wunderschön. Ja. Und das auch mal erlebt hat. Und oh, könnte da fließen. Könnte Tränen ausbrechen. Das ist so schön. Und das erlebt hat, wie Freunde richtig miteinander hart arbeiten teilweise und trotzdem ist keiner von anderen verlangt oder erzwingt. Es funktioniert. Es funktioniert. Energieaustausch funktioniert. Ja, Harmonie pur fällt mir da ein. Ja. Das Ego kommt am besten Falle nochmal verbal durch. Der Verstand, der schnippt immer mal vor und labert irgendwelchen Scheiß, aber es nimmt keiner den anderen übel. Dann ist der cool. Ja. Und es werden auch manchmal stundenlang nur Diskussionen über das Ego geführt. Das ist auch cool. Das stimmt. Ja, ja. Wir haben jetzt auch schon hinter mir. Ja? Also wir haben uns auch schon keine Ahnung, wie oft, wie viele Stunden unterhalten, 8 Stunden Livestream hinter uns und alles sowas. Ja, und das geht auch bei uns ohne Streit ab, weißt du? Ohne, dass einer sich immer im Tor pushen muss und irgendwie so einen den Führer spielen muss oder so. Das ist ein Geben und Nehmen irgendwie, ja. Das ist ganz toll. Man könnte glatt sagen, ihr seid Freunde. Nee. Das bedingt ja, dass wir uns schon mal gesehen haben und uns einmal mindestens umarmt haben und weißt du, oh, das bedingt da gehört ja eine Menge mehr zu. Das heißt, du hast ein Raster im Kopf, was eine Freundschaft zu sein hat. Ja, ja. Ich habe diesen Raster nicht mehr im Kopf. Kannst sogar indische, platonische Liebesbeziehungen mit Menschen haben, die 1000 Kilometer weit weg sind. Sogar das ist für mich, das könnte schon in das Freundschaftsfeld hineingeraten. Das ist immer, jeden Menschen, ich kenne das ja, ich frage immer Menschen, wie sie Freundschaften definieren und versuche ihnen nicht meine Welt von Freundschaften aufs Auge zu drücken. Und dann frage ich sie, wie sie die Beziehung zwischen uns sehen und so gehe ich daran. Ich frage die anderen Menschen und passe mich da ihrem Raster ein bisschen mit an. Und dann danach sage ich ihnen vielleicht, wie ich das so sehe oder so. Das ist sehr definiert, sehr. Brauchst du dich nicht dafür rechtfertigen für deine Ansichten? Nee, natürlich nicht. Nee, mache ich nicht. Aber so hat jeder sein eigenes Bild von Freundschaften im Kopf, weißt du, ja? Ja. Ja. Weil viele sagen ja auch, bei Geld hört die Freundschaft auf, ja? Und die wollen die auch die Freundschaft, ja? Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Das ist der allerletzte Grund, wo ich sagen würde, oh, du willst jetzt Geld von mir haben? Da mache ich jetzt aber Schluss, ja? Da würde ich sagen, hier, nimm ein Geschenk, sei es drauf, ja? Das ist so ein Selbstschutz vom Ego, was denkt, oh Gott, mir geht es schlecht, wenn ich jetzt weniger Geld habe. Dieser Ego-Selbstschutz, der ist es halt, der sagt, nö, ich bin mir erstmal wichtiger. Das ist das. Ja. Ja, diese Anhaften im Außen, weißt du, kommt da wieder sehr zum Tragen. Genau. Oh, ja. Ja, sind die Fragen jetzt schon ausgegangen? Ach so, ja, warte mal. Ich überlege gerade, ich sehe hier, wird es immer heller bei uns. Ja, ich zum Beispiel, ich wollte eigentlich heute auch früher pennen gehen, weil ich nachher was vorhabe, aber es ist halt interessant gewesen und so. Aber vielleicht wäre es doch an der Stelle jetzt schon besser für mich, dass ich noch ein paar Stunden Schlaf bekomme, bevor ich losfahre.
Alles klar. Okay. Ja, Sascha, dann verabschiede ich dich schon mal. Ja, ich schmeiß dich schon mal raus, sonst schaffst du das nicht. Ach, brauchst du nicht. Ich drücke selber gleich. Naja. Alles klar. Ich sag dann gute Nacht, guten Morgen. Ja, ja, genau. Ja. Und hab einen schönen Tag, wa? Hoffentlich bleibt es schön sonnig bei dir. Soll's angeblich, ja. Ja. Bei uns wird es wieder durchwachsen, Wolken und Sonne. Ja. Ja, mit dir, das Gespräch, Pascal, hat mich auch wieder gefreut. Vielleicht kommt es ja nochmal dazu, ne? Mal gucken. Ja, kannst du jederzeit oder auch gerne privat, je nachdem. Wir sind im Facebook verbunden. Ja, na dann, okay. Ja, dann verabschiede ich mich. Tschüss. Ja, gut, ciao. Ciao.